Liebe Freunde, Runde 2 Interviews heute. Ich hoffe, ihr habt das Interview gesehen heute Nachmittag mit dem Psychologen. Ich finde, das war ganz grossartig. Wenn nicht, nicht jetzt schauen, jetzt live da dabei bleiben. Ich habe hier zwei VIPs zu Gast. Da ist der Mike Candice und der Martin McKay. Der Martin McKay mit seinem berühmten Song «Schweiz wach auf». Der Mike Candice wartet noch mit seinem Hit für Corona. Ich warte noch ein bisschen, ja. Wie lange noch? Ich arbeite daran. Aber meine Musik ist irgendwie zu, wie soll ich sagen, zu kommerziell, zu positiv. Ich weiß nicht, ich bringe es nicht richtig an. Ich finde, es ist so ein düsteres Thema. Es zieht mich eigentlich ab, das Thema. Und das nachher in Musik machen, er kann das besser. Rap und, ein bisschen, und Gitarre und Rock und aggressiv und so. Meine Musik ist halt mehr... Ich habe eine Idee, positiv. Du machst dann den Abspann, wenn der ganze Scheiß vorbei ist. Genau, genau, das mache ich, das mache ich. Ich werde die erste positive Hymne machen. Freedom! Oh, das hat schon mal ein Schweizer gemacht. Das war der DJ Popo gewesen. Ja, genau. Ja, aber ich finde, das würde passen. Das habe ich schon mal gedacht, wenn so der ganze Scheiß vorbei ist, so die Retro. Ja, dann komme ich. Wenn dann die Jüngeren würden sagen, nein, das ist nicht wirklich so gewesen. Ihr habt euch nicht wirklich so verarschen lassen, oder schon? Und dann hättest du den richtigen Soundtrack. Ja, also ich glaube wirklich, wenn es dann von der ganzen Stimmung her endlich wieder mal hoffentlich mal aufgeht, dann bin ich am Start. Ich habe auf Facebook gepostet heute, dass ich in die Pressekonferenz geschaltet habe, in die Medienkonferenz. Mein Beileid. Ich habe eine Stelle gesucht, wo nicht aus einem Lügenmaul ein verdammter hoher Bullshit rauskommt. Und man ist nicht fündig geworden. Es ist also, wird nur gelogen auf alle Arten. Und vielleicht kann man das gerade mal schnell zeigen, was jetzt im Blick steht, das erste Mal. Dort hat Berse will neue Sexzertifikate für Genesene. Das ist mal die gute Nachricht für die Leute. Wo dann aber nur in der Schweiz gültig ist. Bis vor kurzem hat es so geheißen, das können wir nicht unterscheiden. Jetzt geht es plötzlich doch. Aber unten dran, wenn man etwas geholt, zeigt er dort, vielleicht kann es noch ein bisschen grösser einschalten. Genau dort nach oben. Genau, sogar der Berse hat vor den Medien die Frage gestellt, über wie erweitert die Zertifikatspflicht noch verhältnismäßig sei. Die Lage habe sich zuletzt stark verbessert. Das schafft ein Bedürfnis nach einer Neubeurteilung der Situation. Das wird an einer der nächsten Sitzungen besprochen. Jetzt aber ist es noch nicht so weit. Tatsächlich soll Berses Innendepartement in den letzten Tagen eine Aufhebung des erweiterten Corona-Passes diskutiert haben. Ich glaube, erweitert heisst alles jenseits vom Reisen, also Fitnesscenter, Restaurant, alles. Doch die Pläne sind fürs Erste wieder verworfen worden. Und dann im nächsten Abschnitt, im totalen Widerspruch, denn die Behörden erkennen wieder einen Trend hin zur Verschlechterung der Situation. Kombiniert mit Ferienrückkehrern, Schulbeginn und dem kälteren Wetter. Und ich glaube noch, das können sich noch andere Gründe sehen, dass Corona wieder so tödlich schweben. Deutlich mehr Geimpfte nötig, um Corona-Massnahmen aufzuheben. Gut, jetzt sollen wir schon die Statistik anschauen im Schweizer Fernsehen. Meine Lieblingsgrafik ist die hier. Auslastung für die Betten auf der Intensivstation. In Grau sieht man die gesamthaft verfügbare Zahl von Betten, die man ja fast halbiert hat seit dem Anfang dieser Pandemie. Dann sieht man in hellviolett alle Leute, die auf der Intensivstation sind. Und in dunkelviolett sieht man die Leute, die positiv getestet auf der Intensivstation sind. Und man sieht während den ganzen eineinhalb Jahren Retour, dass die krassen Ausschläge von diesen Corona-Fällen im Dunkelviolett bestenfalls einen moderaten Ausschlag, manchmal auch gar keinen relevanten Ausschlag haben, wenn es um Gesamtauslastung geht von diesen beleihten Betten. Das heisst also, jetzt sehen wir also, übrigens schon vor dem Zertifikat, sind die Zahlen steil absinken gewesen. Oder? Weil das Zertifikat hat man ja am 13. September eingeführt und man ist bereits jetzt bei dem letzten Hügel dort, beim Dunkelvioletten, ist man bereits in der Sprungschanze etwa ein Drittel auf dem Weg nach oben gewesen. Und es geht einfach nur ab bei den positiven Fällen und auch bei der Gesamtauslastung null Trend nach oben. Und jetzt sollen wir schon wiederholen, was im Blick gestanden ist. Da steht, die Behörden erkennen wieder einen Trend hin zur Verschlechterung der Situation. Oder? Es hat keinen Trend von der Verschlechterung der Situation. Auch wenn man die Fallzahlen anschaut, nicht. Die sind jetzt nicht mehr wert, weil man ja herausgefunden hat, dass wenn man weniger testet, hat man weniger positive Fälle. Und so oder so, es hört nicht auf. Und trotzdem sehen wir jetzt da, und das ist schon vor einer Woche der Teppich gelegt worden, sie sagen dann darüber diskutieren, dass sie vielleicht das erweiterte Pflichtzertifikat
dann neu beurteilen. Meine Prognose ist, zwei, drei Wochen vor der Abstimmung, also in etwa zwei Wochen, wird der Bundesrat irgendeine Art von Lockerung beschliessen. Sind ihr anderer Meinung? Also ich glaube erstens mal, dass die Sachen, die damals beschlossen und kommuniziert werden, mittlerweile nur noch von einem PR-Berater gesteuert sind, wo mit dem Bärsi zusammen diskutiert, wo man dann damals anschaut, oh shit, stimmt, es ist ja da rausgekommen, dass du eine Frau erpresst hast mit einem gekauften Psychiater und sonst noch irgendwelche Prostituierte rum sind, die potenziell etwas gehabt haben. Jetzt müssen wir vielleicht mal etwas Positives berichten in der Zeitung und komm, jetzt bist doch du mal der Good Guy in unserem gefakten Narrative und du hast doch jetzt mal etwas Positives gemacht, du willst potenzielle Lockerung anbringen und die anderen, da ist jetzt der Bad Cop nicht namentlich genannt, die haben jetzt das noch nicht gewählt und man hat es verworfen, aber jetzt bist du mal der Gute, oder? Jetzt versucht man das so anzustellen und das andere wird absolut passieren. Ich meine, es ist so offensichtlich für die, die das immer noch nicht begriffen haben, kurz vor der Abstimmung wird man natürlich am Volk geben, gib ihnen Zuckerbrot und Peitsche, wird man ein kleines Zückerli geben, damit die Leute denken, da komm, ist doch nicht so schlimm und vielleicht gehen wir dann gleich gucken, ein Ja an der Urne abgeben für das Covid-Gesetz. Was denkst du? Ja, ich denke auch. Also ich weiss nicht, ob es wirklich wird konkrete Lockerungen geben, dass irgendetwas, das sagt, okay, da könnt ihr jetzt wieder her, ohne da Zertifikat oder so. Aber ich denke, es wird einfach in Aussicht gestellt, so quasi, dass es eigentlich hinfällig ist, dass man das Gesetz ablehnt, dass sie sagen, ey, auch wenn das Gesetz weiterläuft, also auch bei einem Ja, immer überlegen, auch bei einem Ja zu dem Gesetz, wird es nicht so schlimm rauskommen. Also wir werden dann das Zertifikat sowieso wieder irgendwann begraben. Also ich kann mir vorstellen, dass Kommunikation in die Richtung geht, dass die Leute eigentlich finden, ja, dann ist es ja gar nicht so schlimm, wenn wir das Gesetz haben, weil es wird ja sowieso nicht mehr lange Auswirkungen haben. Aber dass dann kaum, wenn der Winter dann wirklich kommt, im Dezember, dass das Zertifikat natürlich nicht wird fallen, solange wir das Gesetz haben, das ist ja klar. Was sind so die Argumente von den Leuten, die nicht gerne selber denken und wo cool finden, wenn der Staat irgendwie 90% übernimmt. Was sind das heute noch die Argumente, dass man jetzt Ja stimmen? Immer noch das Gleiche. Also klar, sie haben ja mal geschaut, dass sie sagen, du kannst noch nicht mehr reisen, was Fake News ist, aber gibt es noch irgendeinen rationalen Grund, wenn man nicht völlig psychisch angeschlagen ist, dass man dann noch sagt, ja, man braucht das? Man will sich als Herrenmensch fühlen gegenüber den Ungeimpften, keine Ahnung. Ja, man hat jetzt auch wirklich anderthalb Jahre, die anderthalb Jahre lang das geglaubt haben, aus irgendwelchen Gründen, dass wirklich unsere Spitäler kurz vor einem Komplettkollaps stehen. Die weichen jetzt auch von dem nicht ab. Und wenn das natürlich immer wieder kommt, und das ist jetzt zwar in den letzten paar Wochen, habe ich das gar nicht mehr so oft gehört, irgendwie, jetzt dreht es wieder irgendwie in eine andere Richtung. Aber das kommt ja immer wieder, wenn sie kein altes Argument mehr haben, wenn fast niemand mehr stirbt. Oder irgendwie ist Long-Covid. Einfach alles, Long-Covid kommt auch immer mal wieder, alle paar Monate kommt wieder Long-Covid. Und dann als drittes Argument kommt einfach immer noch, okay, die Spitäler sind überlastet. Oder? Und die Leute, die das jetzt anderthalb Jahre lang geglaubt haben, die haben jetzt natürlich das Gefühl, hey, dank dem Corona-Gesetz, Covid-Gesetz, wie auch immer das heisst, haben wir die Spitalsituation noch im Griff und wenn man das abschafft, dann eskaliert alles und dann ist halt dann die Hölle los da. Oder? In dem Narrativ musst du glauben, dass, oder sagen wir jetzt mal eben, die Impfung ist gut, oder das ist eine Voraussetzung und wenn du geimpft bist, dann bist du eben immun, es ist eine richtig funktionierende Impfung und aber die, die es nicht genommen haben, die sind dann leicht gefährlich für dich und darum... Ja, was erstaunlich ist, etwa 90% der über 70-Jährigen oder 80-Jährigen sind ja geimpft. Der durchschnittliche Corona-Tod ist 86 und 90% durch Impfung langen das anscheinend nicht. Oder wie viel sind es? 80% über 70? Aber anscheinend langen das immer noch nicht genug geimpft. Aber es geben auch keine harten Kriterien durch und man kann sagen, dann hören wir mit allem auf. Und das wissen wir seit dem Anfang, seit eineinhalb Jahren, wissen wir, es ist noch nie eine Exit-Strategie, ein Exit-Szenario gebracht oder außer die, wenn wir geimpft haben, wenn alle geimpft sind, was wollen sie, dann hören wir auf, dann gibt es keinen Grund mehr. Und die, das war schon im April, oder? Ja. Genau, das war einfach gelogen. Ja. Oder man macht einfach weiter. Ich habe letztens etwas gelesen, ich weiß nicht mehr, ich glaube Australien war, wo ja wirklich das ganze Faktor, ich weiß nicht was, schlimmer ist als bei uns, muss man wirklich sagen. Und dort habe ich irgendetwas gelesen, dass dort jetzt anscheinend die Regierung gesagt hat, ja, es fehlen nur noch irgendwie, wirklich konkrete Zahl, 2 oder 3 Prozentpunkte mehr Geimpfte und dann können wir mit dem ganzen Ding aufhören. Dann habe ich gedacht, was ist denn das für eine Aussage? Also wüsste irgendjemand, wie sich das, die ganze Geschichte entwickelt in den Spitälern und weiss nicht was.
bei 73% oder bei 75%. Also wäre das relevant? Oder? Und in der Schweiz heisst es einfach, ja, wir haben noch nicht die Dänemark-Quote erreicht. Ja, wenn wir Dänemark hätten, 75%. Genau. Aber was er vergessen hat zu erwähnen ist, Schweden hat nur etwa 6% mehr gehabt, haben auch genau gleich geöffnet und die haben ja vorne schon fast ganz offen gehabt. Und jetzt würde ich sagen, 2-3 Wochen später, ist die Schweiz wahrscheinlich etwa auf dem Niveau von Schweden, aber das hat einfach ignoriert. Und zwar nicht nur vom Bundesrat, auf allen Medien, wird einfach totgeschwiegen. Dass es Bundesstaaten gibt, die gar nichts machen, einfach totgeschwiegen. Sie suchen sich einfach irgendeine Zahl, die passt. Ist klar, wenn wir jetzt sind, wo sind wir jetzt in der Schweiz? Bei 60% oder so? Doppelt geimpft. Minus, ja. Oder einfach geimpft, glaube ich. Ja, oder, ja okay, ja. Knapp 60%. Dann suchen sich halt eine Zahl, wo sie können ja nicht gerade sagen, wir brauchen 95%, das wäre ein bisschen ein Schock. Sucht man sich irgendein Land, wo es ein bisschen halb funktioniert, wo aber höher ist, und sagt man, okay, wir steuern jetzt 75% an. Aber ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, hey, bei 75% am nächsten Tag brechen wir ab mit dieser Übung. Das sagen sie ja dann auch nicht. Aber oder? Selbst sie können es ja versprechen, weil nachher kommt einfach die nächste Mutante umdecken. Oder? Und dann heisst es, ja, es wäre ja genug gewesen, aber die Lambda-Variante ist jetzt so gefährlich, dass wir zuerst den dritten Schuss haben müssen, bevor wir dann irgendwie können, dann vielleicht mal lockern. Das stimmt eigentlich, ist der Typ, der die Namen so findet im Sabbatical oder so, weil jetzt hat schon länger keine neue Varianten mehr gegeben. Ist auffallend. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, das ist wirklich auffallend, wie es ruhig ist. Und jetzt ist ja so, die Fallzahlen werden ja steigen. Es werden Leute an grippeähnlichen Atemwegserkrankungen sterben. Und dann müssen sie dann kombinieren mit einem neuen Namen. Ich glaube, die haben es wegen dem gemacht. Weil die Alpha-Variante, wo ist die hergekommen? Aus England. Und die Delta-Variante aus Indien, die hat ja nichts bewirkt. Also epidemiologisch in der Schweizer Statistik kannst du beides gar nicht feststellen. Also wenn du die Todeszahlen anschaust, die sind ja so flach, der ganze Sommer durch gewesen, von der Alpha bis zur Delta-Variante. Aber jetzt, ja. Aha, was natürlich auch dann schon wird Sinn machen ist, oder wenn es den Booster nicht können am Mann bringen, brauchst du ja wieder irgendein Argument, oder? Und offensichtlich ist ja dann wahrscheinlich, dass irgendetwas Neues kommt, was Upgrade potenziell kann verhindern kann, aber die Version 2 nicht. Was meint ihr, wie viele Leute von denen, die jetzt, sagen wir, mehr oder weniger freiwillig 2 Impfungen gemacht haben, wie viele Leute von denen gehen ohne gross zu murren für die dritte? Was spannend, würdet ihr sagen? Ein Drittel. Nur? Ja, nicht mehr. Es gibt eine spannende Umfrage, ich habe jetzt die Screenshots nicht da, aber für die dritte Impfung hat es, ich bin nicht mehr sicher, in 20 Minuten oder im Blick hat es eine Publikumsumfrage gehabt und da haben sie etwa 6 verschiedene Antworten gehabt, für ich will keine Impfung mehr und eine war, ich will die dritte Impfung. Und da hat es dann so ausgesehen, die Hauptantwort ist, ich will die dritte Impfung. Aber wenn man alle anderen Punkte zusammengezählt hat, hast du ein 2-Drittel-1-Drittel-Verhältnis gehabt. Und das ist, also ich bin... Also ich weiss von ganz vielen Leuten, die gesagt haben, ich lasse mich nie impfen. Und, aber ich, die haben es dann trotzdem gemacht. Ja. Aber jetzt, bei der dritten Impfung, habe ich wirklich das Gefühl, da werden viele nicht mehr mitmachen. Ja. Also ich hoffe auch, dass es unter 50% ist. Und ich hoffe auch, dass dann einerseits eben, dass es leicht aufgeht, so mit einem komischen Bauchgefühl, oder, dass die Leute ein vergessen haben, um drauf zu hören. Und andererseits, dass dann vielleicht doch mal 2-3 Leute mehr im Umkreis sind von Leuten, die sich breiter informieren und dann vielleicht mal Videos zeigen, was dann so potenziell alles drin ist oder was so könnte passieren, dass man sich einfach vielleicht mal 2-3 Gedanken macht. Oder dann merkt, hey, das hat ja das Ablaufdatum, eben mit, wenn ich es jetzt nicht mache, dann geht meine App nicht mehr und dann darf ich auch nicht mehr ins Restaurant essen oder dann noch andere Sachen und dass man dann vielleicht merkt, aha, eigentlich geht es um etwas ganz anderes. Sie wollen uns einfach bei den Stangen behalten, oder? Also ganz ehrlich, ich habe die Hoffnung ein bisschen verloren. Einfach, wenn ich jetzt die letzten 18 Monate zurückschaue, denkst, ich glaube, laufen. Die Leute, die jetzt das Zertifikat grün haben, wenn es dann im nächsten März oder ich weiß nicht was, das erste Mal dort bimmelt und heisst, sie sollten wieder antraben, dann haben sie sich schon ein halbes Jahr daran gewöhnt, dass sie die Auserwählten sind, die ins Restaurant rein und überall und in den Zoo und in die Bibliothek. Und dann sagen die, gehe ich halt nochmal. Meinst du, wie wenn jemand mal erste Klasse geflogen ist, dass der Status behalten und ja, ich bin jetzt ein Mensch von der ersten Klasse? Ja, nein, das ist einfach Gewohnheit, oder? Wenn du sagst, okay, ich habe ja schon mal auf mich genommen, den Stress und weiss nicht was, mach ich es halt nochmal, oder? Weil es ist ja dann, du kommst ja einen Reward über, oder? Du hast ja dann ein halbes Jahr, bist wieder, ja. Darfst wieder Geld ausgeben. Ich tue das gar nicht, ich tue das nicht verurteilen oder so, aber ich beobachte das einfach, ich sehe einfach, wie einfach bei den Leuten, ich habe das Gefühl, die Kritikfähigkeit oder überhaupt, der Wunsch zum Kritik sein überhaupt,
dass das mit jedem Tag abnimmt und es stumpft einfach ab und man gewöhnt sich einfach so daran, wie es jetzt ist. Und die sich daran gewöhnen, dass sie jetzt aktuell zu den Privilegierten gehören, zu der Oberschicht sozusagen, die werden das nicht einfach so aufgeben und sagen, so, jetzt werde ich Kritiker, nur weil es mich jetzt anschießt, dass ich nicht mehr Oberschicht bin. Die werden sich sagen, ich kann ja wieder Oberschicht sein. Ich sehe das Argument oder? Auf der anderen Seite, wo man sagt, wir hatten schon viele Leute, die nach ein paar Tagen umgehauen haben. Und die es nicht umgehauen haben, die kennen alle ein paar Leute. Doch das. Ich bin nicht sicher. Ja. Ich glaube, politisch wird es dann wirklich, also wenn wir jetzt das nochmal verlieren im November, was nicht ausgeschlossen ist, oder? Wenn es wieder mit den nächsten Impfrunden kommt, dann haben wir noch die Stopp-Impfpflicht-Kampagne am 20. Februar wahrscheinlich wird die abgestimmt. Und da ist ein super Pfeil im Köcher. Oder? Also wenn es wieder anfangen richtig blöd tun, es kommt ein paar Monate zu früh, selbst unser dritter Angriff auf den Totalitarismus. Aber ich denke, wir sind schon gut aufgestellt. Ich frage mich schon, weißt du, wie viel haben sie überlegt? Oder ich meine, das Ziel schlussendlich, oder im 15. sind zum Beispiel mal Mails geleakt von Fauci und Co., oder wo so der Wortlaut drin war, hey, eigentlich haben wir gewählt, dass sich die ganze Welt jedes Jahr dort Grippeimpfung gibt und der Neid war irgendwie zu wenig da bei den Leuten. Eben, vielleicht braucht es potenziell etwas, dass die Leute Neid erkennen. Was es war. Ja, der Sozialneid, oder? Nein, nicht der Neid auf Englisch. Das Bedürfnis. Das danke schön, die auch kein Deutsch können am Tisch, ja, dass die das Bedürfnis erkennen, was jetzt ja gegeben hat. Aber wie du gesagt hast, so nach 2, 3 oder 4 Jahren, ich weiß nicht, wie weit das sie überlegt haben, oder? Weil dann müssen die Fassade schon recht. Nach 2, 3 Jahren musst du die Fassade recht gut oben behalten, dass das immer noch da ist, oder das Bedürfnis. Ich glaube, es ist kein Problem, das jahrelang mache in Deutschland, oder? Aber in der Schweiz, mit der direkten Demokratie, mit Stricker-TV und anderen kritischen Medien, die doch mittlerweile Gewicht haben und Leute erreichen, da habe ich schon das Gefühl, dass in der Schweiz ist einfach nachlässigbar, oder? Die Schweiz könnte es ja durchgehen lassen, aber die paar Millionen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Schweiz, die Direktdemokratie, nicht Teil von der Strategie ist, Europa und weltweit. Da tun sie halt sagen, ja, nur, dann haben wir halt dort die paar Asterix und Obelixen, die halt dort ihre Insel sind. Und mit dem könnte ja die EU auch leben, denke ich. Der Bundesrat wird andere Wege finden, um uns zu plagen, auch ohne das Zertifikat. Und ja, ich bin darum für die Schweiz irgendwie ein bisschen optimistisch. Was hast du heute getrunken? Ja, eben. Nein, ich weiss nicht. Ich bin auch optimistisch, dass es immer wieder Vorstöße geben wird, was für mögliche Initiativen, Referenden etc. Das wird weitergehen in der Schweiz. Das wird nicht abstumpfen, dass irgendwann die Leute einfach sagen, es ist jetzt einfach so. Das glaube ich auch nicht. Aber ich traue einfach den Politikern, also ich habe ihn vorher schon nicht getraut und ich traue ihn jetzt noch viel weniger, dass egal was dann in diesen Gesetzes- und Verfassungstexten drinsteht, auch wenn es 52% von der Bevölkerung irgendetwas wollen, dass sie dann irgendeinen Trick finden und sagen, wir machen es, wir setzen es schon um, aber, und dann, die machen es schlussendlich gleich das, was sie wollen. Ich glaube, der Thierry Burkhardt ist ja der Chef von der Umme-Eier-Fraktion von der FDP, ehemalige Freiheitlich-Demokratische Partei, jetzt ist es ja nicht mehr da, jetzt sind sie faschistisch-despotisch. Der ist ein Fanclub, ja. Und, aber er, der Chef Umme-Eier Burkhardt, hat ja einerseits Ja gesagt für das Covid-Gesetz. Der findet das ganz eine geile Sache, wie seine Vorgängerin. Man fragt sich, dass die andere überhaupt zurücktreten ist, wenn der Nächste kommt, der genau das Gleiche macht. Aber das Zweite ist, auch er hat gesagt, dass jetzt vom Bundesrat Zeit ist, um eine Ausstiegsstrategie zu kommunizieren. Und in der Mittepartei hat es auch Leute gehabt, Exponenten, die sagen, es ist jetzt Zeit. Also jetzt merkt man schon, am Anfang haben wir niemanden hinter uns gehabt. Dann haben wir die junge SVP hinter uns gehabt. Jetzt haben wir die ganze SVP hinter uns. Und jetzt bröckelt es. Erstmal kommen es von links schon ein paar, zwar noch nicht Parteien, aber immerhin Sibylle Berg und ein paar andere, die doch ein gewisses Gewicht haben bei den Linken. Und jetzt bröckelt es auch schon in den Mittenparteien ein bisschen. Und das sind schon Sachen, die spannend sind. Eigentlich genau das, was du jetzt gesagt hast, oder? Jetzt, wenn es anfängt zu bröckeln und dort eben sogar eine FDP, wo für mich unwählbar wurde, dann ist plötzlich der Herzrennen kommt, ist für mich genau das Gleiche, wie das, was jetzt am Blick drinnen gestanden ist, dass jetzt plötzlich der Berset der Good Guy geworden ist.
Und zwar, dass die einen vielleicht gleich noch 2-3 IQ-Zahlen vorig haben, trotz Corona, und dann opportunistisch einfach erkennen, hey shit, dort läuft potenziell ein Trend an. Und vielleicht sage ich besser jetzt, dass ich auch für eine Exit-Strategie bin, komm, ich sag doch mal etwas. Wenn es dann googeln in einem Jahr, dann bin ich einer der Ersten gewesen, der gesagt hat, ich habe es schon immer gesagt, den meisten kaufe ich es ehrlich gesagt nicht ab. Klar, es ist gut für uns. Ich bin einer der ersten Unwählbaren, oder? Weil unwählbar bleiben, sind sie erst jetzt kippen. Das ist meine Meinung. Jetzt sind sie nur Opportunisten. Ja. Ich meine, jetzt die ersten SVPler, das sind noch Leute im Rückgrat, oder? Wie heisst er da, der allererste, der Birmin Schwender und so. Ja. Die hat wirklich einfach das Richtige gesagt und das Richtige gemacht. Und jetzt, aber es ist ja gleich, ob es aus Opportunismus wechselt. Ja. Hauptsache, sie wechselt. Ja, also ich glaube auch, dass das ein Grund ist für Politiker, vor allem, also ich unterstelle das denen jetzt einfach so, aber sie wollen ja wieder gewählt werden. Das ist ja, der Hauptgrund, warum sie überhaupt Politiker sind. Wenn sie würden sagen, ist mir gleich, ob, wenn ich 4 Jahre wieder weg bin, dann müsste ich die ganze Karriere nicht machen. Oder? Und wenn sie jetzt natürlich sehen, und ich glaube, das spüren sie schon auch, dass sie nicht mehr einen wahnsinnigen Rückhalt haben, nicht alle natürlich, aber das sagen wir, dass ein grosser, wie du gesagt hast, ein grosser Teil von der Bevölkerung wird langsam, hat langsam die Schnauze voll, sagen wir es mal so, aus den verschiedensten Gründen. Oder nicht nur, weil sie finden, die Massnahmen sind zu viel oder so, sondern einfach aus verschiedensten Gründen. Und wenn die Politiker das merken und sagen, hey, wenn es dumm geht und jetzt wirklich die SVP die einzige Partei ist, die jetzt noch ein halbes Jahr lang zum Beispiel Gegensteuer gibt gegen das andere und alle anderen sagen, nein, Massnahmen ja, dann kann es wirklich sein, dass bei einer nächsten Wahl die SVP plötzlich 40% Wähler hat, oder? Mhm. Und von dem haben sie natürlich Angst. Oder? Genau, wie schon in der linken Abstimmung, in der Umfrage, die auf linker Seite kommen, von Massenmedien, hat ja die SVP jetzt schon 2% plus. Und man kann davon ausgehen, dass es untertrieben ist, weil es ja ganz viele Linke haben, wo sich überhaupt nicht mehr vertreten fühlen durch die linken Parteien. Und wir sehen es auch in den Demos, oder? Die Leute, man sagt immer, man sagt jetzt so rechtsextrem, ich weiß sicher was, aber die allermeisten sind Öko-Links. Wenn ich jetzt sie müsste einstufen. Ja. Das sind Mütter, Grossmütter, das sind einfach. Einfach normale Leute, die das Herz am rechten Fleck haben. Und die das, haben wahrscheinlich einen guten Teil ist, links gewählt, weil sie gemeint haben, links sei sozial. Und jetzt erkennen sie, dass links asozial ist. Und werden, und da haben wir auch SVPler bestätigt. Sie werden so oft angesprochen und sagen, gestern hat man das, wie hat sie geheißen? Oh mein Gott, mein Spatzenhirn, die Tierärztin. Ich habe es gesehen, spannend. Genau. Sie hat es auch nicht in der Sendung gesagt, aber nachher. Das, oder hat sie in der Sendung gesagt, dass jemand zu ihr hingegangen ist und hat gedacht, dass ich mal einen SVP-Politiker in die Hand gebe? Hat sie das Sendung gesagt? Hat sie also Sendung gesagt, Aber das haben die Massenmedien super gemacht, oder? Mit «Die sind böse, die sind gut» und «20 Jahre schönes Image». Oder? Das Image ist meistens stärker als das, was dahinter kommt, bei der Musik und bei den Künstlern zum Teil auch. Ja. Und das haben sie super gemacht, oder? Dass die Leute 1-2 Jahre brauchen, bis sie merken, die Guten sind ja eigentlich jetzt gar nicht mehr so gut. Und die eigentlich immer gute Menschen gewesen sind, sind jetzt die am proaktivsten hetzen. Oder? Und irgendwie auch Hate Speech machen und irgendwie gut finden, dann irgendwie die armen Studenten einen Test selber zahlen und so, das kommt ja immer von links. Oder? Das ist jetzt zwar, Maria Elena Wegelin heisst sie. Ja, genau. Entschuldigung. Genau. Und ja, also eben, da muss ich schon sagen, da könnte der Druck jetzt schnell zunehmen. Die Wahlen sind zwar erst am 23. Der David Drachsel meint, das ist zu spät. Oder? Es wäre schön noch gewesen, es wäre ein Jahr früher. Ich bin nicht so sicher. Weil, wenn der ganze Mist endet, und dann wird immer mehr Shit vorkommen. Ja. Genau. Und dann wird es am Schluss dann noch gut sein, dass es noch ein Jahr länger gegangen ist bis zu den Wahlen. Für das habe ich eigentlich mal eine Idee gehabt für ein Projekt. Muss ich jetzt wieder aufpassen, wo ich mich rechtlich da rauslehne. Ich habe eigentlich mal gesagt, ich würde es mega cool finden. Ich sage jetzt das live. Vielleicht macht es irgendjemand anders, dann muss ich es nicht machen. Ich würde es cool finden, wenn es eine Webseite gibt mit ganz einfach Profilfotos oder von ganz vielen Leuten, die kannst Mouseover machen. Und wenn du aufgehst auf das Profilfoto, siehst du Namen, was das für eine Person ist. Und dann wird ich ein Archiv sehen von zum Beispiel Screenshots von Twitter, von Aussagen, die im Video gemacht worden sind, von Screenshots, weil nicht URLs, weil das kann alles gelöscht werden, wie wir wissen, sondern wirklich Beweismaterial, dass in 2 Jahren sich niemand rausschnurren und sagen, bin schon immer für einen Ausstieg gewesen, sondern nein, du kannst auf das Foto klicken bei dem CEO oder bei dem Parlamentarier oder bei wem auch immer und dann sehen wir 20 Mal, wo er auf Twitter gesagt hat, ich finde das gut und ihr sind alles Nazis und das müsste man eigentlich alles festhalten. Es gibt ja für Politiker, gibt es ja unwählbar.ch, was im Ansatz
es bereits gibt, aber was du dir verlangst, ist eine unglaubliche Fleissarbeit. Aber ich finde auch, man sollte all die Fotos finden, mit denen, all die Profilfotos, wo Leute Masken tragen. Das langt schon. Das langt eigentlich schon. Das genau. Schon, die ja. Leute, die ihre Profilfoto machen, weil sie Angst haben vor der eigenen Selfie-Kamera, dass die eigene ja. Selfie-Kamera sich infizieren oder umgekehrt. Die Leute, die sogenannten die Tugendwächter, die Taliban vom Corona-Wahnsinn, die sollte man wirklich können irgendwie, also an Pranger stellen nicht, aber einfach, man sollte es erkennen können, damit man weiss, wo man will posten will, in welches Restaurant das man will gehen, wo man will sein Auto in die Reparatur bringen und welchen Politiker das man will wählen. Aber ja, der Punkt ist einfach, die Leute vergessen schnell in dieser Informationsflut. Das ist leider schon ein bisschen so. Und eben genauso bei CEOs, oder wenn plötzlich irgendeiner wechselt, es gibt keine Ahnung, irgendeine Reorg oder so, auch bei den Politikern, irgendein neues Amt. Und die Leute vergessen dann gewisse Sachen eben doch recht schnell. Und ich würde es cool finden. Und das wäre machbar, weißt und irgendwie 50 oder 100 Leute hast und von denen gibt es mittlerweile mehr als genug, die sagen, ich übernehme diese Firma oder ich übernehme die Partei und das würde dokumentieren. Ich würde das schon nicht so schlecht finden und ich finde, es sind zwei verschiedene Stufen, ob du eine Maske hast und ein Selfie hast oder ob du dich proaktiv für 3 ja. und für 2G einsetzt. Aber eben, da ist es so klar, eine riesige Fleissarbeit, aber du hast recht, wenn Aktivisten wissen, was machen, das wäre es, oder? Das wirklich zusammentragen, all die bekannten Gesichter, die irgendwie einen Einfluss haben, dass man einfach weiss, da bei unwählbar.ch sieht man es ja, da sind die meisten, haben ihre Sieg schon bekommen. Mega. Das sind wirklich die meisten SVPler, die verschont geblieben sind, aber das können nicht alle. Ich sage jetzt keinen Namen. Ich meine eben, wer ist da der Gesundheitsmensch von Graubünden, wo am Tag später, wo der Bärsee... also wo man das Zertifikat eingeführt hat, hat der am Tag später schon gesagt, ja, wir sind schon prüfen für 2G. Genau. Wie mit ÖV und überhaupt. Ich meine, so jemand, und ich hoffe, los gerade zu, also da musst du wirklich einen psychischen, gröberen Schaden haben, weil da musst du wirklich so Freude daran haben, irgendwie zu, um den Leuten irgendwie eins reinwischen. Und so etwas muss einfach dokumentiert sein. Und was mich später dann wirklich mal bewundern ist, man muss wirklich von Psychologen und von Psychiatern ein Assessment geben, was die Leute genau denken. Das wäre wirklich spannend, das Profil zu sehen. Weißt du, wenn du ein Befürworter bist mit ja, 3G, ja, 2G, ja, 1G, ja, und ja, ich finde, ich muss den Test selber zahlen. Das wäre wirklich interessant zu schauen, hey, vielleicht zukünftig, bevor irgendwie Politiker ins Parlament gewählt werden, müsstet ihr vielleicht ein Assessment machen, psychologisch. Weil ich meine, kannst du nicht machen, das ist Demokratie, gell? Man darf Psychopathen in die Regierung wählen, das ist Wahlfreiheit. Aber, ja, ja. Aber dem liegt vielleicht ein Problem, das wir haben. Gell? Ja. Ja gut, es ist natürlich nicht gut, wenn Ärzte vorausscheiden, die die Wahl antreten, das geht eben. Auch nicht. Oder? Dann hast du eine staatliche Stelle, die auswählt, wer für den Staat arbeiten darf, das ist mega, das kommt gut. Ja. Nein, aber das ist schon wahr. Das ist eine riesige Fleissarbeit, die vielleicht die Aufarbeitung dann nochmal nötig wird, dass man all diese Leute. Man muss unterscheiden, es sind die Leute, die einfach mitgelaufen sind. Die sind auch unwählbar, aber immer, also die Politiker. Aber es ist noch ein qualitativer Unterschied, ob sie angeheizt haben oder einfach nur mitgeschwommen sind. Roger Federer zum Beispiel, der schwimmt ja einfach mit. Ja. Ich habe dann nie etwas gehört sagen, was schade ist. Oder? Ich muss sagen, ich bin ja. Welcher Schweizer ist nicht Federer-Fan, oder? Aber jetzt mit dem Djokovic, wenn er steht und sagt, mein Impfstatus geht niemandem Scheiß an, oder? Und wirklich deutlich mobil macht und die Sachen sagt, ich muss sagen, ich habe heute geschrieben, ich bin langsam Djokovic-Fan. Und der ist wirklich ein Sympath, finde ich. Der ist ja immer so ein bisschen verbissen und ein bisschen komisch und so. Mhm. Aber jetzt ist er vegan, jetzt ist er für die Impfung geradlinig. Muss nicht seiner Meinung sein, aber er ist immerhin ein geradliniger Typ, der sagt, was er denkt und wahrscheinlich auch auf Kosten von Sponsorengeldern. Da geht bei ihm wahrscheinlich um Millionen, so eine Aussage. Aber weißt du, wie kann das sein, wenn du anders stehst und sagst, es geht niemand etwas an, was rechtlich ja sogar 100% legitim ist? Wie kann das sein, dass du dann einen Sponsor verlierst? Also, wo sind wir gelandet? Ja. Oder? Wie kann das sein? Und da bin ich von einem Federer massiv enttäuscht, wie von allen anderen grossen Namen auch. Ich glaube, der Djokovic, der ist pseudo-geimpft. Das ist meine Behauptung. Der hat doch so viel Geld und so viele Connections, der kennt so viele Ärzte. Irgendjemand wird ihm schreiben, er ist geimpft und er ist es gar nicht. Und damit er nicht mehr lügen, sagt er einfach, ich rede nicht mehr über den Impfstatus. Mm. Das ist meine nicht falsifizierbare Aussage. Das ist naheliegend. Aber bist du von einem Federer nicht enttäuscht, dass zum Beispiel so etwas... Klar, der muss sich auch nicht weit aus dem Fenster lernen, aber so etwas zum einfach sagen, hey, schaut, das ist jedem seine Sache. Punkt. Da musst du gar nicht weitergehen. Und so etwas kannst du auch als Federer sagen. Weißt, ihm geht es um zig Millionen. Wann hat der Federer... Erstens, wann hat er sich jemals zu irgendetwas Politischem oder irgendetwas gesellschaftlich Relevantem geäussert?
Nie. Und zweitens, wieso soll er das? Mhm. Finde ich nicht, dass er das muss. Ja, Finde ich nicht. Die Sache ist einfach, der Federer ist so gross, dass wenn er nur eine sanfte Ausnahme macht, der könnte es nicht canceln. Mm. Das ist wie ein Gölä im Quadrat, oder? Ja, aber er muss ja das nicht, oder? Und er könnte ja auch... Er muss es als Schweizer Bürger. Ja, aber er könnte als Schweizer Bürger auch sagen, ich finde das gut, was der Bundesrat macht. Und dann würdest du sagen, oh, der Federer! Ja, der ja, ist auch gut. Du wüsstest, was für ein Double das ist. Aber ist ja wahrscheinlich ja, okay. nicht. Das hat er schon lange schon etwas gesagt. Das glaube ich eben auch. Hätte er sich eine Kampagne einspannen lassen, hat er ja auch nicht, oder? Das ist auch ein Zeichen. Wer hat sich alles von den Berühmten nicht geäussert? Ja. Wer hat sich alles dort zu der Impfkampagne einspannen lassen? Und es sind nur Leute, die Angst haben vor der Bad Press. Man kann davon ausgehen, es sind ganz viele Leute, die anderer Meinung sind. Aber einfach ihre Karriere nicht opfern. Ja, ja, wenn du bis jetzt nichts gesagt hast als A oder B Promi, glaube ich auch, dass du tendenziell eher erkennt hast, dass irgendetwas komisch ist. Stell dir vor, der Federer käme aus und sagt, so, jetzt ist fertig mit dem Mumpitz. Das wäre so geil. Wie geil wäre das? Ah, ich eine Legende. Ja, geil, ja. 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 Und dann hätte er zwar ein kurzes Down- und Sponsorenabgang, aber in 2-3 Jahren wäre er noch der grössere Held. Corona-Porn. Der Roger Federer geht raus und sagt, Schluss mit dem Mumpitz. Du wirst Yoga absagen für das, oder? Genau, da war ich ja Demo zu viel gewesen. Ich habe es nicht abgesagt. Ja. Weil er ganz böse angegangen war an der Demo, dass ich nicht an die Demo in Wiel gegangen, weil gerade vor der Haustür ist. Aber wenn ich halt Yoga habe, habe ich Yoga. Ja. Also, und wir respektieren. Ja. Nein, oder eben, heute war ein Blick hin, dass was, der Jacobo wieder gegen den Riemann schiesst und so, oder? Dass ja, auch wieder das ein, ist so. Entschuldigung, ein SRF-Clown hast, der wahrscheinlich ein Telefon bekommt mit, hey, schau, wir haben da nochmal 5'000 Franken Budget, sag doch bitte mal etwas Böses. Wir müssen wieder mal gegen nicht. Den Riemann schiessen. Nein, ich glaube auch nicht. Der Jacobo hat noch Geld. Aber ich weiss von Jacobo, dass er gegenüber den Kritikern lange Zeit, also privat, glaube immer noch gut auskommt. Darum erstaunt mich jetzt, dass er jetzt wieder so Aussagen macht. Ist wieder der Peach Weber. Wie heisst der andere? Der Frei da, der untalentierte Millionärssöhnli da. Heisst der Frei? Der Patrick Frei. Genau, der unlustig Depressive. Oder er wirkt wenigstens so. Der ist ja voll auf der Peach Weber-Linie. Oder? Und auf der Mike Müller-Linie. Ein Jacobo hat sich nicht so stark geäußert, aber anscheinend jetzt doch. Hat er etwas verpasst? Ja, vielleicht, wenn in People-Section reingehst. Ich habe es zumindest heute Nachmittag kurz gesehen. Aber vielleicht haben sie es auch wieder ganz, ganz weit abgestuft, weil er ja, so unrelevant geworden ist. Jacobo stichelt gegen Rima. Nun macht sich Jacobo über seine Begründung lustig. Was ist eine Begründung? Wahrscheinlich ist er relativ sanft und dann wird es aufgejasset. Ja, ja. Wer jeden Tag für das Gute einsteht, auf seine Gesundheit achtet, seinen Nächsten mit Abstand und Mitgefühl begegnet, schützt sich mit dem Mitmenschen besser als jede Covid-Verschärfung. Und der zweite, Jacobo, wer sich nicht impfen lässt, ist ein Ignorant und leistet nicht seinen notwendigen Beitrag zur Überwindung dieser verdammten Pandemie. Ah, ich gut, das ist gesehen, aber das ist ja nicht eine direkte Kritik am Riemann, oder? Ja, aber ich finde es fast noch schlimmer, ehrlich gesagt. Moment, ganz kurz, genau. Ah, doch, da und doch. Marco, meinst du Respekt, Mitgefühl und Anstand der radikalen Massnahmengegner, die das Covid-Gesetz befürworten, beziehungsweise Ärzte und bedrohen? Hä? Ja, also der Jacobo ist also auch, der ist ein völlig verlorener Posten. Ja, der nimmt sich das Narrativ, dass jetzt von unserer Bewegung unglaublich viele Leute durch Ärzte bedrohen. Ich kenne keinen Arzt, der bedroht worden ist. Zumindest nicht über das Verbale raus. Ist das irgendwann mal ein Schlagzeilen? Ich habe gar nicht gehört von dem. Ja, dann bin ich aber auch bedroht von den Covid-Gesetz-Befürworter. Also. Das ist ja nichts. Und vor allem, das ist ja so ein intellektueller Kurzschluss, da der Rima sagt, er unterstellt dem Rima einfach, dass er es gut findet, wenn irgendwelche Leute bedroht werden. Das ist einfach eine Unterstellung. Und schaut da mein Bild wieder von meiner Küche. Unglaublich, ich kann da drauf drucken. Kommst du für das Geld über für deine Küche? Nein, ich habe noch nie etwas bekommen vom Ringier. Der stillt einfach, weil er hat zu wenig Millionen vom Bund bekommen. Da muss man jetzt im Stricker-TV abgreifen. Wir haben zu wenig angestellt. Was sagt er denn da? Das Ton können wir nicht. Weil sie das Gefühl haben, ja, zur Sicherheit hat man als Stand-up-Comedian Sponsoren. Ja, du hast Präsentatoren und so Zeugs, oder? So Banken und Versicherungen. Ja. Dann müssen die einfach sagen, zum Schutz von ihren Kunden. Und dann denke ich, das ist okay, gut. Und du musst natürlich sehen, wenn du dich als öffentliche Person aus dem Fenster lehnst, dann hat das natürlich Nachteile. Das ist auch okay. Sehen wir, Blicklogo hinter meinem Video.
Unfassbar. Motherfuckers. Das ist zu viel, oder? Ja, ich komme auch kein Geld über. Kein Stutz, oder? Blick TV. Du musst ja einklagen. Hast du gewusst, dass du für Blick TV arbeitest? Hast du ja, nicht genau, gewusst, unglaublich. Vielleicht haben sie mir noch nicht gewusst. Ja, genau. Du hast schon gedacht, das komische rote Logo da an der Tür. Das sind alles dumme Ficker. Wirklich, das sind so Blickschleppe am Tesla. Ja, genau. Schon zu viel. Aber du hast ja schon ein paar Mal thematisiert, aber die reagieren nicht. Nein, das ist egal. Das ist dann egal. Aber ich könnte ja klagen und würde gewinnen, aber dann würde ich eins unter dem Strich. Und Michael Ringe würde das einen Scheiß kümmern, dass seine Anwalt. Seine Anwaltsflotte. Ja, es ist ja Werbung für dich, man sieht dich ja und... Ich glaube, aber Quelle gebe ich es ja nicht an, siehst du? Ich habe da noch keinen Strick, man sieht so viel T-Shirt. Du hast ein T-Shirt da, das ist ja, aber eben, aber trotzdem, es ist natürlich schon uhrenlausig, ja, das sollte man eine Quelle nennen. Unterdessen, glaube ich, bist du bekannt genug, dass jeder, der das anschaut, wo es interessiert, wird herausfinden, wo das gemacht worden ist und wer das war. Vielleicht, ja. Also, aber also ja, sagen, trotzdem, es ist trotzdem eine Sauerei. Der Ringe hat ein 7-minütiges Video über mich gemacht und meine Zuschauer, meine Abonnentenzahlen auf YouTube haben sich nicht spürbar verändert. Ich habe meine 30 bis 50 Anmeldungen wieder am anderen Tag. Völlig stabil. Das ist etwas, was ich glaube, dass ganz viele Leute, das habe ich schon ein paar Mal thematisiert, die Wirkung der Massenmedien total überschätzen. Mm, ja, ja. Das ist gar nicht so wichtig, was die schreiben. Die Leute, wenn sie irgendwie kommen, haben sie das Gefühl, die Welt geht unter und sie geht nicht unter. Nein, geht ich glaube, das ist ein anderes Phänomen, dass die Leute, wo sie erreichen und wo sie wirklich erreichen, im Sinne von fast manipulieren oder sogar ganz manipulieren, dass sie nicht die Leute, die dann nachher zu dir kommen. Mhm. Also ich sage es jetzt mal aus meinem Umfeld, zum Beispiel in meiner Nachbarschaft, hat es viele Leute, die Blick lesen oder sagen wir Blick online lesen. Und da wird alles am Abend rezitiert. Eins zu eins. Weil es meinen, die Blick sei Zeitung? Oder? Ja, weil es einfach in grossen Buchstaben dort steht. Da kann ich sicher sein, wenn ich am Morgen selber über irgendeine Schlagzeile stolpere, spätestens wenn ich am Tag drauf oder am gleichen Abend noch mit dem Nachbarn über irgendetwas rede, dann heisst es, hast du gesehen das? Und dann kommt das rezitiert. Oder? Ich glaube trotzdem, dass die Politiker und andere Leute viel zu fest Wert darauf legen, was der Blick schreibt. Ja, das ist schon wichtig. Ja, das ist schon wichtig. In einer Woche interessiert es niemand mehr. Nein, natürlich nicht. Aber aktuell. Die können natürlich schon. Also ich glaube, wenn die würden zwei Wochen lang schreiben, es ist vorbei, die Pandemie ist erledigt, auf der ganzen Welt stirbt niemand mehr, es ist durch. Da habe ich eine interessante These. Ich glaube, dass dann immer noch 10, sagen wir mal, irgendetwas zwischen 10% und 30% der Leute von dem Covidian-Cult immer noch daran würden festhalten. Natürlich. Und die würden dann behaupten, der Blick sei Nazi und rechtsextrem geworden. Und der Blick sei jetzt Verschwörungstheorie und das stimmt nicht. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die dann immer noch dem Narrativ würden festhalten, weil sie nicht ohne das können leben können. Ja, sicher. Ich sage nicht, dass dann in zwei Wochen alles vorbei wäre. Aber es müsste dann eigentlich so sein, oder? Würden wieder anders denken. Das sicher müsste so nicht sein, weil das die Religion ist und dann sagt der Gott, das ist fertig und dann müssten eigentlich alle sagen, es ist gut, Gott, das ist fertig. Aber ich glaube, ganz viele können dann gar nicht damit umgehen oder wie sie jetzt schon nicht damit können umgehen können und die würden dann einfach sagen, oh nein, jetzt ist der Blick auch böse geworden, jetzt ist der Stricker hat den Blick gekauft und jetzt ist der auch böse und wir glauben das nicht und es muss weitergehen. Ich trage jetzt weiterhin meine Maske, weil ich fühle mich gut dabei. Also ich habe gelesen, wie Kinder an Orten, wo die Maskenpflicht abgeschafft worden ist, dass die Angst haben, in die Schule zu gehen, weil sie Angst haben, krank zu werden. Das ist jetzt, ja. Wenn die Pandemie so lange dauert, dann hat der Ioannidis auch wie Servus TV gesagt, man kann gar nicht anders, als die Pandemie langsam zurückzufahren. Weil Panik wird zu gross. Wir sagen, von heute auf morgen hören wir mit allem auf. Wobei Dänemark beweist es ja, die haben von heute auf morgen eigentlich alles aufgehört. Und es passiert ja gleich viel wie bei uns. Also nichts. Ja, ich glaube einfach, eben, ich meine, es müsste jetzt natürlich so ein hypothetischer Fall, es müsste jetzt nicht nur der Blick sein, es müsste natürlich auch noch SRF sein, ja, und ja, alles. Mainstream einfach der ganze Mainstream, wenn die jetzt würden, ja, natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, aber das würde sukzessive langsam oben runterfahren, klar, was wir hoffen. Ja. Dann sind die Leute, die jetzt sich anderthalb Jahre lang dort orientiert haben, die werden dann in einem halben Jahr werden die normalisiert. Dann würden die ja sagen, ja, es ist jetzt ja vorbei, oder? Man wird einfach müssen eine Geschichte präsentieren, dass die Leute, die jetzt immer am Blick geglaubt haben, weiterhin einen Blick glauben. Sie werden müssen sagen, die Impfquote ist erreicht. Ja, natürlich. Jetzt die Variante haben wir im Griff. Und die siebte Impfung hat wirklich genützt. Bundesrat. Das ist eigentlich meine einzige Hoffnung, dass das Ding wirklich irgendwann ausläuft und dann eben einfach so runtergefahren wird. Das wird nicht von einem Tag auf den anderen ausgerufen werden. Da wird nicht am Mittwochnachmittag der Bundesrat sitzen und sagen, so, es ist vorbei. Das wird nicht passieren, aber die werden das, meine Hoffnung, irgendwann einfach ausplemperen lassen. Das ist meine einzige Hoffnung. Der grosse Skandal neben dem ganzen menschlichen Leid, was passiert ist, ja, dass in Art, währenddem wir da über die scheiß Massnahmen diskutieren, über die Zertifikate und so, wird im Hintergrund ja werden Milliarden verteilt. Das ist wahrscheinlich der grosse Skandal. Und mir hat jemand gesagt, in meinem familiären Umfeld,
Schau, Dani, etwas ist ja ganz klar. Die wissen selber, dass das mit dem Virus endlos weitertreiben könnte. Irgendwann geht das einfach nicht mehr. Sie werden an das schon denken, sie werden die Umfragen anschauen, die werden Statistiken sehen, wo es wie geht. Und dann irgendwann werden sie das müssen zurückfahren und dann kommen sie mutmaßlich einfach mit dem Nächsten. Sei das eben Stromausfall, sei das Internet, das nicht mehr geht. Klima. Sei das Klima, dass man die Leute einschränken kann, die Flugräume teurer machen oder was auch immer. Dass dann halt Covid einfach wie eine erste Etappe ist für etwas, das viel länger dauert. Und gut, aber dann gehen wir davon aus, dass ein wahnsinniger Plan dahinter ist, was niemand kann ausschliessen, man kann es nicht beweisen, man kann es auch nicht ausschliessen. Und dass eben Covid dann wirklich nur eine Etappe ist und das nächste dann eigentlich schon vor der Tür steht. Eben der Schwer vom Stromausfall, Blackout, Internetkollaps, weiss nicht was, kein Wasser mehr, kein Strom mehr, Klima, weiss nicht was, Einschränkung. Aber dann muss man wirklich sagen, wenn man das sagt, dann nimmt man ja wirklich an, dass der Plan ist, Kontrollen auffahren. Also, vereinfacht gesagt, einfach aber, noch mehr Kontrolle. Für einen Stromausfall, weil ja, wenn man darüber reden, was das für Konsequenzen hätte, das unterschätzen die meisten Leute, oder? Wenn man dann alles nicht mehr kann, wenn man keinen Strom mehr hat. Das ist Horror. Genau. Aber den Stromausfall, den muss man gar nicht inszenieren, wenn man einfach anfängt, immer mehr Atomkraftwerke abschalten und den Stromverbrauch immer mehr aufkurbeln. Und dann hat die Schweiz jetzt noch das Problem mit dem Abkommen mit der EU in den trockenen Tüchern. Ist damit der Bundesrat bereits schon gesagt oder verlautbaren lassen, dass er dann da die Macht hätte, den Firmen die Stromproduktion zu verbieten. Zum Beispiel, dass man Sauna nicht mehr betreiben darf. Was ja auch Sinn machen würde, dass man jetzt die Saunas nicht mehr betreiben würde, bevor wir in einem Strom-Lockdown sind. Oder? Aber wenn ich sagen ist, man muss gar nicht die Leute inszenieren, der Stromausfall, der kann einfach passieren. Wenn wir nur Windrädchen haben und nur Sonnenenergie, dann wird es so weit kommen. Was sind die Linken wollen, oder? Aber können wir ganz kurz, bevor wir zum zweiten Stufe-Dings gehen von dem ganzen Plan, was sind so eure oder vielleicht bei dir zuerst, was ist so deine Prognose, was in den nächsten Monaten so ein bisschen passieren wird, weil es wird ja zuerst noch ein bisschen schlimmer, bevor es besser wird. Es wird sicher ein düsterer Winter und jetzt zwar nicht nur wegen dem Wetter, sondern eben auch sonst. Was denkst du, was wird passieren? Also mal erstens, weil jetzt der Winter kommt, das ist ja klar, dass dann die Zahlen wieder werden aufgehen, welche auch immer Zahlen, dass das sind, Influenza, Corona, was auch immer, Zahlen steigen im Winter. Und das wird automatisch dann nochmal eine Verschärfung geben. Dann werden wir jetzt die nächsten paar Monate hören oder ein paar Wochen, die Impfquote ist einfach zu tief. Dann sind wahrscheinlich auch noch die geschuld, die die dritte Dosis nicht nehmen. Die sind dann auch noch geschuld, sind wahrscheinlich auch noch dann plötzlich die Bösen, oder? Und durch das wird es nach meiner Prognose der Winterthur nochmal richtig scheiße werden. Das heisst, ich sehe sogar schon 2G am Horizont. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das für gewisse Sachen wird kommen. Einfach weil es im Ausland so wahnsinnig gut funktioniert hat. Ich kenne kein Land, das gut funktioniert hat, aber man sagt einfach, 2G ist noch viel besser als 3G. 3G ist schon mega gegen das Virus und 2G ist der Killer für das Virus. Also macht man im Winter noch ein bisschen 2G und dann, wenn es auf den Frühling angeht, wird man wieder 3G machen und dann wird man das Zertifikat wieder ein bisschen runterfahren und so. Aber also für den Winter sehe ich wirklich schwarz. Denkst du, dass auf ÖV und sogar auf Läden wie Migros und Coop auch werden versuchen zu erweitern? Das glaube ich in der Schweiz ganz ehrlich gesagt nicht. Das glaube ich nicht. Ich weiss nicht warum, aber ich habe so das Gefühl, dass das nicht wird passieren. So etwas finde ich spannend, oder? Da würde ich wirklich gerne auf jeden Parlamentarier aber wissen, wer so etwas befürwortet. Weil für mich, also wie du gesagt hast, klar, die müssen gewählt werden, aber für mich, das sind psychisch kranke Menschen, ich muss es immer wieder sagen. Wie kann man, also es muss wirklich irgendjemand kommen und da kann man noch richtig viel Geld auf den Tisch legen, um ein Wett abschliessen. Es soll mir irgendjemand erklären, was jetzt 2G bringt. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt das würden weiter in unseren Coops und Migros, dass nicht mehr Lebensmittel holen kannst. Also, Lebensmittel wird man nie verbieten, also nie. Nicht in absehbarer Zeit, weil da wird man zuerst mal anfangen, die normalen Läden, Kleiderläden und so schliessen. Mm. Einfach alles, wie irgendwie Spass macht. Wie während dem Lockdown. Alles, wie irgendwie Spass macht, verbieten. Und dazu gehört nach Shopping. Hast du einen rationalen Grund für das? Wo du kannst sagen, ja, aus ihrer Perspektive, weil wenn wir als Schweizer, oder wir sind ja so kommunikativ, weil wenn wir jetzt in die Jelmole reinlaufen, dann quatschen wir immer noch 50 neue Leute an und dann kannst du dich anstecken. Genau, und ich gebe auch so schöne Frauen und Zungenkuss auf dem Weg. Und darum wenn wir das einführen. Gibt es irgendeinen rationalen Grund? Machtgelüste, Sadismus.
aber also jetzt ganz im Ernst. Das ist rational. Wenn ich mich in die andere Position mit Empathie hineinversetze, ich finde keinen rationalen Grund. Ja, sie sagen, der kann sich 2 Stunden später anstecken und eine Zeitbombe sein. Ja, der Testete überlastet ja, der Ungeimpfte, sprich der Testete, überlastet ja das Gesundheitssystem. Sind wir wieder dort, das ist das Hauptargument momentan. Ja, das heisst, die Ungeimpften muss man von jeglichem Kontakt mit dem Virus ausschliessen, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Ja. Das ist die Argumentation. Ja. Ist ihrer Logik Teil, kann man sagen, ja, vielleicht macht es irgendwie Sinn, aber wenn man die Gesamtsituation anschaut, ist es natürlich völlig birrenweichend. Ich möchte schnell eine Anekdote erzählen. Ich war am Wochenende in Deutschland. Deutschland ist verloren, also ich muss es so sagen. Mhm. Aus meiner Sicht, Deutschland ist wirklich... Nazi 2.0. Ja, hast jetzt du gesagt. Es ist wirklich ganz schlimm. Mehrmals, ich war mit einem Kollegen, der einen Maskenattest hat. Und mehrmals, eigentlich überall, wo wir reingelaufen sind, sprich auf der Autobahnraststätte, im Hotel, im Restaurant, egal wo es ist, der erste Satz, also bevor guten Tag oder hallo oder schön, dass Sie hier sind im Hotel, wo du Geld liegen lässt, kommt das erst Maske! Das ist der erste Satz, du bist noch nicht mal durch die Drehtür rein im Hotel, Maske! Das ist Wahnsinn. Und dann, und das ist eigentlich noch, das kennen wir ja alle, Maskenabstand kennen wir, aber das steht immer noch Vollgas. Also ist in der Schweiz ja schon nicht mehr ganz so krass, muss man sagen. Aber was noch viel schlimmer war, ich habe mal 2G erfahren und ich möchte einfach allen, die in dieser Situation sind, dass sie jetzt das Zertifikat nicht haben, einfach mal auf die nächsten 6-12 Monate raus sagen, wenn 2G kommt, das ist richtig, richtig scheiße. Wir haben Hunger gehabt, wir wollten gut Nacht essen. Und wir laufen, das ist eine kleine Grossstadt, wie sie es in Deutschland so schön sagen, mit etwa 250'000 Einwohnern. Sind in die Altstadt, dort eine Pizzeria nach der anderen und so. Und wir wollten dort kurz Nacht essen. Kommst du nicht rein? Mit dem Test, ich habe einen Test gemacht, ich stehe dazu, ich habe einen Test gemacht, ich habe einen Job gehabt dort. Mit dem Test gekommen, so gesagt, da, eidgenössisches Covid-Zertifikat, haben sie noch gelacht, oder? Und gesagt, ja, geimpft oder genesen? Und gesagt, nein, getestet. Raus. Und dann gehst du raus und dann stehst du auf der Straße und dann merkst, hey Scheiße, ich kann nichts Nacht essen. Die Läden sind zu, das Restaurant lässt mich nicht rein. Jetzt muss ich ins Hotelzimmer sitzen, ein Pizza Express anrufen und hoffen, dass einer kommt. Oder? Dann sind wir wieder dort. Und dann merkst du plötzlich, die stellen dich auf die Straße raus. Die stellen dich einfach auf die Straße raus. Alles im Namen von der Gesundheit. Und dann habe ich aber den einen habe ich dann gefragt, der dann rausgekommen ist und uns wirklich rausbuxiert hat. Dann habe ich gesagt, ist das ein Gesetz oder was ist das genau? Dann hat sie gesagt, nein, es ist in dieser Stadt, jetzt ist ja glaube ich von Land, Bundesland zu Bundesland genau. Unterschiedlich, oder sogar glaube ich, von Stadt zu Stadt unterschiedlich in Deutschland. Dann hat sie gesagt, nein, das sei nicht ein Gesetz. Aber der Wirt, also der Betreiber von diesem Restaurant, macht das einfach so. Das sei seine Entscheidung. Wie krank muss man noch sein. Unglaublich. Ja, da kannst du nichts mehr sagen. Da läufst du einfach fort und denkst irgendwie, soll ich ins Auto einsteigen und wieder heimfahren, oder? Also, es ist wirklich, es ist ein Horrortrip gewesen. Also wirklich also, Horror. Ich bin überzeugt, wenn am 28. November ein Ja kommt, dann kommt das sowieso. Und auch wenn es Nein kommt, können sie glaube ich, noch bis im März Spiele weitermachen. Und ich glaube etc., dass sie dann schon vorher sagen, okay, wir brechen die Übung ab. Mal. Und auf jeden Fall, dass mit 2G, denke ich 100%, das wird sicher kommen. ÖV bin ich ziemlich sicher. Und ich glaube auch, dass mindestens die ein oder andere Zeitung, und welche wissen wir mittlerweile, wird schreiben, man sei am Diskutieren, ob man es auf die Läden erweitern soll. Weil wenn sie das schreiben, 2-3 Mal, in einem Blick und in den 20 Minuten, nein, das längert schon wieder, das zwei, ja, nein, aber wenn es nicht kommt, das längert schon wieder, dass sich vielleicht ein paar Hundert oder ein paar Tausend impfen lassen. Oder? Und sie haben da schon wieder so und so viele Dosen gekauft, die müssen loswerden also, und den ganzen Plan dahinter müssen wir gar nicht diskutieren. Wenn wir die Abstimmung gewinnen und 28. November mehr Nein gibt, dann würde ich prognostizieren, dass der Bundesrat nicht sofort aufhört, er wird das Gesicht nicht verlieren, aber es hat ja mal terminiert bis auf den 24. Januar oder wenn. Und ich kann mir vorstellen, dass er wirklich das einfach auströpfen lässt und sagt, nein, das machen wir jetzt noch, ist im Rahmen und dann wird das verkeilen lassen. So quasi wie als Trotzreaktion, wir haben immer noch das Sagen da. Ich glaube nicht, dass es sofort fällt, aber ich glaube auch nicht, dass es bis am Ende März, ich glaube bis am 20. März dürfte es weiterziehen. Da glaube ich nicht, dass es machen würde. Wahlmanipulation, was sagen Sie zu dem? Aber sag es mal so, ist es 100% ausschliessbar? Nein. Nein, aber sicher nicht.
Aber wir sind nicht in Amerika. Wir sind nicht in. Man muss aufpassen, auf YouTube. Sobald 12 bis, darf nicht mehr darüber reden. Aber ich würde sagen, es gibt eine Möglichkeit. Und das ist theoretisch, ist nicht bereit. Aber Post hat natürlich die Möglichkeit, die Briefwahlen die jetzt zu leuchten, nach Ja und Nein und dann die entsprechenden Nein aussortieren. Ah. Was ich für unmöglich halte, ist, dass man es auf Gemeindesebene macht, wo man ja freiwillige Stimmenzähler hat und ja. So. Weil wenn selbst wenn sich 3 oder 5 Stimmenzähler würden verschwören, dann hast du die eine Gemeinde irgendwie 80% Ja und in allen umgebenden Gemeinden hast du irgendwie 40% Ja, dann ist das komisch und dann ist das dubios. Und darum glaube ich nicht. Ich glaube in der Schweiz, man kann mich naiv nennen, ich glaube nicht an Wahlbetrug. Haben wir nicht 3-4 Kantone, die digital können abstimmen können, habe ich gemeint. Ich bin dort nicht up to date, da habe ich 3-4 Sachen gehört, weil sobald es digital ist, wird es natürlich einfacher. Ich kann es nur mal in den Raum reinwerfen, das sind alles Sachen. Ich finde, dort ist es einfach immer viel zu einfach, wenn jedes Mal kommt, oh, Verschwörungstheorie, weil der Punkt ist, beweist man das Gegenteil. Und ich sage nicht, dass es so ist, aber der Punkt ist... Nein, absolut, aber ich kann einfach nichts mehr ausschliessen. Und ganz ehrlich, wenn jetzt das zum Beispiel mit 55% nochmal angenommen wird, oder vielleicht sogar noch mit mehr, ich kann das einfach nicht mehr glauben. Ich glaube, jetzt sind einfach zu wenige Argumente da. Weil Gelder sind größtenteils geflossen. Wenn wir jetzt gar keine Nein-Stimmen macht das diesbezüglich wegen der Finanzen keinen Unterschied. Keine Sekunde glaube ich, dass wir jetzt nur 35% Nein-Stimmen haben, wie er aus Sotomayor oder so gegeben hat. Da kannst du jetzt völlig in die Pfeife rauchen. Das stimmt niemals. Dass wir weniger Zustimmung, also weniger Unterstützung haben als vor einem halben Jahr. Das ist jetzt also wirklich auszuschliessen. Ja. Aber ich würde sagen, es wird wirklich spannende Abstimmung. Und es kann in beide Seiten gehen. Mhm. Ja, absolut. Also ich weiß nicht, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wo wir stehen, ehrlich gesagt. Wenn ich mit meinem Umfeld rede, ich höre so viele verwirrende, wirklich verwirrende Aussagen, auch von Leuten, die jetzt monatelang eigentlich auf unserer Seite gewesen sind, wo plötzlich einfach irgendwie, also die sagen das nicht, ich finde die Massnahme lässig, aber die sagen einfach, ich weiß nicht mehr, was ich soll denken. Es kommt das, dann höre ich wieder das, dann höre ich wieder das. Mhm. Ich mache jetzt glaube einfach was sagen, weil ich mag gar nicht mehr da mich mit dem ganzen Kampf auseinandersetzen. Und darum ist die Plakatkampagne so wichtig. Haben Sie auch schon gesehen, Plakate? Ich sehe es überall. Also fürs Nein, meinst du? Ja, fürs Nein. Ja. Ich habe außer auf Social Media noch gar nichts gesehen. Für das hast du keine Augen, wie du in den Tesla-Display hineinschaust. Stimmt, ich schlafe immer mit dem Autopilot. Aber, genau. Aber... Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man überall die Plakate sieht, damit die Öffentlichkeit merkt, das ist eine legitime Meinung. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt der Plakatkampagne, dass man sieht, es ist eine legitime, öffentliche Meinung, dass man darf einfach sagen, nein zu dem Bullshit. Und aber, darum ist das extrem wichtig. Aber ich finde, also ich habe nur mal vor einem Monat oder so ein paar Plakate eben auf Social Media gesehen. Das sind so. Okay. Okay, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich habe das gerade letzte Mal mit jemandem diskutiert. Das ist eine Verschwörung, das stimmt doch alles nicht. Zertifikat nur mit. Moment, wisst ihr, das Zertifikat nur mit Dauerimpfen. Genau. Das ist schon recht ein komplizierter Satz, oder? Ja, ich weiss. Aber lass mal die findest du das nicht? Ich finde es keine gute Kampagne, ehrlich gesagt. Aber es ist doch besser, als wenn man keine hätte. Ja, sicher. Was hättest du besser gefunden? Oder was hättest du anders gemacht? Das grosse Problem, das man hat grundsätzlich, ist, dass es eine Nein-Kampagne ist. Und du kannst darum nicht positiv formulieren. Freiheit, ja. Oder ja, genau. Nicht, oder? Freiheit oder Solidarität oder so. Darum verstehe ich das schon, dass man es einfach macht, aber jetzt mit dem Daumen, mit dem Auge aussieht wie Schwarzfahren. Und da, wie Amerika, wie heisst der Big Sam, Uncle Sam da? Uncle Sam, ja. Irgendwie ist es einfach so flach. Ich finde es wirklich flach. Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch. Irgendwie. Und ich weiß ja genau, wie sehr das die Leute interessiert, dass sie diskriminieren. Das interessiert sie das jetzt interessiert auch nicht eben groß. Auch niemand, ja. Zertifikat noch mit Dauerimpfen, das finde ich halt am besten. Dass all die Leute, die geimpft sind, wissen, dass nur Countdown-Bürger sind, die bald auch wieder Untertanen sind, wenn ihr ein Zertifikat statt Bibim aber macht. Aber dann hätte man doch einfach auch nur... Wieso bringt man das Wort Zertifikat überhaupt noch rein? Man hätte doch einfach nur können sagen jedes Jahr impfen, nein. Das wäre doch die Aussage gewesen, oder? Und dann hätte vielleicht Zertifikat nur mit Dauerimpfen. Was ist Dauerimpfen? Ja, einmal pro Jahr, einmal pro 10 Jahre. Impfabo. Ja, na gut. Also, ja, ich sage nur, ich finde, es ist zu kompliziert. Ich finde es einfach irgendwie... Weißt du was? Am Schluss werden wir dann sehen, wie gut das die Kampagne nachgeschlagen hat. Und das Komitee, die Leute da, die da von Freunden der Verfassung
also der, der das leitet, die Kampagne, ist der von Goal. Ich glaube, ich hätte gar nicht dürfen sagen, aber ich schon mal gesagt, das ist der, der auch die SVP-Kampagne macht, die Schöfli-Geschichte. Ich meine, die sind ja nicht blöd, einerseits. Andererseits haben sie auch gesagt, dass sie denken, wir geben 45% Unterstützung im Moment. Meine Behauptung ist, wir haben im Moment über 50% Unterstützung. Ich glaube auch. Und die haben das nur gesagt, damit wir wirklich motiviert sind, zu stimmen gehen. Eben, aber das ist schon gefährlich. Wenn jetzt würdest du sagen, 60% ja. denken die meisten, cool, dann muss ich nicht mehr abstimmen. Genau. Darum ist es schon, ich glaube nicht, dass man 60%. Nein, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, wir sind an den 50 da. Und ich denke, ich habe mir etwas anderes überlegt. Was noch uns könnte in die Karten spielen, ist, dass viele Leute, die jetzt mehr oder weniger okay sind mit dem Status quo, die finden, ja, okay, ich habe jetzt das Zertifikat, aus welchen Gründen auch immer, es ist okay. Das Leben geht weiter, ist alles nicht so schlimm. Für die ist es ja nicht schlimm, die haben das freie Leben. Eben, und für die haben gar keine Motivation, um jetzt Ja sagen, weil es ist ja schon installiert, oder? Die müssen mit dem Ja ihr Leben bestätigen, oder? Und wenn die sich einfach sagen, ja, ich gehe jetzt sicher nicht einstimmen, ich finde es ja okay, dann müssen sie auch nicht zwungenermaßen Ja stimmen. Das haben wir heute Nachmittag besprochen mit dem Psychologen, dass ganz klar ist, dass wir natürlich so gut mobilisieren, wie es nur geht. Weil wir haben einen Leidensdruck, wir wollen das nicht mehr. Während dem, bei der anderen Seite ist ja schon die 10% also die Freidenker Volltrottel oder so. Oder irgendwelche, also die Arschlöcher von der Unterdrückung, von den Freidenker zum Beispiel. Die werden auch gehen, die Twitterati Arschlöcher. Aber ganz viele Leute werden auch nicht gehen. Auch wenn es vielleicht für das Zertifikat sind, weil sie es nicht so schlimm findet. Genau, wenn der Leidensdruck so groß ist, dann stimmen sie vielleicht einfach nicht ab. Und darum müsste man eigentlich 60% schaffen, theoretisch, oder? Aber wir werden es sehen. Also ich frage mich wirklich, wie es dann die Pro-Kampagne, also die Ja-Kampagne, abgesehen davon, dass die Medien jetzt sagen, man kann nicht mehr reisen und so, aber sonst gibt es schon eine Ja-Kampagne, wo es wirklich irgendwie sagt, hey, das ist eben auch das Schöne. Wir eskalieren, wenn ihr nicht Ja sagt. Das ist eben auch das Schöne, weil du hast nichts zu gewinnen, wenn du auf dem Ja-Seite bist. Schau den Wasserfallen an, dass der will eine Zahnarztfrau werden, aber wegen seinem Ton auf der Zähne ist es nicht ganz gelangt. Da habe ich vor ein paar Tagen den Gacko gezogen in einem satirischen Beitrag. Der hat sich jetzt hier eingesetzt. Aber weißt du, mit welchem Argument? Wie kann man das mal nachschauen? Wasserfallen, Twitter. Das habe ich eine Frage, also, welche Mainstream-Stimmen. Ja, genau. Und das ist gerade in der Mitte. Das wäre es gerade dort. Also da. Schon da schauen, wie der argumentiert für das Zertifikat. Oder fürs Ja. Er erwähnt das gar nicht richtig. Er sagt Ja zur Ausweitung von Erwerbsersatz. Als wäre ein Linksextremer, oder? Oh, dann zu Kurzarbeitsentschädigung. Als wäre ein SPler. Zu Finanzhilfe, Sport und Kultur. Als wäre ein SP. Zur Befreiung von Quarantäne, als ob das ein Argument wäre. Okay. Zu Erleichterungen nach 3G-Regeln mit Zertifikat. Was? Da heisst also, er druckt sich um die Tatsache, dass Leute diskriminiert werden, als FDPler. Und zu Recht sagt nachher, da bin ich gerade unten dran, lustig. He? Habe ich da Likes bekommen? Ein paar haben bekommen, 86, immerhin. Genau, ich habe gesagt, Alex Bauer hat etwas Schönes geschrieben. Aber nach dem Schlamass mit illegalen Zertifikatskontrollen leider nein. Ein Überwachungsstaat kann ja nicht ernsthaft im Sinne des Freisinns sein. Oder? Das ist richtig. Und eben er da, wie ihr seht, er argumentiert so bierenweich. Oder? Ist er wirklich verlogen. Ist eine verlogene Argumentation. Aber eben, schauen die Leute hier will so, das ist so unglaublich. Aber seht ihr, dass seine Zähne sind ein Geld geraten? Du meinst, er hat gesagt, es wäre Zahnarztfrau geworden. Vielleicht sollte man sich auch nicht vor den Weissen Alpen fotografieren. Dann sieht es ein bisschen besser aus. Auf jeden Fall haben die den Gag gezogen. Sind ihr zu jung für das? Mit der Zahnarztfrau. Ich habe gemerkt, ich glaube, die meisten Leute haben den Witz gar nicht verstanden. In den alten Zahnpastenwerbungen hat nicht der Zahnarzt geredet, sondern Zahnarztfrau. Das war nicht eine Zahnärztin, das war die Zahnarztfrau. Und ich finde, vom Intellekt her würde Christian Wasserfall eine perfekte Zahnarztfrau. Nein, wenn er Zähne besser gepflegt hätte oder einen besseren Instagram-Filter verwendet. Das sind einfach scheiß Heuchler, Entschuldigung. Ja, das ist wirklich so niederträchtig, schäbig. Und das als FDPler. Aber das ist vielleicht wirklich, was er denkt. Und das finde ich jetzt auch. Aber die Frage, was wäre tragischer, oder? Ist es ein verlogener Scheißhüchler oder ist er so dumm, wie er aussieht? Und denkt wirklich, dass er dort steht. Weil dann musst du wirklich einfach dumm sein und dein Spektrum, wo du Informationen beziehst, muss irgendwie so klein sein wie die Informationsqualität vom Blick. Also, nein, kannst du es nicht anders erklären. So dumm ist er nicht. Er ist nicht dumm. Nein. Meine Kurzarbeitsentschädigung, dass er das vor das Zertifikat stellt, das ist ganz klar politisch motiviert, eiskalt. Er probiert es
positiv zu formulieren, dass wir dabei sind, die Schweiz in einem Medizinalrassismus versinken zu lassen. Und dass er da so umgeht. Der letzte Punkt hat wahrscheinlich am liebsten weggelassen, hat gefunden, ist doch zu viel, wenn man das auch nicht erwähnt. So kommt es einem doch vor, wenn man das durchliest. Also ich finde es einfach erschreckend, wenn man eben wir reden über ein angebliches Gesundheits- oder Krankheitszertifikat und seine Top 3 Punkte geht es nur darum, wie der Staat kann irgendwelche Leute, die wegen diesem scheiß Zertifikat kein Geld mehr verdienen kann, dann ihnen Geld schenken. Und der vierte Punkt wäre etwas, wenn man den ganzen Scheiß für Glauben, ja total gefährlich. Dass man keine Quarantäne mehr machen muss, wenn man doch weiss, dass Leute, die geimpft sind, ja dann immer noch, wir wissen ja, wir sagen nicht mehr. Was hat das mit dem Covid-Gesetz zu tun, dass es plötzlich keine Quarantäne mehr gibt? Das macht ich weiss nicht, das Covid-Gesetz ist ja jetzt in Kraft und es gibt ja gleich Quarantäne. Also, was hat das mit dem zu tun? Nein, geimpft, wir gehen wieder in Quarantäne. Ja, aber das hat doch mit dem Covid-Gesetz nichts zu tun. Ich glaube, wenn du vom Ausland zurück in die Schweiz kommst, ja, genau. dann musst du, wenn du kein Zertifikat hast, musst du dich testen. Ja, und ohne positiv... das Covid-Gesetz hast du auch keine Quarantäne. Also hat zur Befreiung von Quarantäne brauchen wir das Covid-Gesetz. Ja, das ist ja jetzt aktiv. Ja, eben. Und ohne das Covid-Gesetz hätten wir ja auch keine Quarantäne, oder? Aha, das stimmt. Also, ja, genau. Sorry. Ja. Also außer ich mache jetzt einen Überlegungsfehler. Ja. Wobei, dann gilt doch einfach der zweite Teil vom Covid-Gesetz nicht. Der erste Teil, den wir im Vorgang abgestimmt haben, der wäre weiterhin in Kraft. Und dort und das Epidemiegesetz gibt es auch immer noch. Mhm. Also sie können immer noch dort in Quarantäne stecken und Lockdown verhängen. Ja. Ja. Das ist dem Sinn schon richtig. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es komisch, weil über das Geld redet ja eigentlich momentan sonst niemand mehr gross, außer die, klar, die direkt Betroffenen. Von denen hörst du irgendwie auch einfach nichts, weil sie einfach Geld bekommen. Ich auch. Kommst du auch Geld über? Ich komme Geld über. Ja, verhältnismäßig. Also nicht so viel, wie ich eingezahlt habe, aber... Ich wollte gerade sagen, gehen wir noch in den Ausgang, aber können wir ja nicht, scheiße. Ja, nein, wir können nie nicht rein. Ich könnte vielleicht eben Pizza daher bestellen, das geht noch knapp. Ja. Weißt du, das ist schon das Wahnsinnige, weißt du, wie die Leute, die sich jetzt da das Zertifikat beschafft haben, wie die ein absolut freies Leben haben. Die haben keine Einschränkung auf irgendeine Art, außer dass sie überall sagen müssen, wer sie sind. Oder das ist für mich auch schon gross Einschränkung. Dass ich immer muss sagen, jetzt bin ich in dem Restaurant und jetzt bin ich in dieser Disco. Wird man Buff eigentlich auch eingecheckt? Ja, schon. Ich habe es noch nicht probiert, weil ich kein Zertifikat habe. Aber wenn ich eins hätte, wäre es Zertifikat, ich kein Buff haben. Genau. Da auch noch eine Anekdote, das ist auch etwas Lustiges, was ich diese Woche gehört habe. Ich weiss nicht, habt ihr schon mal so ein Zertifikat gesehen, wenn man kein Smartphone hat? Nein. Das ist immer wieder eine Frage, die ich mir gestellt habe. Was machen jetzt mit all den Eltern? Okay. Wir haben einen Staat im Jahr 2021, wo es ja doch elektronische Hilfsmittel gibt und so. Man kommt, also ich habe es physisch gesehen, wirklich aus erster Hand, man kommt vom Staat ein PDF über. Oder wenn man keinen Drucker hat, schickt es einem ein A4-Blatt auf dem Papier. Auf den QR-Code? Ja, wo alles draufsteht, was jetzt das genau ist und so und so. Mhm. Aber das ist das A4-Blatt. Und jetzt, die Person, die mir das gezeigt hat, die hat gesagt, sie hat das gefaltet. Im Portemonnaie oder im Hosensack. Will ihn irgendwo reinlaufen. Der andere faltet es wieder auf. Hebt den Scanner an. Oh nein, dort ist die Farbe weg. Oder? Ja. Das ist so offiziell. Hat es nicht selber ausgedrückt, dass das von Bern gekommen ist. Aber ist trotzdem nachher nicht reingekommen? Hä? Nein, ist nicht reingekommen. Nicht? Nein, ich muss nicht sagen, Danny M. Bühl, können wir auf die Seite gehen. Der hat ja das Zertifikat gemacht. Und das ist grandios. Und ich weiss jemand von seinem Umfeld, Moment, ziviler Widerstand, der ist grandios, genau. Ist das? Da unten hat es PDFs, die kann man abladen, kann ich jedes Zertifikat abladen. Vielleicht können wir das anschauen. Moment, mit allgemein. Genau, das ist gut. Jetzt habe ich das Zertifikat. Und die meisten Leute schauen jetzt 30 Sekunden an und merken nichts. Geht es nicht auf, da ist es, schau. Wenn man sich genauer anschaut, merkt man viele Fehler. Zum Beispiel steht oben dran Zertifikat, das war meine Inspiration. Und dann steht alles falsch. Schweinerische Feiggenossenschaft. Genau, schweinerische Feiggenossenschaft, Konfusion, Verarschale. Und ich kann sagen, niemand merkt es. Die schauen das 30 Sekunden an. Ich muss den Scheiß abscannen. Was passiert? Und du siehst, bei dem Moderna steht Modena. Einfach alles falsch. Und statt Date of Birth statt Birthday. und Flop, Federal Office of Public Cheats. Und mit dem Ding da ist ein Zuschauer von mir, hat das auch genommen, hat das gefällt. Und übrigens, wenn man den Code einscannen,
dann steht darunter, der Bundesrat gehört ins Gefängnis, steht auf dem Display. Und noch einen längeren Text hinten dran, damit es ein kompliziertes Ding hat. Und der hat das genauso gemacht, der hat es genau in der Mitte gefaltet. Und dann haben es die Leute eingescannt und er hätte nicht einmal etwas sagen müssen. Der hat immer, wenn die Person das eingescannt hat, haben sie gesagt, aha, ja, das ist wegen dem Feld. Und er konnte reingehen. Ja, das ist vielleicht der Trick, ja. Ja. Aber übrigens haben wir gemerkt, am Freitag haben ja die Herrenmenschen, weißt du, die ein lebenswertes Leben haben, die ja entweder in den Ausgang gehen, eine Stunde lang nicht gehen können, weil das Zertifikat eine Stunde lang nicht gültig war. Haben das mitbekommen? Oh nein. Ja, eine ganze Stunde lang nicht. Aber im Blick ist gestanden, aber die Beizer seien kulant gewesen. Und haben es doch reingelassen. Ah, oh, mega. Kulant. Kulant. Dann, nicht Massenmörder. Aber nur in dieser Stunde. Ja, kulant. Aber nur in dieser Stunde. Ja. Ist das nicht gefährlich gewesen? Kulant gewesen. So habe ich es gelesen. Kulant. Nicht Gesetzesbrecher, Leute, die egal sind, alte kulant, Menschen oder? Sterben, wo man so die Läden schliessen, irgendeine Verschwörungsformel. Das sind kulant gewesen. Weil die Herrenmenschen, wenn die nicht können Party machen können, dann ist alles falsch. Dann muss man jetzt auch Gesundheit mal ein Stück zurücksetzen und die Leute in die Party lassen. Weil, wo man ein Risiko auf sich nehmen, dass einer darunter sein könnte mit einem gefälschten Test. Ja, wo alle töten. Ja, das macht man dann einfach Kulanz. Oder? Genau, das ist Kulanz. Das geht dann unter Kulanz, genau. Oder? Ja, können wir mal zum Giacobbo im Twitter gehen? Ich weiss den ganzen Namen jetzt gerade nicht, aber wenn wir schon von Ja-Sagern am Reden sind, nimmt es mich gerade wunder, was er so für Statements macht, die man auch protokollieren müsste, weil er ja auch so ein Befürworter ist. Da ist einer, den haben wir schon gesehen. Und da machst du wieder gross mit dem Bild. Ist es das? Nein, ich meine, dass der Tweet von ihm gross machen, genau. Das mache ich zusammen mit meinem lieben Kollegen Marco nur zur Presseförderung, damit Blick und Nau zeigen können, wer kreativer Promi-Tweets nacherzählt. Siehst du, lieben Kollegen Marco, er hat es gut mit dem. Ja, gerade eins oben dran hat es nicht so schlimm getönt, oder? Eigentlich mache ich Merkel immer als Komiker schlecht. Ich halte für einen der lustigsten Schweizer und persönlich ist ein freundlicher Kollege. Leider sind unsere Meinungen in dieser aufgeregten pandemischen Zeit komplett gegensätzlich. Blick und Nau sofort abschreiben. Ah, okay, jetzt hat gemerkt, dass er auch das ist auch nicht gemeint. Wird, ja. Ich kann sagen, ich habe eine Insider-Info gehabt von Marco immer persönlich, dass der Victor sich ihm gegenüber immer fair verhalten hat. Mhm. Und gesehen, das ist eben doch noch ein kleines Format. Da haben wir von Mike Müller, wo dort rechts, wo man kann entfolgen, wenn man den Fehler gemacht hat, ihm zu folgen. Der Typ, der ist jetzt voll durchgedrillt. Also der ist jetzt wirklich im linksextrem totalitären Spektrum. Gut, wenn er ein Zertifikat hat, könnte er wenigstens mal ins Fitness gehen, oder? Ja. Außerdem sagte Peter Hecklin, es sei sehr schön gewesen auf der Intensivstation, er würde gerne wieder mal für ein paar Tage zurück und gekostet haben sie keinen Rappen. Der Widerstand kommt noch einfach aus der Mitte. Aber siehst du, das ist da. Am Wochenende fordert der Mittelständerat Peter Hecklin die Aufhebung der Zertifikatspflicht. Dies, obwohl er im Sommer wegen Corona auf der Intensivstation lag. Unterstützt wird Hecklin von seinem Parteikollegen Martin Gandinas, Thomas Rechtschein und Alois Gmür. Und der Mike Müller, der Linksextreme, der natürlich der linksfaschistische Mann, der darf man eben sagen, das ist nicht justiziabel. Linksfaschistisch geht. Da weiss ich noch vom Erwin Kessler. Rest in Peace. Das ein Wort, das man jetzt sagt. Der Linksfaschist Mike Müller, der sagt, ist auf der wird das alles in den Dreck ziehen. Und gesehen, dass Mitte bröckelt und nur die Linksextremen, wie Mike Müller, die geben noch Kontra. Jetzt hat sich das Böse, die treicheln und ein Nein zum Covid-Gesetz entschieden. Über wer sagt er da? Über den Ueli Maurer. Ich finde das eben schon noch spannend, dass die wirklich das Gefühl haben, sie wären auf der richtigen Seite. Ja, das haben sie halt. Aber die sind in der Zürich-Bubble. Gut, das ist ja bei den Filmen so. Aber die haben für sich da immer das Gefühl, sie wären die Guten. Aber wir sind nicht zwei Zürich-Arschlöcher, oder? Ich bin am Stadtrand. Ich bin eigentlich außerhalb. Bist du angelo? Ich bin angelo, ja. Und ich bin das Gegengewicht zu den ganzen Arschlöchern. Ich bin wirklich in der Stadt. Habt ihr gehört? Muss ich noch einwerfen. Morgen kommt der Herr Berse auf Zürich. Genau. Ja. Ich glaube, gegangen. Und ich rufe jetzt alle auf, dort hinzugehen und ihm einen Blumenstrauß mitzubringen. Fähnen. Genau. Oder es nein, Blumenstrauß ist doch nicht so wie an der Demo in Bern, dass man dann mit Gummischrot belohnt wird. Ja, und genau. Aber ein Äpfelsaft oder einfach sonst. Mit weit man Nathalie Rickli begossen? Mit einer urinähnlichen Schorle. Schorle. Ich sage lieber urinähnliche Flüssigkeit. Gemäß Qualitätsmedien war es Schorle. Schorle? Ja. Ah, also eine halbe.
Noch verdünnt? Ja, verdünnt, ja. Okay. Wie viel Bodyguards hat er eigentlich mal dabei? Weil der das wird, ja garantiert das wird nicht mehr 100 sein, Leute. Aber, glaub, ja. sein, aber ich glaube, das ist doch die geile Seite von der ganzen Geschichte, dass die ganzen Jahre Bundesräte bis jetzt in der Schweiz immer stolz darauf gewesen, dass die Leute einfach in den Zug einsteigen und sind in die Ruhe gelassen worden. Das ist vorbei. Ja, und wenigstens für die 7 Bundesräte, die jetzt an der Macht sind. Und das ist einfach nur die schöne Seite. Dass sie einfach wissen, dass sie die 7, dass die einzigen 7 Bundesräte in der Schweizer Geschichte sind, die nicht mehr allein in die Öffentlichkeit können. Das ist irgendwie noch schön. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Das muss für die auch ein Scheiß sein. Also ich meine, ich will es überhaupt nicht in Schutz nehmen oder irgendwie das begründen oder erklären, aber das muss für die auch ein Scheiß sein. Wenn die denken, früher sind sie... Ich bin gerade gestern in Bern gewesen, bin ich ums Bundeshaus rumgelaufen, rein privat, hat überhaupt nichts mit Corona. Hast du ein Gitter gerüttelt? Bist du da gewesen? Es hat kein Gitter. Hast du gestimmt? Es hat kein Gitter. Nein, ich habe kein Gitter. Wenn ich aufstellen, wenn ich den Dunstig aus Bern gehe. Genau, wenn du Glocken um den Hals hast, dann stellst du das Gitter an. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich meiner Frau gesagt, weißt du, eigentlich ist es schon krass, früher sind da eigentlich unsere, nicht gerade unsere Helden gewesen, aber man hat es irgendwie noch cool gefunden, dass jetzt da oben die paar Leute hocken, das Parlament und der Bundesrat, und man hat gefunden, die machen einen coolen Job, die Schweiz ist stabil, es läuft alles, die Wirtschaft brummt, ist alles gut. Ich habe das immer noch cool gefunden, nicht, dass ich jetzt irgendwie, das sind nicht meine Freunde, aber ich habe gefunden, sie machen einen soliden Job. Und jetzt können die nicht einfach aus dem Bundeshaus auf den Platz ab und ein bisschen dort rumstolzieren, weil sie müssen damit rechnen, dass irgendeiner kommt und sagt, Arschloch, oder? Das war früher nicht so gewesen. Also behaupte ich jetzt mal, das war früher nicht so gewesen, oder? Ja, früher vielleicht bei einem Blocher oder so, oder halt bei den bösen Rechten. Ja, einer, der polarisiert hat. Ja, genau, aber früher hast du polarisiert und besser gescheitert gewesen, bist du in der Durchschnitt. Und heute? Am Samstag ist ja die Demo in Bern, ist jetzt bewilligt. Der Nause da, der Bernause, Retornause, wie heisst er? Der hat das, aber es sind harte Auflagen müssen akzeptieren, dass also die Bündnis der Ruhrkantone zum Beispiel keine Demo mehr bis zur Abstimmung, was vielleicht eine schräge Auflage. Eine zweite Auflage ist, sie müssen den Zaun schützen, müssen die Bündnis der Ruhrkantone. Also das ist schon eine ganz spezielle teure Haken, ich weiß nicht genau. Jetzt müssen sie, aber das ist ja schon, darum geht massvoll im Übrigen nicht an die Demo, weil sie gesagt haben, das geht nicht, und da haben sie auch recht, dass jetzt das Gewaltmonopol vom Staat an Bündnis Ruhrkanton übertragen wird, wenn es darum geht, den Haken zu schützen. Irre. Ja, wahrscheinlich haben sie interne Diskussionen gehabt und gesagt, hey, unsere Polizisten kommen langsam einen Anschlag wegen diesen vielen Demos. Und dann geben wir doch das mal dem Volk. Man kann den Verdacht haben, dass das dann auch extra durchgeboxt hat, damit nach ein paar Pseudo-Widerständler, Antifa, weiß ich nicht was. Da kann man sagen, haben sie gesehen, haben sie nicht gemacht. Genau. Ja. Aber ich denke, es werden so viele Leute sein, das ist meine Hoffnung, dass die gar nicht recht zum Gitter rankommen und dass sie sich gar nicht richtig getrauen, weil rundum einfach tausende Leute stehen, die... Wenn du dort auf dem Wagen stehst und sagst, hey, rühre die raus, wo am Gitter rüttelt, dann würdest du dann sehen, wie viel schwarz vermummte dort am Gitter rüttelt. Aber eben, wie irre, das wird jetzt an die Organisatoren delegiert. Jetzt müssen Leute mit der Sicherheitsweste dort stehen und irgendwelche Leute, die am Gitter gehen, die wegrupfen und am Boden drücken oder so. Stell dir mal vor, dass du schon mal eine FCZ oder einen Match oder so machen, weißt du, dass du irgendwie sagst, hey, ihr Fans stehen jetzt vor dem Stadion an und jeder, der das besucht, müsst ihr selber einfangen. So, ja, genau. Aber hast du immer von diesen Demos und Vermummung geredet, oder? Etwas vom, ich weiß nicht, ob auch mal einer war oder nicht, aber etwas vom, wirklich vom abstrüsesten, was ich wirklich gesehen habe, oder? Die Gegendemos, die es jeweils gibt. Oder sie sagen Antifa und ich behaupte, es ist irgendetwas anderes. Oder wenn, dann ist es Kindergarten-Antifa. Hey, es haben wir wirklich geschätzt, gell, weil sie an der Maske haben. So zwischen 15 und 23 Masken, irgendwelche Schilder mit «Hört auf, schimpfen, dann durch impfen» und so völlig hirnlose Statements. Wo ich immer noch nicht, gesagt, immer noch nicht niemand können erklären, für was geht man gegen Leute demonstrieren, die für die Freiheit demonstrieren. Ich habe immer noch keinen Grund gefunden. Der Widerspruch, dass die Antifa jetzt gegen uns ist, wo eine Art Faschismus bekämpft. Und jetzt stehen sie für ihn ein, oder? Ja, eben, das, also ich habe es wirklich nicht können. Sind das einfach nur Pfarr? Also es ist wirklich krank. Ich hätte zum Beispiel in Bern, oder, bin ich x-mal am Donnerstag an der Demo gewesen, was bewilligt war und was nachher nicht mehr war. Und dann hast du eben die Gegendemo. Und die Gegendemo habe ich immer gedacht, hey, schau, wenn das, ich sage jetzt etwas zwischen 50- und 70-jährige ältere, no offense, alte Männer sind,
die vielleicht wirklich Angst vor dem Virus haben und sagen, hey, hört auf, demonstrieren ohne Maske, gehen heim, hätte es ein bisschen verstanden. Dann siehst du fucking Teenager, die wahrscheinlich noch nicht mal ein Schamhaar haben, die dort demonstrieren gehen und dich impfen und denkst, hey, du bist nicht einmal in der Risikogruppe. Warum sagst du, dass wir heimgehen sollen? Und du kannst wahrscheinlich nicht einmal den Blick lesen, weil du noch nicht richtig kannst lesen. Und die gehen damit so das Antifa-Ding und natürlich eine Maske an draussen, wo das BOG glaube nicht einmal sagt, dass du draussen müsstest eine Maske haben, außer du bist an einem Tramstop oder Busstop. Ich habe dann, weißt du, haben wir die neue, weißt, die Freie Linke, die sind ja Mitorganisatoren. Ja, genau. Es gibt auch Leute, die vorher noch, die Antifa eigentlich gut gefunden haben. Ich habe hoffentlich nicht ganz verloren, dass doch irgendwie die Antifas, auch wenn sie ja, richtigen, ja. Auch wenn es nur 17 sind, das wir müssten verstehen. Zum Teil haben sie Schilder aufgegeben wie gegen den Staat, aber nicht so. Ja, okay, jetzt wird es kompliziert. Ja, aber weißt du, ich glaube, sie sind selber auch ein bisschen gespalten. Du siehst halt nur dann die Leute, die aufmarschieren, oder? Außer die neue Linke, die Freie Linke. Aber ich glaube, dass bei der Antifa der Auflauf ist nie besonders gross gewesen bis jetzt. Sie sind nie besonders gewalttätig gewesen bis jetzt. Ich glaube, dass dann eben auch irgendwie die Leute fehlen, die jetzt für den Staat demonstrieren wollen. Weil das ist dann auch das, was sie machen, wenn sie gegen uns antreten. Ja, aber das ist ja kein neues Phänomen. Ich meine, das gibt es ja schon seit Jahren. Oh, schau, Delta Plus. Ist das aber neu? Vor 16 Minuten. Ah, Sie haben das gehört. Delta Plus. Hey. Ich habe einen dreilagigen Südhang, habe ich noch gesagt. Delta Plus haben wir auch gesagt. Seit März gab es nie mehr so viele Corona-Tote in Großbritannien zu beklagen wie am Dienstag. Ein Grund könnte neuen Corona-Unterart Delta Plus sein. Könnte wieder die Herrschaft des Konjunktivs. Oh. Die bereits 10% aller Fälle ausmachen. Ey, also es hört nicht auf. Hey. Leute, wie werden wir verarscht? Du, aber ich sehe gerade etwas Positives. Meist gelesen, 1, 2, 3 hat nichts mit Corona zu tun. Das ist nicht Wahnsinn. Ja. Ja, sie haben das zugelassen. Aber Delta Plus, also wirklich. Delta Plus. Stand wahrscheinlich immer nur in der Ferien. Jetzt hat der Stellvertreter keine kreative Idee gehabt. Gesagt, das müssen Sie über die Doppelimpfung wissen. Impfung gegen Covid und Grippe. Das ist natürlich super. Ich habe noch mal eine Frage. Vielleicht kann jemand von euch mir das beantworten. Eigentlich müsste man einen Mediziner fragen, aber vielleicht habt ihr da gleich eine schlaue Antwort. Das ist etwas auch, was mir einfach nicht in den Kopf hineingeht, als halbwegs logisch denkender Mensch. Jetzt kommt aber Genesen. Okay. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal geschaut, wie wird ein Impfstoff, auch ein mRNA-Impfstoff, generell, was sind die drei Phasen oder vier Phasen, wie das alles getestet wird, wie das erprobt wird, bis man kann sagen, der Impfstoff nützt etwas und wir können auf die Menschheit loslassen, wie das funktioniert. Und ich bin dort über den Satz gestolpert, ich glaube, es war in der ersten oder in der zweiten Phase, wo man überhaupt herausfinden muss, wirkt es überhaupt und dann kommt noch, ist es gefährlich oder nicht. Bin ich über den Satz gestolpert, was geheiss hat, man schaut, wie viele Antikörper werden in einem gewissen Zeitraum nach welcher Dosis, Mikro, Nanogramm, was auch immer, von dem Stoff im Mensch bildet. Was für mich als ehemaliger Biologiestudent total Sinn macht. Oder? Also das heisst, die Zahl der Antikörper im Blut nach 2 Wochen nach der Impfung ist relevant, um zu sagen, der Impfstoff funktioniert, wir gehen einen Schritt weiter. Und du willst jetzt auf das raus, dass eigentlich das willst, was die Genesenen haben, oder? Ich will auf das raus, warum man nicht kann, mindestens, wenn man schon in dieser ganzen Logik drin ist, von dem, dass das Virus uns alle dahin rafft, dass man könnte jetzt gehen und sagen, ich mache jetzt einen Antikörpertest, einen professionellen, ich will sehen, wenn ich Corona vielleicht schon ein, zweimal durchgemacht habe, was ja kann sein, habe ich gleich viele Antikörper in meinem Blut wie jemand, der jetzt halt 2 Wochen nach der Impfung kommt, wenn es die Zahl ist. Wieso kann man dann nicht sagen, hey, also Schweizer Fernsehen hat genau den Widerspruch gehabt, in den Chat, die können Fragen stellen. Da haben sie die Antwort gegeben, also Antikörper ist kein hinreichender Beweis, dass man immun ist. Und aber bei der Impfung ist es. Aber bei der Impfung haben sie geschrieben, der Beweis, dass die Impfung funktioniert, ist, dass man dreimal mehr Antikörper hat. Voilà. Also die Lüge. So offensichtlich, wie bei vielen anderen Sachen auch, oder? Aber in Österreich übrigens sei es jetzt wirklich so, dass Leute, die Antikörper nachweisen, während 3 Monaten ein Zertifikat bekommen. Okay, gut. Aber das gilt nur in Österreich, weil die EU hat das nicht akzeptiert. Aber das wäre wieder so eine Sonderregelung, die die Schweiz machen könnte, ohne Probleme. Aber das wäre ja so einfach, dann mal flächendeckend, wäre ich sogar dafür, dass man mal ein paar Millionen einsetzen würde, flächendeckend einen Antikörpertest machen und dann wären wir vielleicht bei 80% geimpft und genesen und dann kommen wir dann vorbei, oder? Ich habe einen Screenshot vom, wie heisst das, Teletext. Da gibt es Leute, die lesen. Aber will ich erklären, was das ist für die einen. Das ist wirklich wie Fax oder so. Genau. Aber ich habe einen Screenshot.
Dort ist drin gestanden, dass das Bundesamt für Gesundheit, oder glaube ich, das Bundesamt für Gesundheit, gesagt hat, dass mindestens ein Drittel von der Schweizer Bevölkerung Antikörper hat. Das ist ihre Vermutung. Meine Vermutung ist, es sind etwa zwei Drittel. Wobei Antikörper ist relativ, wenn der Virus mit den T-Zellen bekämpft worden ist, weil sie so harmlos ist, dass die anderen Antikörper gar nicht aufmarschieren müssen, weil quasi Bürli auf dem Schachbrett schon locker gelangen hat, zu wegputzen, dann hast du keinen Antikörper. Mhm. Obwohl du so immun bist, dass du nicht mal Antikörper bilden musst. Und darum ist es ein Witz. Man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Hälfte oder mehr Antikörper hätten. Aber wieso wird das nicht akzeptiert? Antikörper. Sind rechte Antikörper, nicht linke Antikörper vielleicht. Dann hat es ja geheißen, es sei weniger geschützt mit, als mit der Impfung. Und dann hat es ja geheißen, man ist 13 Mal besser geschützt als mit der Impfung. Man, ja eben, weiss man ein Widerspruch nach. Aber das müsste man ja anscheinend nach der Definition von der Wirkung vom Impfstoff, wenn man sagt, so und so viel, weiss nicht was für eine Einheit, Antikörper sind im Blut, das langt, dann könnte man es ja eigentlich abgrenzen. Ja, das Problem ist, du musst aufklärerisch denken, du musst mittelalterlich denken. Und jetzt geheißen, Gottes Wege sind unergründlich, voilà. Gottes Ratschluss ist unergründlich. Und jetzt ist eben des Bundesrates Ratschluss unergründlich. Aha. Und jetzt ist halt dann eben Perses Wege unergründlich. Du schlussendlich müsst zu dem... Sie müssen daran festheben und dann wird jetzt alles sich gerade biegen, dass sie es noch weitermachen können. Und jeder, der irgendetwas anderes denkt nach diesen zwei Jahren, ist verloren. Aber dass nicht irgendwie in diesen 18 Monaten mal, oder mindestens jetzt seit wir die Impfung haben, seit einem halben Jahr oder fast einem Jahr, dass nicht einmal ein Journalist jetzt diese Frage gestellt hat und einfach gesagt hat, hey, jemand, der gleich viel Antikörper im Blut hat wie jemand nach der Impfung anscheinend produziert, glauben wir das einmal, warum hat der nicht den gleichen Schutz? Und warum kann man sich nicht freiwillig testen lassen, ohne PCR-Test? Du weißt, oder? Wie viele Fragen es an der Konferenz gibt. Ja, natürlich, aber das wäre so, das aber ist ja etwas handfest, da könntet ihr einfach sagen, ja oder aber nein. Ich kann oder? Sagen, also, du schreibst das Bundesamt für Gesundheit und du wirst eine Schwurbel-Antwort bekommen. Ja, ich weiss es. Wo dann das irgendwie dort nicht beantwortet und doch haben sie es beantwortet. Hat eigentlich irgendeiner mal jemand gesehen von diesen 1700 proaktiven, ich gehe jetzt an die Haustür Leute, Impfbeauftragte von Bersen. Nein, niemand den Mut gehabt bei mir. Sind immer noch im Ausbildungscamp wahrscheinlich. Also, aber die braucht es schon. Also, und das ist auch geil, wenn du ausrechnest, was das kostet und dann, wenn es bei den Jungen, oder wenn es, dann haben sie bei den Jungen abgestellt, oder? Ja, genau. Hast du mir nicht selber zahlen, aber 300 Millionen oder so haben sie für das springen lassen. 198 Millionen. 198, ja. Ich meine, schon allein der Schritt, das ist aus wirtschaftlicher Sicht allein ist es so absurd und so fahrlässig. Man sollte mal eine Top 10 Absurditätenliste machen. Also ich meine, du bringst ja jeden Tag Dutzende, aber wirklich mal eine Top 10, dass man irgendwie in 10 Jahren hoffentlich so Gott will, dass man das anschauen kann und sagen, hey, was ist das gewesen? 1000 Videos sind ein gutes Archiv für all den Wahnsinn. Ja, das willst du ja nicht mehr anschauen. Nein, aber in 5 Generationen, wenn sich irgendein Student mal die Mühe macht, alle Strick-TV-Videos schauen und denkt, wir sind wirklich im absoluten Irrsinn gewesen. Was ist Platz 1? Ist das Betten abbauen? Ist das Platz 1? Kann das sein? Was? Mit der Absurdität, dass man wirklich Betten abbaut hat, ja, und dann ansteht. Nein, es gibt noch viel mehr. Ich finde ganz wichtig, Teil, dass noch in der Bundesnotiz vom BAG noch gestanden ist, mit einem Corona-Test kannst du keine Infektion nachweisen, das kann nur über eine Zellkultur erfolgen. Und dann haben sie das gelöscht über eine Nacht- und Nebelaktion, haben es ersetzt durch einen Schwurbelsatz und haben gesagt, wir haben es nicht verändert, wir haben es nur präzisiert, dann bist du geschwurbelt. Und aber im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und im Labor Spiez, wo am Bund gehört, stehen die jetzt immer noch drin, dass ein PCR-Test nicht geeignet ist, um eine Infektion anzuweisen. Das ist, finde ich, auch so ein Beispiel von der Schweiz, wo der totale Irrsinn darstellt. Totale Propaganda. Wo du merkst, es geht nicht um Wahrheit, es geht nicht um Gesundheit, es geht nur darum, etwas durchzudrücken. Ja, aber es hat noch viel mehr. Ja. Ich meine, auch dort, wo man an einem Pärli, wo Hand in Hand, wo zusammen wohnt, wo Hand in Hand durch Zürich gelaufen ist, haben einen Bus bekommen. Hand in Hand durch Zürich gelaufen, während dem Lockdown, haben den Bus bekommen. Weil sie das Taliban, oder? Sie hätten nicht dürfen, die Hause dürfen es, aber draussen müssen sie 2 Meter Abstand haben. Sie haben noch beschrieben, dass nur bei einem kleinen Kind darfst du näher sein, wenn es nötig ist, so quasi aus Sicherheitsgründen. Ein kleines Kind, ja, das war auch letztens, weißt du, dass Mami nicht hat dürfen zum Neugeborenen, weil es kein Zertifikat hat, irgendwo im Spital in der Schweiz. Oder dass die Autowöschstrasse geschlossen hat. Tennisplätze. Tennisplätze. Wenn man gleich Böllen anlangt, oder?
Ja. Und das ist auch plötzlich vorbei. Das ist das Thema. Die Schmierinfektion ist plötzlich weg, das ist nicht mehr Hände schütteln und so ist eigentlich auch... Nein, mache ich immer noch ein bisschen so. Eben, hast du gewusst, dass der Virus so übergumpelt, aber so nicht? Das ist, ja. Der Virus ist so krass, irgendwie, der hat Angst vor den Füßen oder so. Das ist halt aus dem Ghetto, Ghetto-Fist. Ja, es ist wirklich krass. Etwas vom absoluten Irrsinn. Also, ich meine, das ist einfach so bildlich. Für mich nach wie vor sind die huren Kleber am Boden. Das ist einfach, ja, das ist mir schon weiss. Das ist wirklich... So bis dahin, also das, nicht weiter, ja. Nein, weißt du, ich habe es jetzt gesehen, in Zürich-Oerlikon, im Coop, jetzt grosse Eingangstüren so, und dann hat es auf der einen Seite gehen die Pfeile so, und einen Meter nebendran gehen die Pfeile so. Und wenn man dann dort in die Richtung läuft, und da einer so rausläuft, dann, wenn man hustet, dann hustet man den eben anders an, als wenn man jetzt würde aneinander so links und rechts vorbeilaufen, oder? Es hat aber keine Plexiglaswand dazwischen. Wir mussten an der Berner Demo, hat es so ein Pick and Pay oder etwas, keine Ahnung, oder so ein Denner, dann hat es eine Beigung mit Kärtli. Und da durfte schon reingehen, wenn noch ein Kärtchen dort fiel, weil ihr nur 85 Leute in den Laden dürfen. Ah, und die Frau musste nachher die Kärtchen müssen nehmen, bei der Kasse, desinfizieren und wieder reinstellen. Oh nein. Und im Desinfektionsmittel hat es irgendwie alte Kirsch drin gehabt. Ich weiss noch, sind wir zusammen an der Demo gewesen. Dann haben wir gedacht, mal schauen, ja, genau. Dann ist irgendein Kirsch rausgekommen. Und irgend so ein Fussel, oder? So ein Fussel, ja, überleitet, wie man das der soll machen. Aber die abgesperrten WC, etwas, oder? Jedes zweite WC. Ja, das finde ich auch. Das hilft auch. Ja, das ist auch, der Virus kumpelt genau. Also, wie viele Jahre gibt es noch? Wir müssen wirklich mal Top 10 machen. Top 100. Unglaublich. Nein, ich finde schon damit nicht mehr dürfen zum eigenen Kind gehen im Spital. Ich finde, das ist wieder eine neue Perversion. Ich finde das. Wobei, das stimmt ja anscheinend nicht mit dem Baby. Okay. Zumindest haben sie es bestritten. Okay. Dass eine frische Mutter kann immer zum Kind, auch wenn es nicht. Also, was auch schon Videos gibt, ist, dass wirklich bei meinem Baby einen PCR-Test gemacht haben, wo du das Gefühl hast, dass sie ziehen nicht so ein Stäbchen 40 cm raus. Ja, natürlich. Anscheinend eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade aktuell so ist, hast du als Vater nicht bei der Geburt dabei sein, oder? Ja, ja. Ist das immer noch so, ja. Gut, ich glaube, testet, also jetzt musst du, ich weiß gar nicht, ob es da 2G-Regeln schon greift, aber ich glaube nicht, ich glaube, bei 3G geht es. Ich weiß es nicht, wenn ehrlich gesagt. Ja, gut, das ist einfach so Sache. Aber ja, wenn wir von Prognosen reden, eben wegen Italien und 3G und Homeoffice, und da habe ich schon das Gefühl, dass bei uns auch die ein oder andere Exponenten schon richtig darauf achten und das proaktiv irgendwie ansteuern, dass es bei uns auch kommt. Weißt du, dass auch nur noch arbeiten darf. Auch wenn du von daheim schaffst, wenn du zertifiziert bist, weil sonst könntest du deinen Kühlschrank anstecken oder deine Katze oder deinen Hund oder so. Und ich glaube, das werden sie bei uns früher oder später versuchen. Weil da der Green Pass im Sommer zugelassen wurde in Italien, haben wir bei uns auch gesagt, ja, das kommt bei uns nicht. Ich da erinnere, der Zack heisst, man soll seine Haustiere nicht mehr streicheln. Ja. So Zeug. Und dort, ich bin bis heute erstaunt, dass sie noch nicht angefangen haben, die Tiere zu impfen. Und zwar nicht nur die Haustiere, das wäre noch schwierig, weil die Leute zum Teil ihre Haustiere besser beschützen als ihre Kinder. Ja. Aber jetzt bei der Massentierhaltung. Wieso? Ist das doch ein riesen Business gewesen, da Millionen von Kühen und Gückel, nicht Gückel, Hennen und Schwein und so impfen. Es erstaunt mich, dass sie es noch nicht gemacht haben. Ja, ich hoffe, sie haben es nicht gemacht und uns nicht gesagt. Ein riesen Markt, wo nicht, wahrscheinlich relativ still vorbeigegangen ist. Ich glaube noch zu wenig Fälle und ich weiß jetzt auch nicht. Also, dann müsstet ihr ja, wie wollen sie das herausfinden? Wenn jetzt mit, nein, wenig Fälle, dann müssen wir keine Fälle haben, muss schon positiv sein. Das heisst ja, da, die in den Höfen sind gefördert, die schlechter, die Metzger, wir müssen jetzt Tiere impfen. Das hat man doch relativ Ring durchgebracht. Im Vergleich zu dem anderen Schritt, den wir machen, Maskenpflicht für Kinder und so Zeug. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, an gerade Bauern denke ich jetzt nicht, dass die gerade einfach würden sagen, oh ja, lässig, machen wir. Nein, aber es würde dann gratis sein, also gratis der Staat würde zahlen und dann würde halt dort gesagt. Ich glaube jetzt nicht, dass die so, jetzt wie jetzt gerade zum Beispiel Lehrer oder so, gerade einfach auf das abfahren, weil sie sagen, oh ja. Nein, aber wenn sie einfach sagen, wir müssen es jetzt machen, sonst gibt es 10'000 Franken Buße, würde sich der Bauern nicht gegen wehren, dass ihre Kühe durchgeimpft werden. Ja, aber dann müsste es ja irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, dort fehlt wirklich das Argument. Also, was meinst du denn, dann geht es dann über drei Ecken, oder? Dann müsst ihr sagen, okay, der immer geht, Kühe füttern, der müsste vielleicht dann seine Mutter anstecken, wenn er am Wochenende dort hergeht und so. Also, es ist dann irgendwie... Also, hast du wirklich das Gefühl, dass ein fehlendes Argument ein Argument ist, dass es darum nicht macht? Ich weiß nicht, ich versuche es immer noch zu verstehen. Aber es bald mir. Schön bei den Frauen, du wirst es nie schaffen. Es wäre so einfach, das zu sagen. Wir müssen, zum Beispiel kann man sagen, Tier ist besonders gefährlich, weil das Virus erfahrungsgemäß am meisten mutiert.
und dann eine ganz schlimme Mutation auf den Menschen zurücküberspringen können. Schau, du kommst schon das Telefon vom BR gehen und sagen, hey, fuck, du bist gescheiter als alle unsere Mitarbeiter und so. Mitarbeiter des Monats. Nein, das ist ja auch Umsatz, glaub, man, meist das Umsatz so, generiert. Kannst du das Faxgerät bedienen? Sie sind nicht gestellt. Muss man Fax sagen. Ja. Ja, wissen Sie, in der Fax funktioniert? Ja, okay, Sie sind eingestellt. Super. Können Sie Kommastellen richtig lesen? Ja. Sie verwechseln nicht einen 9 mit einem 90-Jährigen. Okay, ist gut. Was für ein Wahnsinn alles. Nein, aber ja. Ich glaube, dass mit 3G, auch wenn du von daheim schaffst, ich glaube wirklich, dass es auch bei uns noch irgendwann irgendjemand wird versuchen. Das 2G das, bringen. Ja, oder eben auch, dass du einfach auch nicht mehr im Homeoffice, dass also du nicht mehr darfst schaffen, wenn du nicht das Zertifikat hast. Nein, das glaube ich nicht. Ich hoffe, das, du hast recht. Das nicht mehr schaffen, glaube ich auch nicht. Aber dass wir ausbreiten, dass mehr Leute geimpft sind. Das sicher. Dass der Test an der Uni nicht mehr geht. Oder so etwas. Das ist vorstellbar. Ja. Also 2G bin ich fast sicher, dass wir, sobald wir einen Anstieg haben von irgendwelchen Kurven, die jetzt nur runtergehen, wenn dann irgendeine Kurve wieder raufgeht, heisst, wir müssen verschärfen. Mhm. Was ist die nächste Verschärfung? Ist 2G. Weißt, du hast ja die voll faschistischen Länder wie 1G Australien oder jetzt Italien, wo du nicht mehr arbeiten kannst, ohne Zertifikat, Deutschland und so weiter. Oder Kanada ist auch ganz schlimm. Was dort abläuft, wissen die Leute auch viele nicht. Das ist ganz extrem. Da kannst du nicht mehr reisen. Also kannst du nicht mehr Bus fahren, kannst du nicht mehr fliegen, kannst du nichts mehr. Mhm. Und dann ja, also bist du wirklich abgelegen dort. Wenn du kein Auto hast, bist du am Arsch. Und wenn ich auf einen rausgehen will, dass die Leute nicht gesehen, dass das Warnsignale sind für die Schweiz, sondern im Gegenteil, dass sie sagen, ja gesehen, in Australien ist es viel schlimmer. Ja. Aber dass sie das gleiche Virus haben und mit dem gleichen Virus die Massnahmen begründet und in den ganzen Medien überhaupt keine Kritik an Australien zur Sprache kommt, das scheint allen komplett egal zu sein. Hat eigentlich wirklich, weißt du, die Beispiele, die du auch immer wieder gebracht hast, zum Beispiel mit Florida und oder europäischen Ländern, die aufgemacht haben, ist das wirklich nie irgendwo in den Massenmedien gekommen? Eben es kommt dann schon. Aber irgendwie so ein bisschen. Es wird dann berichtet, dass sie aufgemacht haben und dann hörst du nichts mehr. Und wenn dann jetzt wieder die Fallzahl in Dänemark ist gestiegen, was ja werden, weil es ist der Grippesaison, dann, egal wie lang dass die tief gewesen sind, zum Beispiel in Florida ist es so, dann ist es plötzlich Rekordtote. Mhm. Und dann gehst du die Statistik anschauen und dann merkst du wirklich, wow, so ein kurzer Ausschlag von Rekordtoten. Mhm. Aber es ist bereits, wenn es darüber berichtet, ist schon eine Woche drüber oder zwei, und dann ist es bereits wieder einen totalen Abklang. Also haben sie wahrscheinlich einfach bei der Statistik, beim Zählen, die 3-4 Tage zusammengefasst, haben eine Anzahl Rekordtote, zufälligerweise, und dann gibt es einen Blickartikel. Und so machen sie es jetzt wahrscheinlich im Winter noch wieder mit den Vorbildländern, oder? Das heisst, ihr seht, Florida hat nicht dreimal geimpft, die haben zwei aufgemacht, Dänemark, und dann geht es, ja. Oder was ich auch vermisst habe, oder an all den Demos, die jetzt gewesen sind, die letzten Wochen, oder? Ich meine, in Bern, lass die Seite offen, Entschuldigung. Eben, wo wir das Zertifikat eingeführt haben, oder? Es waren irgendwie 20'000 dort gewesen, jetzt am Wochenende Rappi über 10'000. Und ich war ja fast all diesen Demos gewesen, so wie x-tausende andere auch. Und die haben da sicher 20 BOG-Angestellte, die nur bei den Spitälern gehen, schauen, ob jetzt die Zahlen steigen, weil eine Demo war. Weil das muss ja hochgefährlich sein, wenn wir untereinander sind, draußen, ohne Maske. Und komischerweise ist nie irgendwo irgendetwas passiert, was ich mitbekommen habe. Da warte ich auch immer noch drauf. Ja, sie bringen dann auch so vereinzelt den einen, er war Corona-Leugner, er war Corona-Leugner, jetzt auf der Intensivstation. Jetzt ist er tot. Jetzt, ja. Und jetzt leugnet aber er nichts. Aber ganz wirklich in der Schweiz noch niemand, ist fast ein Wunder, dass du an einen mit einem positiven Test von das Auto gekommen ist. Kannst du mir schon abscrollen auf dieser Seite? Nur da steht Hip-Hop, Hip-Hop verherrlicht den Medikamentenkonsum. Wo ist das Problem? Immer jüngere Schüler konsumieren Medikamente. Ja, die wollen ja und Kinder impfen. In der Oberstufe wird schon mit Medikamenten gedealt. Impfbus meinen Sie? Impfbus oder was? Von der Schule? Oder? Ich weiß es nicht. Wenn Sie zur Schule reden, dann sind wir sicher von Ritalin. Medikamente, aber da gefällt doch der Pharma, ich komme nicht raus. Findet es mega, vor allem bei Jungen, die wollen ja in der Schule durchimpfen. Ja, interessant. Ja, was hat man gegen Medikamentenkonsum? Nein, Pharmafirmen sind jetzt 20, 30, 40 Jahre lang die ganz übel gewesen und jetzt sind sie von einer Minute auf die andere. Sind Medikamente, wo Bill Gates noch keine Aktie gekauft hat? Ja, das wird ziemlich sicher Ritalin sein, wenn man von Schule redet. Ja, in den meisten Fällen nimmst du das als Drogen. Ja, egal. Das finde ich auch so komisch. Eben, wenn wir gerade bei dem Thema sind, dass
die Linken, die ja wirklich eines der grössten Feindbilder neben den Banken, ist ja immer die Pharma gewesen. Ja. Und plötzlich Pharma-Grosskonzern, Gewinn machen, verkaufen das Aspirin dreimal so teuer wie in Deutschland, bla bla bla. Und jetzt plötzlich, Pharma, die retten du, uns. Es hat ja alles gekehrt. Jetzt auch eben zum Beispiel das Leiden, die Jugendarbeitslosigkeit, die ja gestiegen ist wegen Corona. All das, wo jetzt sich die SVP zu Recht darüber aufregt, ist bei den Linken überhaupt kein Thema. Es werden die Arbeitnehmer nicht mehr geschützt vor diesen willkürlichen Massnahmen. Es werden eben nicht nur die Pharma gefördert. Alles ist ja jetzt verkehrt. Alles und die SVP, auch die ganze Diskriminierungsgeschichte. Oder man hat ja niemand, wenn jemand sexuell irgendwie eine andere Neigung hatte, hat man den müssen schützen. Bis aufs Blut. Und wenn aber jemand jetzt da gegen die Diskriminierung der Ungeimpften ist, dann ist es dann komplett egal. Dann findet es noch geil und dann einführen. Man kommt da wirklich nicht raus. Ja, man kommt wirklich nicht raus. Und sind jetzt eigentlich mittlerweile irgendwelche hässlichen MeToo-SPlerinnen ans Tageslicht gekommen, wo mal gesagt haben, hey Berset, ich finde es im Fall schon nicht so cool, genau, was du gemacht hast. Ich bin jetzt aber auch wieder still. Oder MeToo. Also Berset, ist wirklich niemand gekommen. Ich wüsste nicht. Der Berset ist wirklich das Paradebeispiel. Ich meine, dass er fremd geht, ist das eine, der geht uns nichts an, finde ich. Aber dass er das machen, dass er mit seiner Frau machen. Aber dass er, wie du gesagt hast, dass er quasi einen Psychiater anstellen lässt, wo eine Gefälligkeitsferndiagnose stellt. Bewiesen. Damit man das sich ist bewiesen, entweder, das ist bestätigt. Ja, ist die Weltwoche gestanden, ist nicht wieder leid worden. Also die Weltwoche war sicher sehr vorsichtig bei dem darüber berichten. Die hat alles mit Namen Ross und Reiter genannt. Soll ich morgen fragen zu Zürich? Und, ja, genau. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, jetzt hat man also da einen Psychiater abgestellt, um eine Ferndiagnose zu machen, um eine Frau entweder einweisen oder öffentlich können kaputt zu machen, falls es in die Öffentlichkeit geht. Also zum Erpressen, zum sich können erpressen, hat der Berset einen Staatsbediensteten angestellt, zum Psychiater beauftragen. Wieso? Weißt du, aufgrund von 2 oder 3 E-Mails, oder? Ich schicke dir jetzt 3 Mails von meiner kranken Ex, oder? Und sage, hey, mach irgendeine Diagnose, dass wenn sie in die Öffentlichkeit geht, dass sie schon unglaubwürdig ist. Und ja, also weißt du, das Minimum, was du dann müsstest erwarten, ist aus den eigenen Ecken oder so, aus dem Links raus, müsstest du doch von diesen MeToo-Verfechterinnen, die schon MeToo geschrien haben, wenn sie eine Hand auf dem Oberschenkel hatten, müsste doch jetzt irgendeine kommen und sagen, hey, ich finde das ein bisschen uncool. Und dann können sie ja gerade wieder still sein und ein Bär sind ja gut zu Mittagessen, geht es mir sagen, hey, ich kann das müssen sagen, gell, aber ich bin nicht mal dein Fan. Und keiner traut sich. Keiniger traut sich und dort weisst, oder Macht ist wichtiger als das, was sie die ganze Zeit propagiert haben. Oder? Sie haben einen riesen Doppelmoral. Es ist kompletter Bullshit, dass sie vorher immer, wo die MeToo-Wellen aufkommen, sind alle dort und alle haben mitgeschrien und jetzt sind alle still. Vor 7 Jahren habe ich einen Podcast gehabt, der heisst Stricker gegen Schwitter. Und dort habe ich damals noch die Linke verteidigt. Und schon dort hat mein Gegenüber, der Herr Schwitter, die ganze Zeit gesagt, die hure Heuchelei und Doppelmoral von der Linke, die sich anstellen, dass bessere Menschen. Und in Wahrheit macht es. Und jetzt, ja. Wir sind die Argumente an den Ausgängen, darum gibt es den Podcast nicht mehr. Darum hast du die Zeiten gewechselt. Nein, ich bin dort wirklich noch links gewesen. Ja, ich weiss, ich habe mal. Ich fand, was regt ihr uns auf über die Linken? Die haben das Herz am rechten Fleck, wird übertrieben es ein bisschen, aber ist gut. Aber jetzt ist ja nur noch Faschismus bei den Linken. Ja, ist ja, nicht ja mehr, vor allem nicht eben mehr die Doppelmoral finde ich fast noch schlimmer. Ich weiß nicht, ich kann eigentlich damit umgehen, plus minus, wenn irgendein Mensch eine ganz andere Meinung hat, solange es mich nicht betrifft, sage ich einfach, okay, du denkst das, ich denke das. Das ist mir eigentlich völlig egal. Aber wenn ich sehe, er hat so eine Doppelmoral, er geht auf die Straße und erzählt das und am anderen Tag erzählt er das Gegenteil. Und das machen die Linken momentan, wirklich. Ja. Jetzt haben sie eben 20 Jahre gegen die Pharma gewettert und jetzt sind die Pharma die Götter, oder? Ja. Und man muss ihnen Geld geben, viel Geld geben, weil Konzerne brauchen viel Geld, oder? Seit wann wollen die Linken den Pharmakonzern viel Geld geben? Ich verstehe es nicht. Also weißt du, neben der Sache Berset, was die Leute wirklich vergessen, ist, ich habe das Gefühl, die Leute haben vergessen, was für Schlagzeilen der Blick irgendwie die letzten 20, 30 Jahre gehabt hat. Wenn irgendein Promi, zum Beispiel, keine Ahnung, der Lothar Matthäus, der früher bei München gespielt hat, oder irgendein Promi mit Frauen irgendetwas gehabt hat, dann kannst du sicher sein, sie haben die eine Woche lang auf der vordersten Seite entweder den Himmel aufgeklopft oder fertig gemacht. Und wenn irgendetwas so mit Frauengeschichten war, dann haben sie sich wirklich wie ein Wadenbeisser darauf einlassen. Und jetzt bei ihm, das ist offensichtlich, weil sie gekauft sind, aber dass keine Politikerin, dass keine aus dem Parlament, dass einfach keine Konsument kommt. Das stört, dass anscheinend so viele Leute das überhaupt nicht stört. Völlig Wähler egal. Anscheinend nicht mal gross egal. Interessiert. Aber ich meine, ich weiß nicht, vielleicht blende ich jetzt irgendetwas aus, aber hat es in den letzten 18 Monaten mal wirklich irgendwo, außer jetzt gerade in der Weltwoche zum Beispiel,
und bei dir Kritik am Herr Berset gegeben? Also weißt du wirklich, dass man mal gesagt hat, Herr Berset, das ist jetzt wirklich ein Scheiß, oder? Irgendetwas, ja, klar, die Ostschweiz. Und ja, ja, nein, aber ich meine, jetzt irgendeinem Mainstream-Media mal. Ich meine, sonst früher haben sie auch mal hin und wieder mal auf irgendeinem Bundesrat eingetroschen. Also, ich behaupte jetzt, in den letzten 18 Monaten das Härteste, was sie darauf eingetroschen haben, ist, wo der Ueli Maurer das Streichler-Kulte angelegt hat. Ich habe jetzt nichts im Kopf, wo sie mehr darauf eingeschossen haben, wie jemand, der das Oberteil angelegt hat, wo für sie politisch nicht korrekt ist. Aber das ist auch Wahnsinn. Ich meine, während so einer Krise, wirklich Krise, die jeden betrifft, in irgendeiner Form, jeden, auch die, die es lügnet, die, wie soll ich sagen, Krisenlügner, die, dann gibt es einfach 18 Monate lang keine Kritik an dem, wo das eigentlich gegen aussen zu verantworten hat. Das stimmt doch auch etwas nicht. Ja, aber das, eben, dass man das nicht merkt, ja. dass die Leute das nicht... Gut, man muss sagen, es merken ja schon immer mehr Leute. Also, ja. Weißt du, wir hoffen es, wo sind wir hergekommen? Wenn im Mai, da sind ein paar hundert Leute, am Schluss waren es etwa 1000 auf dem Bundesplatz, 6-Leute-Platz im Sommer vor einem Jahr, sind wir 40-50 Leute gewesen, regelmäßig, 40 bis 100 Leute. Ich bin selber ein paar Wochen nicht mehr gegangen. Ich fand, das ist so eine trostlose Veranstaltung. Mhm. Dann haben andere durchgehalten. Ich habe schon gefunden, es schadet mehr als nützt. Und jetzt haben wir jede Woche unzählige Demos, allen möglichen Orten, bewilligte, unbewilligte, es geht immer weiter. Das stimmt schon. Machen wir mal 2 Jahre weiter. Wie sieht es denn aus? Gut, Sie haben auch die Massnahmen dauernd aufgefahren, oder? Also ich meine, ja, ja, aber ich will nur sagen, aber es ist mein erster Lockdown. Der habe ich am schlimmsten Erinnerung vor allem. Das war eine Schockstarre. Das hast du, nicht, also du bist vielleicht einer von der Ersten, der nach einer Woche gecheckt hat, hey, Moment, ich muss rausgehen und sagen, das ist ein Scheiß. Aber alle, ich auch und mein Umfeld, wir sind alle einfach so, Moment, Lockdown, ja. Wir bleiben zuhause, jetzt warten wir mal ab, was passiert. Oder? Aber es sind also, unsägliche Wochen. Ich war 2,5 Wochen auf Schweden dort, oder 3 Wochen. Und habe dort die Feier genossen. Und dann bin ich zurückgekommen in Lockdown. Übrigens hatte ich Filmaufnahmen vom Flughafen, gell? Das war alles zu. Ja. Das ist jetzt eine Putzekippe von 2 Leuten und irgendein Stewardess, was ich da, darf man so sagen, Stewardess, wo sich dort ihre Strümpfe wegzupft. Mhm. Und sie hat den ganzen Flughafen durchlaufen, nichts. Hat 2 Check-in offen, einen für Ecke und einen für Business und First. Und sonst nichts. Und dann bin ich einfach auf Schweden geflogen dort und dann immer so Zombie-Stimme am Flughafen Abstand halten. Ja. Oder? Und dann bin ich auf Schweden und dann bin ich zurückgekommen in Lockdown rein. Und es ist so toll, was die 3 Wochen sind wir vorher, also viel länger als die späteren Lockdown-Geschichten. Ja, das stimmt schon. Das ja, wie so die erste war und mir das. Und weil man so einsam war, man ist noch nicht organisiert, man hat niemanden kennt. Ja. Oder? Ja. Und jetzt ist das viel besser. Jetzt organisiert man sich einfach den ganzen Mist vorbei. Man trifft trotzdem die Leute. Und wenn man im Widerstand ist und sich wehrt, dann hat man mittlerweile so viele Connections, dass man es nicht mehr so leidet darunter wie früher. Ja. Sozial gesehen. Aber eben die ganze Doppelmoral, ich finde, das ist etwas. Ja, ich finde es sehr tragisch. Weißt du, vor allem genau noch aus dem Ecken aus, oder? Genau von den guten Menschen, genau von denen, die immer Fingerpointing gemacht haben. Genau, oder weißt du, die, die Black Lives Matter, Regenbogen, die immer für diese Sachen gehen, demonstrieren sind und immer noch demonstrieren gehen. Und dann wirklich irgendetwas Schiefes passiert, silent. In der Schweiz, oder? Du musst immer denken, in denen ihren Augen ist es nicht schief. Ich habe mit das, ja, nicht vielen, aber bei 3 Leuten geredet, die komplett auf dem anderen Seitenspektrum sind ehemals gute Freunde, ehemals. Mhm. Und dann hat es sich irgendwann ergeben und dann habe ich einfach gesagt, jetzt kotze ich mich mal aus. Oder? Und dann haben wir mal 2-3 Stunden über das diskutiert und dann ist wirklich, das Fazit ist wirklich, sie haben das Gefühl, wir spinnen. Ganz einfach, du kannst noch lange kommen, ja, wieso sehen die das nicht? Nein, sie sagen, wieso spinnst du? Mhm. Wieso? Also ich habe so ein ähnliches Gespräch auch vor ein paar Tagen geführt mit jemandem, aus meinem erweiterten Kreis, wo ich auch als sehr intelligent erachte, höherer Job, noch Musiker, sehr viel Geld und wirklich sehr intelligent. Und wirklich, wo wir uns so geeinigt haben, ist wirklich an dieser Kreuzung, wo die oder wo er das Gefühl hat, die Regierung will nur das Beste für uns und er denkt das immer noch. Ja. Oder? Und wo ich die andere Seite gehe und sage, ich glaube nicht. Und das ist so, die Tiefstufen auf der höheren Stufe ist eben, glaubst du das Böse im Menschen, ja oder nein? Und wo dann die andere Seite grundsätzlich sagt, oh nein, das gibt es eigentlich nicht und es hat auch keinen Zweiten Weltkrieg gegeben und ich würde sagen, ich glaube schon, das sind so die, die also entscheiden sich. Ich habe ein einziges Gespräch mit Covid-Fans, ich sage jetzt nicht einfach Covid-Fans, wo wirklich der Meinung sind, dass der Bundesrat das gut macht. Ohne zu streiten. Das ist ein ehemaliger Schulfreund von mir, von der zweiten Maturzeit her.
Und der hat wirklich so Sätze gesagt, es ist ganz ein Liebe, also wirklich. Und es ist auch nicht ganz dumm, ist einfach nicht ganz, ja, ist ja gleich. Auf jeden Fall ist einer der gescheiteren Sorten. Nicht gerade brillant gescheit, aber gescheiter. Und der hat gesagt, weißt du, Dani, das macht doch am Bärse auch keinen Spass. Ja, den habe ich auch gehört. Ja, das macht doch am Bärse auch keinen Spass. Das ist ja, das ist quasi seine Art, um sich rechtfertigen. Zum sagen, der lügt doch nicht. Wenn, der würde es doch auch einfacher machen. Er will auch schon lange, dass es fertig ist. Ja, genau. Genau. Ja. Ja. Der glaubt das. Ja, ja. Ja. Da und ehrlich gesagt, vor 2-3 Jahren, oder wenn mein anderer, würde ich auch sagen, wer will das schon machen? Also weißt, man kann ja schon sagen, wer will den Shitstorm, wer will den Dauerdruck auf sich? Natürlich gibt es andere Gründe, dass er es will. Den Shit will er nicht. Ja, wenn nicht urinähnliche Flüssigkeiten über sich ausgeschüttet haben, wie Nathalie Rickli. Aber er hat andere Interessen, wo die negativen Punkte total überwiegen. Und wahrscheinlich ist es auch noch geil, dann immer von einer Sondereinheit beschützt zu sein und keine Ahnung. Jeden Mittwoch in der Sitzung. Und ja, ich meine, wenn jetzt wahrscheinlich 100 Leute gefragt wärst vor dem ganzen Zeug, hätte dann die meisten vielleicht nicht mal gekannt, oder? Und jetzt, ich schicke dem Regisseur noch ein Bild, das du gemacht hast. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Genau, da müssen wir schon schauen, wie das schnell finden. Kommentieren. Da müssen wir nämlich schnell. Das ist grossartig. Also ich kann es vielleicht schon vorausschicken, was wir jetzt dann werden sehen. Genau, da ist es im Moment. Du hast noch Zeit überbrücken. Ich bin, wie gesagt, vor. Ich habe gegessen vorher. Du hast geschrieben, Realsatire. Und ich habe gemeint, das ist nicht echt. Doch, es ist echt. So, es sieht aus wie Photoshop. Nein, es ist aber Photoshop. Du bist also ich bin in Bern gestern. Und bin, wie gesagt, ein bisschen ums Bundeshaus herum spaziert. Es war schön Wetter gewesen, und ist ja eigentlich schön. Bern ist eine wunderschöne Stadt. Eigentlich. und dann sehe ich das Plakat. Gefühlt 150 Meter vom Eingang vom Bundeshaus entfernt. Ja. Ist das auch gekommen? Soll es dann kommen? Ich überlege, was da gestanden sein. Wir können nichts dafür, wir sind wirklich so. Jede Woche live die Medienkonferenz des Bundesrates auf admin.ch. Nein, und Mike Candice strahlt und schaut. Dein Kopf ist gleich gross wie der Bundesrat. Ja, eben. Hättest du auch können eben so noch einreihen. Ich übe noch meinen Politiker-Gesichtsausdruck. Vielleicht wird das mal noch etwas. Nein, das bringst du gar nicht an. Das ist unglaublich. Die machen die Stricker-TV-Konkurrenz, die Arschlöcher mit Staatsgeldern. Okay. Wie ist halt wie das SRF. Ja, das ist doch super. Kannst du das glauben? Das ist wirklich. Jede Woche live Medienkonferenz. Und vor allem, ich weiss ja nicht, haben sie das vorher auch schon gemacht oder haben sie das jetzt aufgehängt? Also Plakat sieht relativ neu aus. Ja, die haben früher eine Woche Presse. Die haben die einen Stricker-TV geschaut und gesagt, hey, fuck, der verkauft T-Shirts, das wollen wir jetzt auch. Das ist wirklich zu viel, oder? Das ist wirklich zu viel, oder? Mappen-Show, oder? Also nein, weißt du, wieder so in einer echten Krise und in einer echten Pandemie, also, wenn ich jetzt Kommunikationschef wäre und dann müsste ich sagen, hey, du dir die scheiß Grinsen verkneifen, wir haben in voller Krise, wir müssen so tun, als ob die Spitalbetten überlastet sind. Ja. Und dann hast du die Fotos, also wo ist das? Das ist wirklich draussen. Was ist das, LED oder ist das Papierding? Nein, es ist Papier. Ist ein altehrwürdiges Gebäude. Hast du wenigstens noch einen Schnauzer gemalt oder so? Hey, nein, also, ui nein, what an epic fail. Also, ich nehme jetzt mal an, die müssen das alle paar Wochen mal wahrscheinlich erneuern, weil irgendjemand etwas drauf schmiert oder so. Aber ich meine, es ist wirklich auf dieser Höhe, wo du eigentlich mit dem Filzstift kannst durchlaufen, oder? Ich glaube, es kommt aus dieser Zeit, wo der Parmelat noch Bundespräsident war. Ja, der ist in der Mitte. Ist, oder was? Aha, ja, aber jetzt wirklich ganz seriös, das machst du doch einfach nicht, wenn das jetzt alles... Das ist jetzt Bundespräsident, das ist in dem Jahr. Ja. Nein, weißt du, das geht wieder in das, was ich vorher gesagt habe. Vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, vor 5 Jahren, wäre das noch okay gewesen? Das ist wirklich volksnah. Das ist okay, das ist eure Regierung. Die machen von mir aus eine YouTube-Sendung oder so. Oder keine Ahnung, Pressekonferenz, wie auch immer. Mhm. Hey, ist noch cool. Ich weiss nicht, ich hätte das gar nicht verkehrt gefunden, ehrlich gesagt. Wie vorher. Jede Woche live. Ja, ja. Also Saturday Night Live. Und dann siehst du so, was ist, kann man eigentlich mal noch über das reden? Wieso haben die eigentlich hin und wieder Masken an und dann wieder nicht und dann wieder ja und dann gehen die Zahlen auf, legen sie wieder Masken an, gehen die Zahlen runter. Ich glaube, das hängt davon ab, ob sie so Schisten haben oder nicht. Jeweils, und dann, oder ja, genau, in Luzern haben sie auch keine Maske gehabt. Nur die bedient hätten eine Maske gehabt, die Sklavenmaske. Hast du das gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Aber ich meine, an diesen Medienkonferenzen, die sitzen sowieso irgendwie 7 Meter voneinander entfernt. Drei Journalisten hat sie in der Halle rein, sind sie geimpft und testet. Aber weißt du, das ist ja genau das Geile, oder? Dass sie dort hundertprozentig, die haben irgendwie 3 bis 10 Kommunikationsberater. Kommt einer los oder schaut zu, oder? Und da sagt ihr wahrscheinlich, hey, jetzt zum ein bisschen das Zeichen setzen und Angst schüren und so. Oder sie haben irgendwann angefangen, Masken anzuziehen. Am Anfang haben sie es nicht gehabt, wo sie noch nicht genützt hat offiziell. Und dann plötzlich hat sie ja genützt, dann haben sie Masken angekommen. Aber auch nicht durchgehend.
plötzlich wieder den Nöten schon. Ja. Oder und dann haben sie die Kommunikationsberater, die ihnen sagen, was sie sollen machen. Und dann siehst du so etwas und denkst, hey, so ist der gerade in der Ferien gewesen, wo er das gemacht hat. Ich meine, wenn du das machst, dann müsstest du seriöse Fotos machen, aber sicher nicht, wo du so, ich meine, ja, das sollte die einen schauen da rein, ich sage jetzt nicht, als ob es gerade was am machen wäre nebenbei. Ich meine, das kannst du einfach nicht bringen in einer Krise. Ja. Ja die, gut, aber dann willst du jetzt auch nicht sehen, sieben, wo so mit dem sauren Stein dort. Also ich weiss auch, ja, aber das ist sowieso. Es ist wirklich wie Quatsch Comedy Club. Ja, ja, es ist wirklich. Sieben aber nur einer hat zeigt seine Hände, hey, das ist der Parmalat. Das ist der Schlussgebet, geh in den Himmel, oder? Genau. Er ist der Zeuge Kohl. Also er ist nicht nach oben, der Jesus unter den Apostel. Oder umgeben seinen Apostel. Das ist grossartig. Nein, wirklich, weißt du, ich bin immer stolz auf die Schweiz im Sinne von, das politische System ist nicht komplett verkehrt im Vergleich mit anderen Ländern. Ich war früher noch beleidigt, weil ich uns mit den Schweden verwechselt hat. Ja, ja. Denke, ja genau, ich bin von Schweden. Ja, genau, ich bin Schwede. Wenn man die USA wieder. Also. Aber jetzt sage ich ja bei der Ferie selber, ich bin from Sweden. Ja, genau. Und sage ich, ah, Switzerland, no! Nein, Switzerland, vergiss. Ja, das müssen Sie über die Doppelimpfung wissen. Ja, aber Doppelimpfung läuft ja schon seit Monaten. Das ist gegen Grippe und Corona. Ach so, jetzt muss ich jetzt schon so einen Cocktail jetzt, über. Jetzt muss man schon umdenken. Ja. Ich glaube, bald ist dann noch irgendwie eine Tripperimpfung inkludiert. Gibt es eine Tripperimpfung? Also, es klingt jetzt mega paranoid, gell? Ich habe so, ich glaube, ich habe ein- oder zweimal habe ich mir eine Grippeimpfung gegeben, als ich so um die 20 rum war. Und wenn ich das jetzt noch gut finden würde, oder immer gut gefunden hätte, würde ich es jetzt spätestens nie mehr machen, weil ich vertraue einfach niemandem mehr. Weißt du, was ich zukünftig dann überkomme? Also ich will nie mehr in meinem ganzen Leben eine Grippeimpfung machen lassen. Also es ist natürlich top und super, oder? Pfizer und Moderna top. Aber ich persönlich, ich würde das nicht machen, weil du weißt ja schlussendlich nicht. Ja, mit all deinen Cocktails und Mixes. Genau. Aber es ist super, machen es alle. Ich sehe es gerade. Stricker wird nervös. Ja, weil das Wort ist so ein bisschen... Also, wir sind uns alle einig. Ja. Wir finden die Schlumpfen super. Genau. Wir sollen auf die anderen alle anfangen. Wir machen am Schluss. Ja. Wir sind die Letzten. Das sind Late Followers, genau. Das haben wir auf dem iPhone auch so gemacht. Late Adopters. Ja, genau. Adopters. Wir sind ganz am Schluss. Wir sind die Restbestände aufkaufen. Dann auf eBay weiterverkaufen. Dann. Ja, genau. Geben uns dann die Dreifachdosis an einem Tag. Ja. Hey, so in deinem Umfeld hat sich in den letzten Monaten noch krass etwas geändert? Oder ist das so ein bisschen, so die Freunde, die keine Freunde mehr waren, ist das so ein bisschen konstant geblieben oder ist es noch ein bisschen weiter auseinander? Sagen wir es mal so, die Spaltung ist perfekt. Okay. Die Spaltung ist perfekt, jetzt ist es auch durch. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe jetzt meine Familie und meine Freunde. Ich habe sie eingeteilt, sie mich wahrscheinlich auch. Ja. Und ganz klar in diese Seite und in diese Seite. Und dann gibt es noch zwei, drei, die noch vielleicht ein bisschen in der Mitte rumwuseln. Aber im Großen und Ganzen sind die Fronten geklärt. Und das ist okay, es ist scheiße, aber es ist okay, weil jetzt weiss ich ganz genau, mit wem will ich reden, mit wem muss ich reden, mit wem rede ich über was, wenn ich es überhaupt muss. Aber unterm Strich ist es Horror. Oder? Ich habe das gestern in einem Gespräch gehört bei dir, wo sie glaube ich, gesagt hat, irgendwie, wie viel Prozent von Familie und Freunden da... 40? Ja, hat sie irgendwie eine Wahnsinnszahl gesagt, oder? Sie sind auseinandergegangen, oder? Oder haben sich getrennt, oder so? Sie haben aufgestapelt, ja genau, 40% von den Beziehungen, oder von den... Einfach, glaube Freundschaften und so, oder irgendwie Bekanntschaften oder irgendwie so etwas, ja. Aber eben, ich habe dann auch zuerst gedacht, das ist ja Wahnsinn, und nachher habe ich es durchgedacht, dachte, okay, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht bei 40%, aber es ist gleich ein riesen Teil. Es ist von meinem Freundeskreis und auch in der Familie. Genau, kannst du stoppen da, sorry. Ja, red weiter. Hat es einfach wirklich Leute gegeben, die du einfach musst wie abspalten, oder? Oh. Nein, ich habe etwas anderes zeigen. Schau da. Bei mir spiegelt es, ich sehe es nicht. Hallo. Darum hockst du dort. Ah, das hast du gemacht, oder? Okay, ja. Noch nicht 18. Hast du auch aufgegangen? Hätte ich dir sagen, Entschuldigung. Ja, das kann man schon sagen. Ich habe einen Ring an. Du weißt es ja, du hast mich getraut. Genau. Das ist meine letzte Hochzeit, gell? Für mein ganzes Leben. Zu Hause bleiben. Mich trauen. Das ist so lustig, oder? Da haben wir die Linksfaschistin. Und das ist wirklich eine. Ardon, oder wie die heisst. Wie heisst sie? Jacinda. Das war ja das Postergirl, die junge Mutter aus Neuseeland, die die Gefängnisinsel in Neuseeland regiert, die No-Covid, Zero-Covid-Strategie gefahren hat. Und jetzt sagen wir, wer da steht. Obendrauf. Rekord! Das Corona-Vorzeigeland Neuseeland hat am Dienstag 94 Neuinfektionen gemeldet. So viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie.
Der bisherige Rekord lag bei 89 Fällen und wurde im April 2020 verzeichnet. Also ich würde sagen, im etwa Jahr 2420 sind die aus der Pandemie draussen. Ich bin sicher, die Jacinda Ardern wird immer noch regieren. Und das ist ja jetzt wirklich ein wunderbares Beispiel. Neuseeland und Australien, das sind so faschistische Länder geworden. Und das, da kannst du jetzt wirklich, also Australien kannst du mit Naziland vergleichen. Was dort abläuft, ist, können wir Burn in Australien anschauen. Da kannst du nicht mehr machen ohne Impfung. Und es ist, also die Unterdrückung, wenn du positiv getestet bist, musst du selber ein Schild anbringen an der Haustür, dass du positiv bist. Damit Nachbarn, wenn sie sehen, dass du das Haus wirst verlassen, ich könnte verpfeifen. Also ich habe gehört, dass, wirklich dass du Telefon daheim bekommst und so, und wenn du so und so schnell nicht abnimmst, dass du dann daheim schauen können. Willst du jetzt von da oder von Australien? Australien. Genau, und Neuseeland ist ja auch so. Das ist da auch so. Ja. Das ist da auch so, wenn du in Isolation bist. Ja, ja. Sicher. Die Leute da, und wenn du nicht abnimmst, Lampen. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ist auf jeden Fall, eben, da sehen wir den ganzen hohen Gugus. Und die werden ja als Vorzeigeland, jetzt müssen sie daheim bleiben, zum Leben retten und sich impfen lassen. Und was steht unten dran noch? Es hört nicht, es ist fertig. Ja. Ja, also es ist gesponnen. Es hört nicht auf. Aber eben, du bist schon erzählen gsi von. Entschuldigung, von deinen Freunden. Ja, nein, ich meine, das ist eigentlich abgeschlossen. Eben, ich habe einfach gesagt, das ist. Aber das Schlimme ist, man gewöhnt sich wirklich daran, man sortiert das aus, man ordnet das ein, man versucht irgendwie an dem vorbeizuleben, aber wenn ich es unter dem Strich anschaue und sage, dass ich zwei gute Freunde plus minus wirklich verloren habe, und ich meine, ich habe jetzt auch nicht 50 gute Freunde, und das will ich auch nicht, und auch in der Familie wirklich Ärger rum ist, dann muss ich sagen, hey, von dem redet einfach niemand. Also klar, ja, die Spaltung der Gesellschaft, das ist halt einfach, wer ist geschuld? Wir sind schuld, wie wir uns nicht impfen lassen. Also. Aber ich habe da noch eine interessante These. Findest du nicht auch, dass, weißt du, wie man zum Beispiel sagt, Geld verdient den Charakter, und jetzt sage ich, nein, Geld zeigt, wer du wirklich bist, weil du dann keine Abhängigkeiten mehr hast. Und da habe ich schon das Gefühl, du findest jetzt innerhalb von wenigen Sekunden, wenn du mit jemandem redest, den du nicht kennst, findest du heraus, wie er oder sie tickt, ob er oder sie den Bullshit da immer noch glaubt oder nicht, oder wenigstens ein bisschen kann denken. Und wenn du jetzt sagst, eben so die Sachen trennen sich und Freunde verloren, glaubst du nicht, dass jetzt einfach gewisse Sachen visibel geworden sind, die vorher nicht das Tageslicht gekommen sind? Das ist halt wie, wenn du regelmäßig mit Leuten machst und du gehst vielleicht immer nur 2-3 Stunden essen, das ist eine coole Zeit, okay, und du gehst zum Beispiel plötzlich zusammen in die Ferien und dann bist du auch noch zusammen, wenn die 2-3 coole Stunden vorbei sind, dann bist du immer noch miteinander zusammen, und darum gibt es so häufig, wenn sich Leute in der Ferien streiten. Und jetzt finde ich schon auch, jetzt kommen einfach gewisse Sachen zum Vorschein, oder? Weil es eine Krise ist, oder? Und auf psychologischer Ebene ist es wirklich, wo vorher einfach nie zum Vorschein gekommen wäre. Und darum eigentlich trennt sich jetzt nur so ein bisschen das eine vom anderen, finde ich, wenn ich genau anschaue, in meinem Fall zumindest. Ja, klar, das habe ich mir auch überlegt. Ja, sind das, wie habe ich 20 Jahre mit diesen Leuten gute Gespräche führen, gute Zeit haben, zusammenarbeiten zum Teil? Wie habe ich das können, wenn ich jetzt sehe, dass die auch so komplett anders ticken als ich, oder? Aber ich weiß nicht, das hat es einfach bis jetzt. Eben, ich habe das vorher schon gesagt, ich bin ein Mensch, wo ich kann auch mit jemandem, der komplett anders denkt als ich, im Prinzip auskommen, solange seine Denkweise mein Leben nicht beeinträchtigt. Nee. Oder? Nee. Er kann jetzt, er kann finden, ich weiß nicht was, irgendetwas, mein Auto ist das allerletzte, oder meine Kleider sind das allerletzte, oder irgendetwas ist mir völlig egal, solange er mir nicht sagt, du musst jetzt per Gesetz andere Hosen anlegen, oder? Dann habe ich ein Problem, und das ist jetzt ja der Fall, oder? Durch ihre andere Meinung wird mein Leben eingeschränkt. Das ist das Problem. Und bis jetzt habe ich das Problem nicht gehabt. Ich habe klar bei diesen Freunden auch schon in anderen Diskussionen gemerkt, okay, da haben wir jetzt heute wirklich nicht auf der gleichen Bühne. Und dann hat es auch mal irgendwie ein paar laute Worte gegeben. Aber das ist nie schlimm gewesen, weil ich habe ihn nicht ändern und er hat mich in dem Sinne auch nicht ändern. Also. Aber das ist das Problem, wenn wir jetzt in dieser Krise haben. Da kann man wirklich sagen, ich habe es der Maria schon gesagt, wir haben keine Verhandlungsmasse. Wir können schon sagen, okay, verpulvert wieder uns das Geld, dann gratis Pizzakörbe bestellen, macht alles, was ihr wollt. Aber wir wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Und da gibt es keinen Kompromiss. Da gibt es nicht den Kompromiss, lasst uns ein bisschen in Ruhe. Wir wollen in Ruhe gelassen werden. Lasst uns in Frieden. Ja. Wenn du willst, Massenkleidung kriegst du ja, wenn du willst, impfen, gehst du impfen. Wenn du willst, egal was machen, mach's. Wir wollen einfach in Frieden gelassen werden. Und wir schreiben dir auch nicht vor, was du machst, das kommt dann noch dazu. Genau, oder? Der das Denkfehler zu meinen, da stechen sich zwei Meinungen gegenüber, die quasi emanzipiert gegenüberstehen, dem ist nicht so. Weil da ist eine Bevölkerungsgruppe, die andere Bevölkerungsgruppe unterdrücken.
Und da ist die andere Bevölkerungsgruppe, die unterdrückt wird und keine andere Forderung stellt, außer lass mich in Ruhe. Aber siehst du, das finde ich eben genau noch wichtig, weil es ist eben nicht so, oder, dass wir, und ich rede jetzt einfach mal für den Widerstand, klagen jetzt immer wieder Ausnahmen, aber dass wir sagen, ihr dürft keine Maske mehr anlegen oder ihr dürft euch nicht impfen lassen. Das ist nie so gewesen, sondern einfach lasst mich oder lasst uns in Ruhe, macht ihr, was ihr wollt, leben und leben gut, lassen. Das Geld verlachen hat mich schon mal ja, klar. Jetzt ja, ist es mir egal. Jetzt ist mir wirklich egal. Ja, aber ich muss jetzt da auch einfach wieder für das Verständnis, ich nehme jetzt die andere Position ein, einfach so wie ich es halt gehört habe von diesen Leuten. Die sagen natürlich nicht, dass uns das einzige Anliegen ist, in Ruhe gelassen zu werden. Weil sie sagen, nein. Ist du, unser Moment, aber stopp, denn ihre Argumentation ist, durch das, dass du eine Handlung nicht machst, sprich nicht impfen, nicht Masken anlegen, gefährdest du das ganze soziale und gesundheitliche System in der Schweiz. Das heisst, deine Nichtshandlung, ist eine Gefahr für mich. Und das ist ein ganz komischer Schluss. Oder? Bis jetzt haben wir immer etwas machen müssen, dass man gefährlich ist. Jetzt ist man gefährlich, wenn man etwas nicht macht. Oder? Und das sage ich seit 1,5 Jahren. Ich weigere mich, als auf einen Virenherd Produzent reduziert zu werden. Ich bin kein Selbstmordattentäter. Was egal ist, dass ich... Wir werden dargestellt wie potenzielle Selbstmordattentäter. Schon wenn du da stehst und schnaufst. Dass wir arbeiten, dass es egal ist, dass wir selber sterben und andere mit dem Tod reissen. Ich verweigere mich, mich so kategorisieren zu lassen. Und da kann man sagen, das ist eine extreme Position. Dann bin ich halt jetzt ein Menschenrechtsextremist. Das finde ich, mit dem Begriff kann ich leben. Aber ja. Ja, es ist ja der grösste Scam, der überhaupt passiert ist, oder? In dieser ganzen Pandemie, oder? Dass man gesagt hat, du gehst jetzt in die ÖV rein und du, wie du so da bist und da sitzt oder da stehst und einfach nur schnaufst, du bist potenziell gefährlich. Und am Anfang haben wir immer, oder das diskutiert man jetzt, glaube ich, weniger mit, du hast zwar gar keine Symptome, aber du bist leicht krank und so. Eigentlich hat man ja genau das gemacht, oder? Zum einfach den Leuten potenziell einpflanzen, es könnte eigentlich jeder potenzielle Mörder sein, oder? Und tut mir jetzt leid, dass es in deinem Umfeld solche Leute hat, aber ja, wenn du das wirklich glaubst und du anfängst, Menschen so einkategorisieren, dann, dann haben sie einfach auch irgendeinen Test nicht bestanden. Also das ist tragisch. Aber, ich hätte schon einen guten Input, abgesehen von, dass der Bitcoin ein paar hundert Franken vom Allzeit hoch ist, was dich, glaube ich, sehr könnte freuen, oder? Freut mich auch, Tesla ist auch gut unterwegs. Und ich bin wieder nicht eingestiegen, verdammt nochmal. Ja. Ich kann es auch mitbekommen. Los, endlich, es ist bei Bitcoin nie zu spät zum Einsteigen, nach meiner Meinung. Aber es ist einfach teurer zum Einsteigen. Aber vielleicht mal etwas Positives. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie geil das wird, wie sehr wir werden geniessen, wenn die Freiheit zurück ist. Und sie wird ja irgendwann zurückkommen, vielleicht nicht in allen Bereichen und so, aber die Maskenpflicht wird fallen irgendwann. Irgendwann hört das Schlumpfen auf. Irgendwann kann man reisen gehen wieder. Man kann andere Länder besuchen und man trifft auf hysterische Psychopathen. Habt ihr schon mal überlegt, wie viel mehr Freude, abgesehen davon, dass du mehr Geld im Sack hast, weil du Bitcoin hast, wie viel mehr Freude du das Leben gehst, wenn du mal gemerkt hast, wie es ist, wenn dir die Freiheit fehlt, wenn du sie zurück hast. Hast du das überlegt? Ja, ist genau das gleiche, wie wenn du halt in der Schweiz lebst, oder? Und irgendeinen scheiß Winter hast, dann freust du dich wieder auf den Frühling und dort Südamerika kann das gar nicht nachvollziehen. Ich gehe dann gerade wieder einen Schritt weiter und überlege, wie lange hebt das an und wie viel haben wir effektiv daraus gelernt, oder? Ja, und dort habe ich wieder das Gefühl, das wird recht schnell das gehen. Das wird nicht lange anheben. Nein, das wird nicht lange anheben. Also nein, nicht. Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe. Hast du das Gefühl, kommen dann die nächsten Auflagen irgendwie oder so? Oder? Nein, ich habe mehr gemeint, gehen wir jetzt mal wirklich von einem Happy End aus und alles ist wieder normal. Und ich bin dort überzeugt, dass der Mensch nicht das gescheitste Tier ist auf der Welt und dass wir uns mega werden freuen, ja, und dass der Peak mega hoch ist. So eine Kurve, die das BOG mal gerne gehabt hat, aber nie bekommen hat. Aber dass es mega schnell wieder wird abflachen und dass wir wieder alles für selbstverständlich sehen. Und ich glaube, das wird mega schnell kommen. Das glaube ich auch. Mir nicht. Vielleicht auf andere Menschen bezogen, auf mich nicht. Okay. Auf mich nicht. Ich sehe die Welt, ich sehe die Welt im anderen Licht und ich werde Freiheit mehr geniessen als vor dieser Pandemie. Ja, dann hast du schon vielleicht so in so ganz speziellen Moment, wo du dich erinnern, also ich rede jetzt von mir, es wird so einen Moment geben, wo ich mich erinnere und sage, da bin ich doch gewesen oder das habe ich gemacht und weiss noch, vor 1, 2, 3 Jahren oder was, da habe ich dann noch nicht mal reinlaufen oder ich musste die Masken anlegen oder irgendetwas oder ich musste einen blöden Test machen oder ich konnte nicht ins Flugzeug einsteigen oder irgendetwas. Das schon so punktuell wird es das geben, aber ich glaube generell, wenn das jetzt
so Gott will, so schön wie es wäre, nächsten Frühling irgendwie alles einfach ausplempeln und nächsten Sommer alles wieder normal wäre. Schön wäre es. Ja. Ich glaube nicht, dass das bei mir würde... nächsten Sommer, das ist mir zu kurz. Nein, okay, sagen wir zwei Jahre. Sagen wir zwei oder drei Jahre. Aber ich glaube, für mich, das würde... 2-3 Wochen max anheben, dass ich jeden Morgen wieder aufstehe und sage, hey Scheiße, ich muss ja gar nicht mehr das und das und das. Und dann ist es einfach wieder normal. Sagt dir etwas. Ich habe jetzt einen Freund aus Montana, der wo regelmäßig meine Sendung schaut, der gesagt hat, seine Mutter aus Deutschland einfliegen lassen. Die wird nie mehr zurück auf Deutschland gehen, schon ab 74 oder so. Und noch 6, ich bin mir ganz sicher, wann er gesagt hat, aber sinngemäß, noch 6 Wochen später sei die Frau noch traumatisiert. Also mit den, ohne Maske in den Laden rein, ist ein komisches Gefühl, einfach zu einem Restaurant laufen, ist ein komisches Gefühl. Oder? Und ich glaube auch, ganz ehrlich, ich glaube auch, dass die, nicht der Virus, sondern die Unfreiheit und die Unterdrückung, weißt, all die Polizeibegegnungen und all der Mist, das hinterlässt Spuren, all die Prozesse, die Verfahren, all das Zeugs, das hinterlässt alles Spuren. Und ich glaube mittlerweile auch, dass ich selber ein Stück weit, nicht gerade, dass ich an dem wird brutal leiden, aber dass ich auch bereits ein Stück traumatisiert bin. Und ich glaube durchaus, dass wenn das Ganze sich lüftet und wir werden wir sind auf der Siegerstraße, da bin ich fest davon überzeugt, wenn wir das werden gewinnen am Ende, dass ich das über sehr lange Zeit werde können geniessen. Also nicht einfach nur eine Sommerferie lang, sondern ich werde mal länger als eine Sommerferie brauchen, um den ganzen Scheiß überhaupt verdauen. Und dann muss man etwas sehen. Die ganze Kontrolle funktioniert ja nur darum, weil die Massenmedien und Social Media ja alle unter einem Deckel sind. Und jetzt passiert es so viel. Die Massenmedien verlieren, haben einen starken Markenkern gehabt. Oder gerade der Blick hat einen starken Markenkern gehabt. Und bei vielen Leuten hat das meinetwegen immer noch. Aber bei der Hälfte der Bevölkerung hat der Bundesrat Marken brutal gelitten. Bei den Massenmedien das Gleiche. Und auch Social Media, da kommen andere Portale wie Rumble, Locals und es ist Flüge, wie Pilz kommen aus dem Boden raus und es mag nochmal 5 oder 10 Jahre gehen. Aber da wird ein Wettbewerb jetzt stehen. Du hast in Amerika bereits gespielt, dass Amerika, sie haben gegen den Trump gewettert, wie es könnte vor den Wahlen und er ist gewählt worden. Ob er wiedergewählt worden ist, da können wir nicht diskutieren auf YouTube. Aber auf jeden Fall, es ist trotz allem Gegenwind hat Amerika eine 50-50-Situation mit der Mehrheit der Bundesstaaten auf republikanischer Seite, wie einwohnermässig etwa gleich, wenn die Ost-West-Küste demokratisch, der ganze mittlere Teil von Amerika ist einfach die Massenmedien für immer verloren, scheint es. Man hat nicht das Gefühl, dass es Texas, es South Dakota oder so jemals wieder wird, den Medien an etwas glauben. Und da denke ich, haben wir schon eine unglaublich spannende Ausgangslage, auch wenn jetzt wenn die Freiheit zurückerobert ist, dass es wird viel schwieriger sein, in einem zweiten Anlauf, dass die Massenmedien so etwas nochmal durchgeben, den Bundesrat so etwas nochmal durchgibt, weil viele Leute von Anfang an schon den Stand werden haben, den sie heute haben. Und nicht vor 1,5 Jahren. Ja. Da bin ich... sag du zuerst. Nein, das glaube ich schon auch. Das ist schon so, oder? Wo ich irgendwie im 18 ist oder so, glaube ich, oder ich angefangen habe mit meinen Songs Matrix Theory und ich habe einen Song über Massenmedien gemacht und Blurring Lines eben und Lügen und eben die Linie ist nicht ganz klar und du bist verarscht. Und dort bist du noch der Verschwörungstheoretiker gewesen und heute jeder, der ein bisschen klar kann denken, nur ganz, ganz, ganz wenig weiß, was da für ein Spiel getrieben wird. Und vor 2-3 Jahren ist das sage, so ist vielen 50, Leuten 50. nie klar gewesen. Ich glaube, dass 80% begriffen haben, aber es ist nicht mehr einfach, ich sage, ich habe meine 70-15 Theorie. 15% Extremisten auf beiden Seiten. Die einen wollen die totale Unterdrückung, die anderen wollen die totale Freiheit. Und dann ist 70% Manövriermasse. Und ich glaube schon, dass mittlerweile von dieser Manövriermasse sehr viele Leute einfach jetzt grundsätzlich skeptischer sind, weil nämlich etwa die Hälfte der Manövriermasse hat sich jetzt so den Dschungel der Lügen durchgekämpft und hat mittlerweile verstanden, dass das, was da passiert, nicht normal, nicht gesund und auch seltsam ist, wenn man sieht, wie Massenmedien und Bundesrat auf einer Linie kommunizieren. Das sieht man auch unten dran, den Leserkommentar. Einer hat übrigens einen super Tweet super Kommentar abgesetzt. Habe ich gesehen. Habe ich ihn gepostet. Hast du ihn gesehen? Im SRF. Hat dir doch gefallen? So, ja, das ist super. Warte schnell. Ich schicke schnell einen Sand unserem Regisseur. Gut, vornehmen darf man sagen, oder? Das ist einfach mein Lieblingskommentar auf 20 Minuten. Ich hoffe, er kommt an.
Und die Schönheit ist, nicht der Kommentar selber, also dort, dass dort die Zensur durch ist immer schön, aber dass eine deutliche, also eine Mehrheit findet Love It, das finde ich eigentlich das Schönste. Jetzt ist es durch. Ja. Bei diesen Sachen frage ich mich, haben wir gesehen, ob sie es selber nicht mehr unter Kontrolle haben. SRF ist wie Fukushima, strahlt aus, bis alle behindert sind. Leider nur 163 Stimmen, aber ich sehe, eine knappe Mehrheit liebt das, den Kommentar. Und das ist doch immer in der Masse mehr die Konsumenten, oder? Also das ist wirklich... Ja, ich weiß nicht. Also ich muss jetzt wieder die Gegenposition. Ich bin da nicht so Nein, es muss ein bisschen spannend bleiben. Nein, das meine ich wirklich. Das sage ich jetzt nicht einfach nur, weil es lustiger ist so. Oder eben nicht. Ich bin nicht so optimistisch, was das angeht, dass die Leute das noch lang, oder sagen wir einfach mal, das Grossteil vom Volk, wird nach der ganzen Übung, wenn dann das irgendwann mal durch ist, irgendwie kritischer sein oder sagen, ich schaue jetzt weniger Fernsehen, weniger Massenmedien etc. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber es wird einen Trend geben, Richtung Freiheit, einen Trend geben, Richtung Rechts. Nein. Das glaube ich. Ja, kurzfristig. Aber kennst du den Gellmann-Effekt? Wie heißt der? Gellmann-Effekt. Kennst du den Gellmann-Effekt? Der gibt dir recht. Wenn wir das googeln, Gellmann, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, der hat lustigerweise einen Bestseller-Autor erfunden und er hat einen Gellmann-Effekt genannt, nur weil es gut tönt. Der Gellmann ist ja ein Wissenschaftler, aber das ist Gellmann-Syndrom. Oder dass man jetzt das nicht findet. Gellmann? Gellmann oder Gellmann? Da, nein, das ist nicht Gellmann-Syndrom. Heißt nein, der Gellmann... Ich weiß es nicht. Ah, Mist. Auf jeden Fall, ich muss sagen, es heisst ein bisschen anders. Wohl Gellmann-Amnesie-Effekt. Von Philipp Wampfler. Ah, Gellmann ist auseinandergeschrieben. Man kann es kurz zusammenfassen. Wenn du zum Beispiel, genau, also ich kann das schon gross machen, das ist sicher schon zusammengefasst. Der Gellmann-Amnesie-Effekt bezieht sich auf die Medienrezeption. Wer sich in einem Fachgebiet gut auskennt, empfindet die Berichterstattung darüber meist als verzerrt, fehlerhaft und verständnislos. Sobald die Person aber mediale Beiträge zu anderen Themen wahrnimmt, verschwindet dieser Eindruck. Das Vertrauen in die journalistische Arbeit ist wiederhergestellt. Und das ist ein schönes Beispiel. Eben, man hat jetzt Corona, man hat den Mist verstanden, man regt sich nur noch auf. Gut, Corona ist ein extremes Beispiel. Nennen wir etwas anderes. Du bist jetzt eine öffentliche Figur als DJ Mike Candice und du hast auch schon Artikel über dich gelesen und hast gefunden, du bist so scheiße dargestellt. Nicht immer bösartig, aber einfach so falsch, so oberflächlich. Und jeder, der das schon erlebt hat, weiß das. Und das gilt auch bei anderen Themen. Wenn du zum Beispiel Mathematiker wirst, dann wirst du eher etwas erklärt bekommen, wie Mathematik funktioniert. Die haben etwas über Formeln und du findest es völlig flach dargestellt und vereinfacht und wirst sofort schauen. Aber dann tust du die Seite umblättern und denkst, hat der Putin wieder das dumme Arschloch? Mhm. Weil du einfach von Russland keine Ahnung hast und dann glaubst du es wieder. Und diese Gefahr sehe ich auch. Dass Leute jetzt bei Corona denken, ja, bei Corona sind wir jetzt angelogen worden, aber wenn jetzt die ganze Klimascheisse, die stimmt halt trotzdem so. Da glaube ich schon, dass da etwas Neues kommt, wenn der Putin jetzt Grund ist für die steigenden Gaspreise und nicht etwa den Markt und das Versagen vom Westen, dann werden die Leute wahrscheinlich auch von unserer Gruppe, von den grossen Medienkritikern, das zum Teil einfach annehmen. Oder auch Syrien, der Assad, das dumme Arschloch. Mm. Oder wird man einfach annehmen, ob stimmt oder nicht? Ich kann jetzt sagen, es fängt ja schon dort an, wenn wir, also wahrscheinlich rede ich da für uns alle, wenn wir etwas lesen, jetzt in den Massenmedien, wo man findet, jetzt spinnen sie wieder, dann sagen wir, was ist das für ein Scheiß? Und wenn wir etwas lesen, wo man findet, das ist jetzt eigentlich noch etwas pro für uns, dann finden wir die Massenmedien. Plötzlich finden wir, da haben sie jetzt einmal die Wahrheit gesagt, oder? Also weißt, das ist ja eigentlich ein ähnlicher Effekt. Oder? Eigentlich müsstest du entweder sagen, die erzählen einfach einen Scheiß. Oder kannst du sagen, ja, selektiv, was mir nicht passt, ist ein Scheiß. Und was mir passt, dort haben sie wirklich gute Journalisten am Start gehabt. Oder? Ja, wobei es ist ja zum Teil ja schon so, dass sie einfach immer nur einen Scheiß berichtet. Ein Teil stimmt dann wirklich. Und aber das ist ja gleich aus deiner Sicht, oder? Das stimmt, ist klar, wenn mal ein guter Artikel kommt, aber natürlich ist es immer subjektiv, eine objektive Wahrheit, in dem Sinn gibt es ja nicht. Aber trotzdem gibt es einfach dann schon Artikel, die näher an der Wahrheit sind als andere. Und natürlich haben wir unsere Vorurteile und so, wir können uns auch irren, aber jetzt im Fall von Corona wissen wir, also wirklich, wir wissen, wir irren uns nicht. Wenn die Lebenswelt in der Schweiz 84 ist, der durchschnittliche Corona-Tod ist 86, können wir die Diskussion beenden, eigentlich. Wenn die kalten, harten, achten Zahlen das sagen, braucht man nicht mehr. Hast du mal
gegen das Argument das Argument gehört von dem Flugzeug mit den 284 oder 6, sagen wir 284-Jährigen drin, die abstürzt. Hast du das mal gehört? Mit 284-Jährigen? Okay. Ist das ein bisschen kompliziert. Einfach zum das, ich habe das gehört, dass andere Corona-Skeptiker, Massnahmen-Skeptiker, ich sage es auch schon falsch, siehst, Massnahmen-Skeptiker auch das Argument gebracht haben, von wegen der Lebenserwartung ist eigentlich mit Corona höher als ohne. Okay, und dann ist das Gegenargument gekommen von den Corona, wie sagst du, Corona-Fanboys oder wie sagst du, Covid-Fans, ja. Die haben dann gesagt, okay, das würde nach deiner Logik heißen, wenn ein Flugzeug abstürzt, wo drin 200 alte Leute sind, sagen wir, die sind 84, dann würdest du sagen, ist ja egal. Nein. Weil die wären sowieso gestorben. Das ist erstmal eine falsche Analogie. Ja, klar, ist eine falsche Analogie, aber das ist das Argument. Ja, aber das ist einfach die Banken, oder? Also jetzt da mit Kovic, gut, er hat es trotzdem nicht verstanden, aber Marco Kovic war da gewesen, ich habe es lang und breit erzählt. Er hat noch ein bisschen nuanciert argumentiert, er hat gesagt, wenn jemand 84 ist, alle 84-Jährigen oder alle 86-Jährigen, wenn du es schauen im Spital, in den Pflegeheimen, überall, dann lebt ein 86-Jähriger im Schnitt noch 7 Jahre. Und die 7 Jahre sind geglaubt worden, weil er mit 86 gestorben ist. Da merkt man schon vom Gefühl her, dass etwas nicht stimmt. Weil grundsätzlich kann man sagen, egal an was er stirbt, er hätte noch 7 Jahre gelebt. Aber so ist es eben nicht. Und der Denkfehler ist eben ganz einfach zu begründen. Die Leute meinen, wenn jemand mit 86 Covid stirbt, dass Covid sein Todesurteil war. Das ist schon mal bestritten, weil etwa ich glaube, 80 bis 85% der 86-Jährigen, die Covid überkommen, überleben Covid. Das heisst also, dort stirbt nur eine Minderheit. Und die anderen Leute, die nicht mit 86 sterben, die 80%, die werden 87, 90, 93, 95, 98, 100 und werden im Schnitt auch 93 Jahre alt. Ja, es geht noch weiter. Und die sterben, haben alle schwere Vorerkrankungen und es gibt so viele Organe. Genau, ich will nur sagen, genau, das ist ja nicht einmal, genau. Und darum, wenn man jetzt, ich will aber nur sagen, das können, und bei einem Flugzeugabsturz ist ganz klar, sie sind am Flugzeugabsturz gestorben, nicht an etwas anderem. Und bei Covid haben sie einfach einen positiven Test, ist an dem gestorben, meinetwegen sogar mit einer Atemwegserkrankung, aber die Grippe hat nicht wegreffen können. Wir wissen seit gestern von der Dr. Maria Wegelin, also man hätte schon vorne können wissen, dass die allermeisten Leute, die sterben, verschiedenste Risiken haben und es gar nicht so einfach ist, zu herausfinden, war das jemand genau gestorben ist und so weiter. Es gibt ein mannigfaltiges Argument, aber das kalte, harte, nackte Argument ist der, dass ein durchschnittlich 86-jährige Covid-Positive auch 93 wird. Also es ist nicht lebensverkürzend, statistisch gesehen, das gibt es nicht. Ja, und es geht noch weiter, weißt du, wenn jetzt das alles würde stimmen, oder dann, um das Flugzeug zu retten, würden einfach ganz viele andere Flugzeuge irgendwo rein crashen. Und das checkt man ja wieder nicht, oder? Wo sind all die Flugzeuge mit den Jungen, die jetzt nicht in die Psychiatrie eingeliefert werden, weil sie überfüllt sind, oder? Das musst du alles mit einbeziehen. Gegeneinander aufrechnen, oder? Und so. Das ist ein bisschen schade, dann ich verpasst mit Kovic zu sprechen. Er hat gesagt, ja, man könnte über Verhältnismäßigkeit reden, ob das sinnvoll ist. Ich kann das weglassen, weil ich so lange auf dem Thema umgeritten bin, weil ich habe dort einfach die Bank. Ich habe einfach wieder Leid. Ich hätte mir es einfach nicht glauben. Er hat gesagt, ich bin ein Mathematiker, das ist ein Denkfehler von dir, ist verzeihlich, ist nachvollziehbar. Wenn man am Anfang wirklich kurz überlegen, wenn man es mal verstanden hat, dann geht man nicht darauf hin. Aber auf diesen Punkt hätte ich gerne gehört. Ich hätte gerne gehört von Marco Kovic, wie er will die Massnahmen begründen, die extremen Massnahmen. Ich hätte es noch verstanden, wenn wir jetzt Länder hätten, die keine Massnahmen ergriffen hätten, wo sag ich mal, ein Viertel von der Bevölkerung ausradiert worden wäre. Mm. Da könnte man sagen, gesehen da, die haben nichts gemacht, das ist schlimm. Aber die Sache ist ja, wir haben Schweden, oh, das ist so ein grosses Land. Ja, wir haben South Dakota, wir haben Florida, oh, das ist ganz ein anderes Klima. In Afrika ist ja 5% der Leute geimpft, passiert auch nichts. Ja, das ist viel jüngere Bevölkerung, stimmt auch. Aber eben, man hat nie jetzt auf der Welt ein Beispiel, dass es eskaliert ist. Und ich würde schon wissen, wie einer, der die Massnahmen hier befürwortet, wie er das irgendwie will, als verhältnismäßig taxieren, was da passiert. Ich meine, die ganze Welt hat seit 1,5 Jahren kein anderes Thema mehr. Mhm. Wir sind alle im Stillstand. Mhm. Nicht nur der Verlust an Produktivität, sondern leistet der Verlust an Kreativität, der Verlust an Vergnügen, an Unbeschwertheit. Oder? Haben wir nicht auch schon häufig gefragt, oder sagen wir, du machst mit irgendjemandem ab, du redest mit irgendjemandem und du nimmst dir vielleicht vor, nicht über Psychopathen in Bern zu reden und nach 15 Minuten landest du halt meistens lieb wieder dort. Haben wir nicht irgendwann auch schon gefragt, hey, wenn ich jetzt all die Minuten
in einer Flasche wieder zurückbekommen nächstes Jahr, als ich über das Thema geredet habe. Und jetzt mal deine wertvollen Sendungen ausgeschlossen, wirklich privat. Oder so, was hätte ich mit dieser Zeit gemacht? Was hätte ich alles Schönes, eben Kreatives, ja, genau, auf Tinder, keine Ahnung, egal was, aber einfach irgendetwas, Blöds oder weniger Blöds. Und das ist eigentlich ein riesen Schaden, der entsteht, oder? Das wäre nochmal ein ganz anderes Flugzeug. Ja. Und das ist schon voll noch spannend. Wo findet die Diskussion eigentlich statt? Ja. Nein, der Kreativitätsverlust, der Verlust an allem. Ja. Das ist wie man kann wirklich konservativ sagen, 2 Jahre Corona ist ein verlorenes Jahr. Man kann sagen, 8 Milliarden Leute haben das Jahr verloren. Das sind, bei 8 Millionen Leuten, im Schnitt wird man 80, in der Welt wird man kürzer, ist früher sterben. Aber haben wir über 100 Millionen Tote, wenn man so rechnet. Allein von verlorener Lebenszeit. Ja, weißt du, und da gehst du einen Schritt weiter, oder? Entschuldigung, wenn du bei den jungen Leuten schaust, oder? Wenn jetzt du, keine Ahnung, zwischen 16 und 20 bist, oder wirst du vielleicht selber noch mit, oh, zum ersten Mal Ausgang, zum ersten Mal Freiheit, und dann steht dann ein Zeitfenster weg, das du vielleicht nicht mehr kannst nachholen kannst. Oder? Und dann kannst du noch mal einen Schritt weiter gehen. Also die letzte Runde gegeben von rechten Koryphäen, wo auch die Person drin war, die die ganze mRNA-Geschichte und so erfunden hat. Und das war ein Psychologe dort. Und der hat behauptet, und das ist jetzt recht heavy, dass die Kinder, die jetzt in den letzten Monaten auf die Welt gekommen sind, also es ist wirklich heavy, der hat behauptet, man wird im Durchschnitt 20 IQ-Punkte weniger haben, oder? Weil ja die Kinder immer mit den Masken konfrontiert sind. Und eben das Zeitfenster, ja, ist keine Verschwörung, oder? Wo, aber es ist einfach mal eine Behauptung. Was nicht einfach eine Behauptung ist, ist die, das Zeitfenster, wo du die Mikromimiken kannst aufnehmen, oder, als Baby und so die Social Skills, oder, wo ein Sheldon eben nicht hat, kannst du lernen, das schließt sich irgendwann und das ist nicht, ja, das kannst du mit 5 lernen. Und wenn das vorbei ist, ist es vorbei. Aber es hat einen grossen Vorteil, wenn du einen Blickleser 20 IQ-Punkte nimmst, ist er zu dumm, zum Blick.ch einzutippen und kann den Blick gar nicht mehr lesen. Also wenn hat noch ein Abo am Laufen und zahlt einfach immer, oder? Das ist jetzt dumm zum Künden. Aber ist dumm, zu manipuliert werden, weil er gar nicht versteht, um was es geht. Von dem mal gesehen. Ja, aber das mit den Kindern, also, ich meine, das ist ja sowieso. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen, dass das irgendwann mal noch aufgearbeitet, dass das aufgearbeitet wird. Weil das, also, ich meine, nebst allem anderen auch. Aber beim anderen bin ich so ein bisschen skeptisch, dass sie irgendwann mal noch auf Politiker wirklich losgehen und sagen, okay, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Aber dass mal noch irgendwelche Psychologen oder Pädagogen und so, dass die mal noch auf das erforschen, was dann in Zukunft mit diesen Kindern passiert, wo jetzt der ganze Stress mitmachen, das ist ein Stress. Es ist ja nur schon ein Stress für uns. Ich sehe es an meiner eigenen kleinen Tochter, das ist ein Stress für sie. Sie kommt das mit über, wir laufen in den Laden rein. Oh nein, wir können nicht rein, wir müssen ins Auto gehen, Maske holen. Wieso leihst du Maske noch? Musst erklären. Oh nein, wir können nicht zu Nacht essen. Aus dem Restaurant haben sie das letzte rausgerührt, oder? Und so Sachen. Und die kommen erst, dann reden wir daheim natürlich eine Stunde lang über das. Sind total auf 150. Im Krieg? Ja, wirklich. Fangst an und irgendwann sagt die kleine Tochter, schaut das an und sagt, warum redet ihr so laut? Bitte fangt an brüllen, oder? Also weißt du, das ist, ja, das ist wirklich schlimm. Und dann, eben, ja, ich denke, dass das, ich hoffe es, dass das irgendwann mal noch aufgearbeitet wird. Ich denke auch nicht, dass einzelne Politiker jetzt in Bersen so zur Rechenschaft sagen wird, außer mit Bauernrufen, wenn er in der Öffentlichkeit ist, weil immer mehr Leute das sagen. Aber nur ganz schnell, er ist morgen in Zürich am 5. Kannst du weitermachen. So. Und wo denn? Wo ist er ganz genau? Ich kenne mich in Zürich eben gar nicht so gut. Du bist ja der Stadt Zürich. Ich ja, danke. Egal. Auf jeden Fall. Da glaube ich gar nicht unbedingt, dass das passieren wird. Aber was ich gesehen habe, ist, dass in 20, 30 Jahren die Leute, die heute Kinder sind, Jugendliche sind, die noch nicht politisch denken, sagen wir mal so 10, 12-Jährige, oder, wenn die mal 30, 40 sind, oder vielleicht schon mit 25, wenn die anfangen, Arbeiten zu schreiben, ich halte es für sehr gut möglich, dass man das, einen Vergleich ist nicht gleichsetzen, das würde ich betonen, aber dass man über das wird reden, über Corona wird reden, über, dass es eine Anomalie ist in der Geschichte von Europa oder der Welt, wie der Zweite Weltkrieg. Das halte ich wirklich, dass wirklich sagt, der Nazi-Wahn und der Hützi-Wahn, dass das wirklich einfach Anomalien sind. Das halte ich in einem Zeitfenster von einer Generation, für braucht es zwei Generationen, für wahrscheinlicher, als dass es nicht passiert. Muss ich wieder widersprechen. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil halt bis heute wird ja nicht von den Opfern geredet, also wirklich von den Opfern, wo man kann sagen, Opfer von den Massnahmen. Das wird ja komplett unter den Tisch gekehrt. Eben. Das ist 1940, hat man nicht von den Opfern vom Krieg geredet. Ja, also, aber ich habe das Gefühl, ja, ich weiß es auch nicht. Wir sind ja zu mit drin. Ja. Also noch das Argument, das für mich dagegen spricht, ist,
all die Massnahmen, die nach 9-11 eingeführt worden sind, mit den zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen, sind, so viel ich weiß, und ich weiß ja schon nicht alles, man ist nicht mehr, also all die Schritte, die der Staat mehr gemacht hat, hat er nachher nicht mehr retour gemacht. Und darum habe ich da schon auch noch ein bisschen Bedenken mit allem, was jetzt zusätzlich mehr eingeführt wird. Ich muss mir vorstellen, die Welt ist doch, das ist ein, wie ein riesenhoher Glockenturm. Hat ein Glockenturm überhaupt ein Pendel? Aber es ist wirklich einfach ein grosser, schwerer Pendel, wo die eintritt. Es ist wirklich wie ein Dampfer. Oder wenn du einen Dampfer wenden willst, wenn du einen Titanic wenden willst, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das so ein Schiff braucht zum Wenden. Es sind wahrscheinlich 10, 20 Kilometer. Oder? Und das ist einfach sehr, eine sehr, sehr träge Veranstaltung. Und wir haben jetzt das Gefühl, wir fahren geradeaus. Obwohl der Dampfer sich eigentlich schon am Brüllen ist. Weil wir nehmen das in unserer subjektiven Wahrnehmung gar nicht zur Kenntnis, dass wir eine Art schon Kursänderung eingeschlagen haben. Und darum braucht es die Distanz von einer Generation, vielleicht von zwei Generationen. Das wird wirklich einfach Zeit. Ja. Das ist jetzt wirklich ein spannendes Forschungsgebiet, wo man dann immer auf mehr Sachen kommt, wo die Statistiken plötzlich mehr Gewicht bekommen, als vielleicht heute, weil man in der Retrospektive darauf zurückschaut und sagt, also Moment, was war denn da eigentlich gewesen? Also weißt du, nur ganz schnell, was ja wirklich spannend ist, oder, das, was du gerade gesagt hast, so der, eben in dem ganzen Narrativ, oder, wo jetzt immer das Gleiche erzählt wird in den letzten Monaten. Eben, nicht, dass ich regelmäßig die Trash-Zeitungen lese, aber wo sind Plattformen, wo eben Psychologen und Philosophen und weißt du, wo diesen Leuten eine Plattform gegeben worden sind, wo eben genau mal solche Sachen einfach wenigstens ein bisschen haben können prognostizieren oder sagen, hey, vielleicht zum Beispiel. Nein, aber ich meine jetzt in den letzten Monaten oder so. Dass neben dem BAG vielleicht nur zwei, drei Psychologen und Psychiater dabei stehen, die sagen, hey Moment, wenn ihr das macht, könnte das Konsequenz sein und dort müsst ihr aufpassen. In 20, 30 Jahren hast du vielleicht beim SRF einen konservativen Chef. In 20, 30 Jahren. Kaum, weil es ist, ist vom Staat. Egal. Es kann ja, der Staat kann völlig rechts werden. Es ist alles möglich. Ist alles möglich. Ein starker Staat ist a priori nie rechts, weil rechts will so ein kleiner Staat, rechts will ein schwacher Staat. Nein, libertär ist es nicht, aber rechts... Ah, rechts will auch ein kleiner Staat, rechts ja, will nicht... Ja, wie immer. Nein, das ist nicht wahr. Also du hast ja, in Bolsonaro oder so ist ja rechts oder so. Und du hast oder zum Beispiel Ungarn, hast du einen Ministerpräsidenten oder einen Präsidenten, der ist sehr rechts und der hat jetzt Medien das spiegelt keine Freude, oder? Aber der hat jetzt denen Einschränkungen gegeben und die dürfen gewisse Sachen nicht machen. Dann sagen sie, oh, Pressefreiheit, oder? Und da weiss man, da scheint irgendetwas richtig zu laufen. Und das ist, wir sind jetzt einfach in einer Generation gefangen, wo von der Linken, wo die Medien link sind. In den 50er, 60er, 70er Jahren sind die Medien rechts gewesen. Da hat man den Katholizismus hochgehalten und die Treue und die Ehe und alles, was langweilig war. Und das ist jetzt schon ein bisschen zu kurz gedacht, dass man einfach sagt, das ist auf alle Ewigkeiten so. Dass das Schiff kann wenden und in 20, 30 Jahren kann der Springer Verlag oder der Schnatz schon bürgerlich, aber jetzt ein Ringier oder ein Tamedia oder so, die können in andere Hände kommen. Der Zeitgeist kann sich wenden. Und dann sind die Leute an der Macht, an der Schalthebel, die absolut unschuldig sind in Bezug auf Corona. Die nicht geschrieben haben über Corona, die nicht gejubelt haben für Corona, die einfach eine andere Generation ist und das einfach mal aus einer Distanz anschauen. Ja, oder sie sind schuldig, aber wie du gesagt hast, der Zeitgeist hat geändert. Das kann schon sein. Oder? Und dann ist es wieder rein Opportunismus, dass sie dann mitmachen, wie es cool ist. Heißt, wie lange? Ja, man hätte es besser gewusst, aber wir sind schon ein bisschen dumm gewesen. Und irgendwann findet man heraus, wir sind wirklich nur dumm gewesen. Ja, oder schuldig. Ich hoffe, dass das irgendwann passiert. Also erstens glaube ich auch, das wird mindestens eine Generation brauchen, mindestens, bis das wird passieren. Was mich ein bisschen stutzig macht, also wo ich nicht ganz sicher bin, dass das in dem Ausmaß, wenn man es jetzt vergleicht mit dem Zweiten Weltkrieg, wird passieren, dass es ins Detail nachforscht wird und dass man wirklich alles wissen will, was ist genau passiert, wer hat was gemacht und wer ist schuld an was. Was der Unterschied ist, jetzt zum Beispiel zum Zweiten Weltkrieg, dort hast du verschiedene Parteien gehabt, die verschiedene Interessen gehabt haben. Und jetzt, wenn du die ganze Welt anschaust, siehst du mehr oder weniger so aus, dass momentan die ganze Welt plus minus das ganze Spiel mitmacht. Mhm.
Und das war ja im Zweiten Weltkrieg nicht. Du hast nicht einfach gesagt, okay, ja, die ganze Welt hat das Gleiche wollen. Ja. Ich weiss nicht, ob es dann aufgearbeitet worden wäre. Weil jetzt hast du ja gar nie, momentan hast du ja keinen Staat, der ein Interesse hat, um das aufzuarbeiten. Im Zweiten Weltkrieg hast du ganz klar gesagt, okay, Deutschland ist der Feind, der ist der Feind. Und dann hast du ja zum Beispiel die Amerikaner oder die Engländer gehabt, die haben wollen, natürlich im Nachhinein beweisen und sagen, hey, wir müssen etwas machen, oder? Weil der Deutschland hat jetzt, das gemacht, oder? Jetzt sagt die DDR, die sind wie lange? 44 Jahre lang, seit dem Zweiten Weltkrieg. Gut, getrennte Mauer ist nicht so lang gewesen. Wann war das? Mitte 50er Jahre? Wann ist die Mauer gekommen? Ich weiß es gar nicht. Die ist ja in 30, 40 Jahren gestanden. Oder? Und dort kann man auch sagen, natürlich, da kann man sagen, ja, da sind ja alle, also nach dem Zweiten Weltkrieg, die DDR, die hat ja gefunden, Kommunismus alles richtig, macht alles richtig, alles ist gut und so weiter. Und dann kommt 1989 und dann kippt alles plötzlich schnell. Ja, aber da hast du rundum hast du schon, sagen wir mal, liberale, kapitalistische Staaten gehabt, plus minus, oder? Ja. Aber wenn, stell dir mal vor, die ganze Welt geht aus irgendeinem Grund in den Kommunismus rein. Wer kämpft dann gegen den Kommunismus? Weißt du, du musst es anders sehen. Weißt du, jetzt heisst es immer, 16% der Wissenschaft sind für Klimaerwärmung auf dieser Seite. Oder ein bisschen bei uns, man hat das Gefühl, Wissenschaft hat nur eine Meinung. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn wirklich das anfängt zu kippen, dass Corona nicht mehr das brandheiße Thema ist, das Karriere beendet. Und ich würde sagen, in 20, 30 Jahren könnte man so weit sein. Dann können wir plötzlich ganz viele Leute führen, die jetzt noch geschwiegen haben, die schon 70, 80 sind, die dann einfach auspacken, es gibt Zeitzeugendokus, so wie es im ZDF dort, wie die Serie geheissen, über die zwei Weltkriegsgeschichten, dass es über viele Jahre aufgearbeitet wird. Klar, wenn es jetzt so endet in dem Frühling, was ja viele meinen, dann kann man sagen, es war nur zwei Jahre Irrsinn gewesen. Mhm. Aber wenn es einmal, länger geht oder so, dann wird das eine sehr lange Zeit, dann wird das Menschheit auf eine sehr lange Zeit heraus beschäftigen. Ich denke jetzt schon. Ja. Aber wenn es nochmal länger andauert und in die nächste Unterdrückung hineinführt, dann wird die Zeit kommen, wo das aufgeschafft wird. Aber was ist, wenn der Großteil der Menschheit sich einfach an das gewöhnt? Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaub, das ist es ist so wieder menschlich, was passiert. Es ist das sagst so du? Nein. Ja, aber eben, nein. Ich sage, ich habe in meinem Umfeld von fünf Freunden zwei, die sagen, es ist alles easy. Ja. Dann meinetwegen kann ja sein, dass man so etwas 50 oder 100 Jahre kann durchziehen kann, wie jetzt ein Kim Jong-un in dritter Generation Nordkorea kann führen. Ich halte aber die Weltregierung für schwieriger, als ihr Bauernvolk zu leiten. Wo du quasi einfach das Internet abschneiden und alles ist gut und alle sind dumm. Kann man bei uns auch machen. Aber ich sage mal, das ist ein weiter Weg dorthin, dass es wirklich passiert. Und dann denke ich schon auch, es ist einfach wieder menschlich, wieder natürlich, es ist ungesund, so leben, wie wir leben. Und im Moment, der Grund, dass ja Mike Müller und so weiter so völlig faschistoide Sätze fallen lassen, weil sie total Hygienefaschisten sind, das ist ja darum, wie sie glauben, wir sind in einer gefährlichen Killerseuche. Das heisst, also, wenn das einmal ein paar Jahre wieder hat, irgendwann dann Mike Müller sich überlegen, ist jetzt der Virus wirklich so gefährlich? Irgendwie, gerade jetzt schon ein bisschen lang, 6 Jahre. 12 Jahre, jetzt schon ein bisschen lang. Also irgendwann wird es einen Gesinnungswandel geben, früher oder später. Ich hoffe, du lieber früher als später. Aber mit dieser Geschichte kannst du nicht über Generationen eine Menschheit unterdrücken. Das wird Nein, aber das ist ja gar keine Unterdrückung mehr. Wenn man sich daran gewöhnt, ist es ja einfach man so. Man gewöhnt sich an so etwas nicht. Das sagst du. Nein, man gewöhnt sich nicht daran. Dass man muss, bevor man ins Restaurant geht, halt irgendwie durch das Zelt durchlaufen und den Finger anheben und irgendwie gibt es in Zukunft. Ich glaube, dass im einzelnen Land kannst du machen. Du siehst im Iran, oder? Burka-Pflicht und so weiter. Die Frauen kannst du unterdrücken, so, das geht. Ob Männer kannst du unter Burka bringen, wüsste ich schon nicht. Oder? Aber die und machen das andere Ritual, das nicht, wo es einfach ihre Religion ihnen sagt, oder? Aber du wirst immer Länder und Staaten haben, Bundesstaaten haben, die dann nicht mitmachen. Das ist jetzt schon klar. Das ist jetzt schon entschieden. Die Hälfte von Amerika macht nicht mit. Aber was glaubst du jetzt konkret, wie viele bei uns würden mitmachen von den 8 Millionen, die wir haben? Was denkst du jetzt einfach so, wo das cool finden oder wo sich einfach daran gewöhnen? Ich würde sagen, wo es wirklich cool findet, 20-30%. Ist doch noch viel, oder? Ja, aber nicht mehr. Ich sage 15, eigentlich sind es 15%. Ja. Die finden das richtig geil. Bei dem Kult drin sind. Ja, aber dann hast du Mitläufer. Dann hast du noch Mitläufer. Genau, aber nochmal, wenn du ein Leuchtfeuer hast an Staaten, die einfach nicht so sind. Zum Beispiel in den USA merkst du das jetzt bereits schon, die Ostküste, Westküste. Kalifornien, das hochverschuldete Kalifornien, wo ein Problem hat, die müssen jetzt Walgreens schliessen, weil Ladendiebstahl nicht mehr geändert wird. Jetzt wird einfach die Märkte ausgegraben, jetzt werden die geschlossen. Du hast Zeltstädte, glaube von Los Angeles, du hast eine riesige Armut und hast die Unterdrückung von dem Psychopath,
wo an American Psycho erinnert, wo jetzt wieder wiedergewählt worden ist unter Bedingungen, die wir auf YouTube nicht besprechen. Auf jeden Fall ist er wiedergewählt worden. Aber die Leute, wie Joe Rogan oder eben auch der, der Locals gegründet hat und so, die haben jetzt ihren Sitz alle verlegen. Die gehen auf Florida, die gehen in die freien Staaten. Der Tim Pool ist von New York raus, glaube ich. Der ist jetzt irgendwo in Wyoming oder so. Die Leute gehen in die Freiheit. Und ist wegen dem Joe Rogan auf Texas gegangen? Ja, ich weiß nicht. Okay. Ich nehme an, da wird ein wesentlicher Teil sein. Okay. Auf jeden Fall, da gibt es die ganze Intelligenz, sage ich mal. Die flüchten, all die Leute, die kreativ sein wollen, die etwas erreichen, etwas schaffen, all die Produktiven, die wollen nicht in so einem Regime leben. Und darum sind ja die Amerikaner, die Chinesen auch noch voraus. Es gibt ja die Theorie, dass Chinesen nie wirklich aufschliessen können, weil sie zwar mit dem strammen Regime sehr viel kopieren können, oder? Sie können ja super kopieren, nachmachen und so weiter, auch billig machen. Aber wenn die wollen wirklich innovativ sein, schaffst du das wahrscheinlich nicht. Das ist eine Theorie, die ich für plausibel halte, dass du Leute, dass du Kinder in Uniformen steckst, am Morgen salutieren lässt und dann einfach ihre stramme Regime durchgehen. Sie sind vielleicht super Mathematiker, sind super können super Chinesisch, was ich das alles. Aber du wirst nicht den Unternehmergeist haben, du wirst nicht den Freigeist haben, den es braucht. Und ich glaube, das Gleiche gilt für Amerika. Jetzt rede ich ein lange, ich weiss. In Amerika haben wir einen unglaublichen Freigeist. Und die Leute lassen sich nicht einfach zu bremsen. Und du wirst ja in Europa finden und man findet dann auch in der Schweiz. Und du wirst zu viele Leuchttürme haben, Leuchtfeuer, dass die anderen einfach zuschauen, wie es dort in Freiheit Rambazamba machen, während wir in der Kontrollitis untergehen. Ich hoffe schwer, dass du recht hast. Und ich verstehe den Gedankengang, ja. Ich verstehe aber schon auch die Angst, dass es einfach zu viele Lemmings hat. Und eben zu wenig, die aufstehen, dass man... Also ich glaube an eine Realität von unserer Welt, wo man sich daran gewöhnt hat. Zum überall einchecken, wo man angeht, überall auschecken vielleicht sogar, wo man angeht, zweimal im Jahr impfen. Ich glaube daran, dass es in diversen Ländern so könnte sein. Ich glaube auch an eine Realität, dass es in der Schweiz theoretisch so könnte sein. Ich sage nicht, dass es so wird sein. Aber 100% ausschliessen, jetzt, heute, Ich glaube auch, dass die Überwachungsstaat wird zunehmen. Vieles wird zunehmen. Das glaube ich schon auch. Das wird weiterhin so gehen. Aber wenn du etwas siehst, die Überwachungsstaat, der zunimmt, dann nimmt er nicht zu, während die restliche Welt statisch bleibt. Der nimmt zu, während wir selber, wir Bürger, immer mündiger werden. Wir wissen, was man online noch sagen kann, was man nicht sagen kann. Wir wissen, andere Kanäle zu nutzen. Wir wissen auch, zum Beispiel, wir können uns besser organisieren als vor dem Internet. Oder? Und blöd gesagt, im Moment braucht man immer nur noch einfach sagen, 50'000 Unterschriften oder 100'000 Unterschriften. Das hat man schon, glaube ich, vor 80 Jahren gebraucht, wo die Schweiz ja nicht 3 oder 4 Millionen Einwohner hatte. Das heisst, es gibt auch Trends, die zu unseren Gunsten laufen. Es wird immer einfacher sein, Referenden zu starten. Es ist auch immer einfacher, sich eben eine Demo zu organisieren. Früher hast du müssen, wie hast du eine Demo organisieren? Ist ja viel schwieriger. Heute machst du bei Facebook eine Runde oder bei anderen Medien, bei Telegram und so. Mhm. Und dann hast du 50'000 Leute auf dem Platz, wenn es dann endlich wieder den Arsch bewegen. Und das sind ja schon Entwicklungen, die ja auch am Überwachungsstaat entgegenlaufen. Oder? Wir haben das Dark Web, wir haben jetzt über Telegram Drogendealer mit Bitcoin, wo sie nicht wirklich gezahlt werden, wo du nicht wirklich auf die Spur kommst. Und das ist ein Aufrüsten auf beiden Seiten am Schluss. Ja, das sind gute Argumente. Ich weiß auch nicht, ich glaube, für diese Diskussion müssten wir mal eine Ebene, mindestens eine Ebene höher gehen und sagen, wer ordnet dann auf dieser Welt oder in welchem Staat was an. Das ist es ja schlussendlich. Ich meine, klar kannst du sagen, ja, okay, wir haben irgendwann eine Mehrheit von Leuten, die sich können organisieren können, die Freiheit wollen, die dieses wollen. Aber wer ordnet dann an, wie die Gesellschaftsstruktur, die Gesellschaft aussieht, wie die Gesetze aussehen? Und jetzt sieht man ja momentan, wer das anordnet. Es sind Politiker auf der ganzen Welt. Und der Grossteil, wahrscheinlich 90% von diesen Politikern auf der ganzen Welt, die relevant sind, machen das Spiel mit. Jetzt kannst du sagen, gut, wenn man natürlich wenn ein Politiker merkt, das Volk läuft mir davon, die wollen das nicht mehr, dann schwenkt er vielleicht um und sagt, ja okay, dann gebe ich euch wieder ein bisschen mehr Freiheit, oder? Aber ob das wirklich passiert? Aber weißt, in 20, 30 Jahren, was kann noch alles passieren? Plötzlich wird dann mal ein Ministerpräsident wieder geköpft oder verschossen oder weiß ich nicht, der Mob kommt. Oder ein anderer Politiker. Du weißt es wirklich nicht, das sind ja Umwälzungen. Ja. Da erinnere ich immer an Steve Bannon, der beim Team Pool gesagt hat, man darf nicht unterschätzen. Das ist halt wieder mein Argument vom Tanker anders formuliert. Und so sagt er, man kann das Gefühl haben, dass Politik 20, 30 Jahre stehen bleibt und dann ist innerhalb von wenigen Monaten
ein totaler Change. Und das war bei der Französischen Revolution so. Ich meine, die haben da vorne 80 Jahre lang oder wie lang unter einer unmöglichen, Monarchie gelebt. Und die haben dann auch, man kennt die Geschichte von Maria Magdalena, wie heisst sie, Marie Antoinette, wo man ihr gesagt hat, das Volk hat kein Brot mehr. Und sie hat dann gesagt, warum essen sie keinen Kuchen? Das stimmt wahrscheinlich nicht, dass sie das gesagt hat, aber ich würde nur sagen, das Königshaus hat sich lange in Sicherheit gewiegt. Und der Louis XIV hat das Schwein gekauft, und früher ist so alt gestorben. Aber der Louis XV, oder Louis XVI, ist glaube ich, dann gewesen, der dann unter die Räder gekommen ist. Aber das ist dann plötzlich ganz schnell gegangen. Das ist nur, weil ein schwächerer König dort war, der für sich noch, gemäß dem Geschichtslehrer, für sich noch eine Art Liebe sicher war. Und dann konnte einfach all das können zahlen, was seine Vorgängerkönige kaputt gemacht haben, über Generationen die Völker unterdrückt haben. Und wer sagt denn, dass bei uns wieder so ist, dass plötzlich ein Fauci verhaftet wird? Oder plötzlich, weiss nicht was, ein Mord passiert auf einen Spitzenpolitiker und das Volk tut jubeln. Wer sagt, dass das nicht so ist? Dass plötzlich in Spanien oder in Italien irgendjemand unter die Räder kommt und der Aufschrei der Medien ist Skandal, Skandal, aber du hast 2 Millionen Italiener auf der Straße, die dort bejubeln. Also ich finde, man muss gar nicht so weit gehen. Dort verwundert es mich wirklich, dass bei uns in der Schweiz einfach nie irgendeiner austickt ist. Das verwundert mich schon. Ja, nicht nur bei uns. Nein, aber ich meine, weil man bei uns ja immer meint, da Schweiz und alles ist gut und eben so all die Kollateralschäden, die ja passiert sind, die sehe ich ja nie. Und darum verwundert es mich wirklich, dass nie, eben auch bei unseren Demos und so, wenn eben jemand schnell mit 500 Gramm gegen einen Haag gedruckt oder so, dass es das Bundeshaus gestürmt hat. Aber dass wirklich nie, ich meine, wirklich ein Versuch oder irgendetwas passiert ist, das verwundert mich, weil die Frustration ist so gross und da sind so viele Sachen schiefgegangen und so viel Suizid und so viele Sachen, die man nirgendwo davon liest. Und das verwundert mich und das denke ich, ja, das ist eine Frage von der Zeit, bis auch bei uns in der Schweiz mal irgendetwas passiert, wo dann alle denken, das hätte ich nicht gedacht, dass das bei uns kann sein. Und ich glaube, Da wiegen wir schon eine falsche Sicherheit. Es kann ja köcheln und köcheln. Und die Welt kann 30 Jahre komplett andere sein. Natürlich, wahrscheinlich ist sie komplett andere. Wahrscheinlich ist sie komplett andere. Ich meine, was ich gemeint habe, mit eine Ebene höher gehen, da müssen wir halt gleich das beliebte Thema mal bringen. Ist das irgendein Plan? Und das will ich eigentlich nur damit sagen. Wenn es natürlich ein Plan ist, ein weltweiter Plan, zum Kontrollen einführen, zum einfach strengere Gesetze einführen überall, der Politik eigentlich mehr Macht geben, die Macht ein bisschen zentralisieren, die Macht ein bisschen koordinieren, weltweit koordinieren, wenn das wirklich ein Plan ist, dann wird es natürlich schwierig, weil wenn dann ein Land ausschert, auch wenn die dort irgendeinen Politiker köpfen, dann wird einfach ein neuer installiert, der das durchzieht. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich habe keinen Beweis für irgendeinen Plan oder irgendetwas, wirklich nicht. Aber wenn es natürlich in diese Richtung geht, dann wird das schwierig, wenn du sagst, ja, in diesem Land köchelt es und in diesem Land köchelt es. Oder? Wenn man aber sagt, es sind alle Staaten, die einfach aus lauter Dummheit und Blödheit und Blindheit und ich weiß nicht was, einfach hinten reinlaufen, weil mal einer angefangen hat mit dem, dann ist es klar, dann wird früher oder später wird der eine fallen und dann wird der andere fallen und dann wird der fallen. Und dann geht das, läuft das so, oder? Ja, ich könnte jetzt über Westworld anfangen reden, aber dort würde ich sagen, ich nicht zu viel Spoiler, ich rede von der dritten Staffel, da findet man aus, dass ein Herrscher dort ist, der genau das Zifferbild hat, das ich auf der Uhr hier habe, also eine Art Kreis. Und da sieht man, da ist mehr oder weniger so ein schwarz am Ausfransen. Und dort, das fest ausfransen, ist ein Ort auf der Welt, wo irgendwie Instabilität herrscht, wo es Demonstrationen gibt oder wo ein Landesfürst meint, er müsse sich jetzt arrogant tun. Und da kommt der Superboss an und tut zum Beispiel den köpfen oder bedrohen und dann ist er in Ruhe. Und er tut quasi so die Welt kontrollieren. Das kann er aber nur darum, weil er einen Supercomputer hat, wo er auch keine Zukunft berechnen kann. Ich könnte mehr verraten, weil ich will Spoiler. Ich finde es die intelligenteste Fernsehserie von allen Zeiten. Okay. Und auch eine von den besten von allen Zeiten. Netflix oder was? Sky. Okay. Ja, ist HBO. Ja. Und es ist extrem kompliziert. Ich habe jedes Mal nach einer Staffel noch eine Zusammenfassung gelesen, was ich überhaupt gesehen habe. Aber es ist hochspannend und interessant. Und die ersten 2 Staffeln haben 0 von dem, was ich jetzt gesagt habe. Mhm. Aber es ist grandios. Und wenn wir sagen, ist dort, übrigens, der kommt an die Macht, weil er kann Börsenkurs voraussagen kann. Und man muss mal überlegen, wenn das wirklich jemand kennt, mit Computer Börsenkurs voraussagen, der wäre innerhalb von Stunden oder Tagen, könnte dann das ganze Weltvermögen unter sich vereinen. Oder? Und wieso soll das unmöglich sein, Börsenkurs voraussagen mit einem Supercomputer irgendwann in 100 Jahren? Und der hat es eben geschafft und darum ist er an der Macht. Und wir sagen, dort
mit dem Supercomputer kann ich die Welt einigermaßen kontrollieren, wäre doch nicht Roboter. Aber jetzt verrate ich zu viel. Nicht mehr Spoiler. Und, genau. Nein, ich kann jetzt viel, es ist so kompliziert, auf so vielen Ebenen, dass du nachher Spoiler wie du willst, kommst du immer noch nicht draus. Aber nicht Inception kompliziert, oder schon? Viel komplizierter, wirklich schon. Viel komplizierter. Inception ist genial, ein dreimal geschaut, ein drittes Mal verstanden. Eben, ja. Aber ist ja gleich Produzent, ist gleich... Nolan auch, oder was? Ja, der Christopher Nolan, der andere Nolan, der Bruder, der hat alle drei Bücher geschrieben. Ja, ja. Und wie heisst er? Ich weiß es nicht, aber... Egal. Der ist der Produzent dieser Serie. Und das ist das passt, Genie. Okay, dann ist super verschachtelt. Und dass die Menschheit einfach kannst kontrollieren auf der ganzen Erde rund mit all diesen Völkern, mit all diesen Sachen, das ist ein langer Weg. Ich meine, die Leute wollen Europa erobern, Leute wollen, oder? Kontinente erobern und sind gescheitert und die ganze Welt kontrollieren. Ich sage nicht, dass es nicht geht. Mhm. Aber, ja, aber nicht, gesehen, ganz schnell, für dich meine kurze Antwort dort ist, dass verschiedene Agenten dahinter sind und dass man ja dann gleich nicht so super organisiert ist. Man schafft so, eben, wenn das BAG nicht mal schafft, irgendein Faxgerät abzulösen, wissen wir, wie gut das die Welt organisiert ist. Und meine hundertprozentige Überzeugung ist, dass da verschiedene Agenten dahinter sind, von Pharma, Politik und dann hast du wieder jedes Land individuell. Und klar gibt es vielleicht einen übergeordneten Plan, wo man gerne gewisse Sachen hätte, aber schlussendlich tut dann jeder die Welle anders ausnutzen. Aber was sicher jedem Staatsrecht kommt, ist die Welle mit mehr Kontrolle installieren. Ich glaube, welcher Staat will das leider nicht, oder? Mhm. Ja, ich sehe das ähnlich, ja. Ich sehe das ähnlich. Dass, für mich ist es eher so ein bisschen, man nimmt jetzt einfach mit, was man da serviert bekommen hat. Und wenn die Politik merkt oder ein Staat merkt, hey, man könnte irgendwie Überwachungs-Apps oder so installieren und die Leute laden das freiwillig gratis ab, dann machen sie es, oder? Ja. Also das ist ja, oder das ist das Social, eine Art kann man ja sagen, China hat den Social Credit Score da, wo sind Leute orientieren, weißt du, für Freunde, über welchen Zebrastreifen bist du bei Rot gelaufen und so weiter. Und man kann auch zeigen, das Schweizer Zertifikat ist nicht der erste Schritt dorthin. Das ist nicht unsere Art, Social dass man kann beweisen, dass man ein guter Bürger ist. Es ist Teil von der Überwachung und so weiter. Und das macht alles sehr viel Angst. Aber ich denke, das ist die gute Nachricht. Die Welt ist zu chaotisch, dass auch die Leute, wenn es einen Plan gäbe, dass die Leute können wissen, wie das endet. Es ist das nicht kontrollierbar. Nicht. Das könnte sicher nicht. Ich sage nur, was mich wiederum ein bisschen in die Richtung denken lässt, dass doch da international irgendwelche Absprachen und so sind, also ich meine, dass wieder so stattfindet, ist einfach, dass in den letzten paar Monaten so viele Sachen, mehr oder weniger synchron, mit ein, zwei Monaten Verschiebungen, identische Gesetze, ich meine, nur schon in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich, die 3G-Regeln, oder? Ich kann mich nicht erinnern, wenn das letzte Mal in diesen drei Ländern innerhalb von drei Monaten das gleiche Gesetz erlassen worden ist. Dass Frau Merkel... Auf den Tag genau, gell? Plus minus auf den Tag genau sogar, dass Frau Merkel sagt, wir finden es gut, wenn man jetzt nur noch mit 3G in ein Restaurant oder irgendwo weiss nicht was her kann. Und dann sagt in der gleichen Woche sagt der Herr Berse, ich finde das auch super. Und der Österreicher sagt, ich finde das auch super. Hat es doch noch nie gegeben. Ja, klar ist es abgesprochen, aber nur schon, dass man mal abspricht. Klar, sie sprechen sich immer ab über irgendwelche Gesetze. Das macht ja auch Sinn. Aber dass man dann in die Verordnung in diesen Ländern am gleichen Tag den gleichen Wortlaut hineinschreibt, das hat es doch noch gar nie gegeben. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das ist auch sehr beängstigend. Eben, und das meine ich, das spricht dann wiederum dafür, dass, und es sind nicht nur die drei Länder, das ist jetzt nur das Beispiel, das 3G ist ja in Italien, ist in Frankreich, alles. Irgendwann ist mal einer aufgestanden und hat gefunden, 3G ist super, und dann sagen alle, super, machen wir, oder? Das ist schon komisch, oder? Ja, also, das 3G ist einfach auch aus dem Nichts gekommen, oder? Irgendwie. Ist einfach, zuerst hat es geheißen, Impfen ist die Lösung und plötzlich hat man gesagt, jetzt brauchen wir 3G. Das ist ja perfid. Man hat das Gefühl, von 3G auf 2G ist kein grosser Unterschied. Mach mal 2G und mach mal 1G. Eben. Und man hat das Gefühl, dass die Gefängnisinseln, und da zähle ich Kanada dazu, wo man nur einen Nachbar hat und sonst auch nur mehr um sich herum, das sind halt wie so Versuchsballone, hat man das Gefühl. Also Australien, Neuseeland, dort sind sie halt völlig faschistisch unterwegs. Und man hat das Gefühl, man sollte das so dort probieren, zum mal ausprobieren, wie es funktioniert. Und es funktioniert ja ziemlich gut, um das eigentlich in der restlichen Welt ausrollen. Aber jetzt sind wir im Verschwörungsbereich. Aber ich wäre also, in dem Bereich, hätte ich mega gerne eine Fernsehserie, wo genau das, weißt du, so vor 5-6 Jahren, genau das, was jetzt abgeht, mit dem einzigen Unterschied, dass Massenmedien nicht mit der Politik allein ist, sondern auf unserer Seite. Das hätte ich mega spannend gefunden, was dann anders gewesen wäre und wie viel mehr Leute auf der Straße wären, wie viel mehr Revolution, wie viel mehr Politiker das geköpft worden wären und was anders gelaufen wäre, wenn die Massenmedien nicht geimpft hätten auf die Negativseite, sondern gesagt hätten wie ein Bild oder so, hey, komisch, was da abgegangen ist. Ich denke auch, dass Italien jetzt, ja, das 3G, also dass man nicht mehr arbeiten kann ohne Zertifikat, ich glaube in Frankreich ist es zum Teil ähnlich,
das sind auch so wie Versuchsballons und es funktioniert recht gut. Und dann, wir werden jetzt sehen, was nächsten Frühling passiert. Aber etwas ist klar, wenn es einen Plan hat, dann ist klar, dass nicht gerade in allen Ländern aufs Mal ausrollen, weil es mit Gefahr läuft, dass ganz Europa rebelliert. Probier es mal in Italien, oder? Probier es mal irgendwo in Frankreich, ein besonders aufmüpfiges Volk. Wenn es nicht klappt, klappt es dann überall. Nicht einmal nur das, sondern es ist ja wie wenn die Zeitung am Montag schreibt, dass am Mittwoch berichtet wird, oder? Und wenn wir jetzt schon gesehen, dass die Italien so ist, das Unterbewusstsein ist schon wieder konditioniert mit, hey, klar, das ist dann schon normal, oder? Wie Zombieserien auf Netflix. Und wenn es wirklich kommt, dann bist du nicht mehr geschockt, sondern dann ist es so, aha, ja, das kann es ja schon mal gelesen, dann ist es halt so. Oder dann sind wir schon halb auf Ritalin irgendwie so betäubt und wir haben es schon akzeptiert eigentlich. Das ist schon krass, die Mechanismen. Die Mechanismen jetzt in diesen anderthalb Jahren. Eben wie, so wie du durch die Medien und dann die nachgelagerte Bundesratskonferenz da, die 7 live, jeden Mittwoch live, wie du dann wirklich... Ich meine, die ersten zwei Mal bist du angeguckt und bist irgendwie geschockt gewesen, was erzählen die da? Und nachher ist es einfach nur noch gewesen, okay, ich schaue mal schnell im Blick, ich schaue mal schnell auf 20 Minuten und dann gucken die an und lesen im Prinzip 20 Minuten vor, oder? So ist es davor gekommen, oder? Oder ja, der Blick. Und ja, das ist schon, aber das haben die Leute auch akzeptiert. Das ist einfach so, wenn du jemanden fragst und sagst, ja, was macht der Bundesrat am Mittwoch? Blick.ch, 20 Minuten. Ja. Und dann weißt du schon, was der Bundesrat am Mittwoch sagt und so. Und das ist einfach die Verschiebung. Aber das hat man auch... Ich weiß nicht, ich frage mich immer, was ist schlimmer, dass die Verschiebung stattgefunden hat oder dass man es einfach akzeptiert. Ja, ich dass nicht einmal einer auf den Tisch klopft und sagt, hey, das ist da unsere Regierung und das sind die Medien und die haben miteinander nichts zu tun. Also wir wissen, dass es nicht so ist. Aber weißt du, die Konditionierung, ich will wissen, was ich machen darf, ich gehe auf ein Massenmedium, das Trash ist, musst du das... Dass der Mensch jetzt so programmiert ist, ja, oder? Mit, hey, darf ich jetzt an Weihnachten singen oder nicht? Warte, ich gehe schnell auf Blick.ch. Blick sagt es mir, ja. Darf ich schnell ins Buff gehen? Ich gehe schnell auf Blick. Wie viele Kollegen darf ich einladen? Oh, ich muss dir absagen, im Blick steht, darfst du nicht kommen, oder? Ja, genau, beim Abend das aber wartet, gefährlich. Dass du dass am Freitag sagst, am Montag brauchst du ein Zertifikat zum Heimkommen. Das einfach erwartet, das einfach erwartet, dass du in irgendeinem Ausland immer den Blick lesest, oder weil der Bundesrat gerade rauslässt, dass du dann auch ein Internet hast, mit einem Mobiltelefon, mit einem, Gott, haben wir gesagt, mit Roaming, wie du im Ausland das musst du das Formular ausfüllen, oder? Ja. Das ist so eine grenzenlose Arroganz und Willkür. Aber das ist jetzt fast wieder ein neues Thema. Ja, ja, wir haben noch viele Themen. Ja. Das ist die Frage, oder? Ich hatte einen langen Tag gehabt, mit einem langen Interview. Ich hätte nicht das schwache Mehrtaste, aber jetzt sind es bald 6 Stunden, wo ich Interview geführt habe heute. Hast du viel geredet? Ja, hast du vorher noch mal einen Schub bekommen? Du hast nochmal einen Schub bekommen, du bist nochmal verwachen. Jetzt merke ich, wie mein System, mein Immunsystem runterfährt. Ja, ja, ich merke es auch. Betriebssystem. Auch aber bevor wir ganz abbrechen, mache ich sonst noch ganz kurz eine Schleichwerbung. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen irgendwann mal gesagt, komm, ich mache jetzt doch mal einen Telegram-Channel für eben all die Verschwörungssachen. Nein, natürlich nicht, aber für solche die Themen, wo man auf anderen Kanälen eben abgestellt wird. Eben, oder was läuft vielleicht in Australien, was läuft in anderen Ländern, was passiert wegen unserem schlumpfiges Lieblingsthema, einfach so wegen all diesen Sachen. Also kein Kanal, wo irgendwie die ganze Zeit meine Musik gepostet wird, das passiert vielleicht jedes 50. Mal und der Rest sind wirklich solche Tagessachen. Wie heisst das? Eigentlich mehr Englisch, The Matrix Decoded, wenn man es auf Telegram sucht. Ja, alles zusammengeschrieben, muss man glaube sogar, wenn man gar suchen. Und ich habe zwei Admins, die auch zum Glück seit Anfang an verstanden haben, was da abgeht. Ja, der eine hat es mir sogar vorausgesagt, ängstlicherweise. Mhm. Und ja, wir haben jetzt wir sind das Dritte, die immer wieder dann Videos posten. Wir schauen nicht, dass wir 30 Sachen am Tag reinlassen, weil ich persönlich tue all die Kanäle, wo ich 50 Nachrichten am Tag bekomme, tue ich alle muten, weil sonst habe ich mein Telefon ununterbrochen. Und darum schauen wir, dass wir wenig, aber relevant posten, eben international. Es ist viel Englisch, wo meiner Meinung nach schon, wenn du jetzt kein Englisch kannst in dieser Zeit, hast du schon immer einen leichten Informationsrückstand, weil eben in gewissen Ländern du einfach... Jetzt einfach, weil du eben siehst von, keine Ahnung, Impfung Israel, Australien Massnahmen, du siehst dort einfach immer recht gut, was passiert und was dann bei uns tendenziell könnte passieren. Und das wird man dort innen so ein bisschen erfahren. Du hast vorhin noch angekündigt, dass du Schleichwerbung machst. Was ist die Schleichwerbung? Die Schleichwerbung. Das ist die offensichtliche Werbung. Das ist eklatant offensive Werbung. Ja, genau. Nein, die zweite ist noch, dass ich auch noch einen Store gemacht habe. Das ist jetzt auch keine Schleichwerbung mehr. Du hast ja mal auf deiner Seite Schweizwach aufgehabt. Genau. Shirt und Ist jetzt bessere Qualität als in meinem Shop, weil ich dort nicht so gute Qualität.
Qualität gehabt. Und ja, es ist auch bessere Qualität. Nein, für das habe ich nicht dich konkurrenzieren, sondern einfach, dass die Leute, die das Shirt haben wollen, weil ich habe mega viele Anfragen bekommen, dass das jetzt wieder verfügbar ist auf store.marimckay.com. Darf ich auch noch etwas sagen? Ja. Ich habe keinen Job. Ich habe keinen Job, aber man kann meine Musik hören. Man kann meine Musik hören und dann kommen Ende Jahr doch auch noch ein paar Sachen. Dauerstreamen. Immer vor ins Bett gehen, ja. Einfach seine Alben im Dauer. Genau. Und wir haben gesagt, Spotify, wenn du ganz scheiß, den Loop rein tun. Wenn der ganz scheiß überstanden ist, dann bist du der dann so in der Happy End Soundtrack macht. Dann mache ich die Hymne. Ja, genau. Aber ich muss sagen, wenn, also da müssen wir jetzt auch noch meine Seite bewerben, schnell. Du hast aber zuerst Mike Candice, du weißt dafür ein lustiger Typ mit seiner geilen. Ah, da bist ja du. Ich bin der, der die Maske schon angehabt hat, ja, bevor sie, du bevor sie du Pflicht war. Wegen dir haben sie es überhaupt gemacht. Du siehst gar nicht aus, du musst die Maske anlegen. Also, ja. Ich wollte sagen, so, du mit der Maske siehst noch gut aus. Ich glaube, DJ Bobo schießt den Namen an und ich schieße wahrscheinlich auch, dass du eigentlich weltberühmt bist, aber niemand kennt dich. Nein, das ist halb so, weil ich kann sie nicht immer anschauen. Aha, okay. Hast du Abstand genommen von dieser? Nein, ich habe sie nie. Ich habe sie auch schon bei der ersten Auftritt nicht immer angehabt. Ja. Das ist nur so. Hey, nur ganz schnell, ich wollte dir noch gratulieren. Auf welchem Platz bist du bei dieser Liste von den meistgestreamten Elektro-Artists? Platz 4 oder 5 oder so? Irgendwie Platz 1 Antoine, DJ Bobo ist glaube ich noch vor dir oder so. 2 oder 3. Aber ich weiß schon nicht, heftig. Ich kann nicht in der Schweiz, ja. Ja, also Schweizer Elektro. Gibt es mehr als 2, 3, die Elektro streamen? Nein, ja, da gibt es ganz viele und vor allem sind die wirklich im höheren Millionenbereich. Und das okay. Ist schon noch, also gratulieren, das finde ich schon noch krass. Danke, und du hast alles in Bitcoin investiert. Wir sind nur noch ein paar hundert Franken weg vom Höchststand im Fall. Nicht so, weißt du, sieht man. Will das nicht hören, weil ich habe immer noch nicht investiert, verdammt. Ja, hör mal auf uns, ich habe auch auf ihn gehört, er hat mein Leben gerettet. Der Mann. Mit der Tesla-Aktie? Mit der Tesla-Aktie, ja. Ja, gell. Mit Bitcoin bist du nicht schlecht gefahren, oder? Bitcoin habe ich schon früher gekauft. Bitcoin habe ich schon vor dir gekauft. Okay. Ja. Ja, aber ich sehe, nächstes Mal machen wir eine Sendung über DeFi und Bitcoin und Ethereum und alles. Damit ich mir auch noch einen Bitcoin leisten könnte, meine Käppli. Nein, das ist einfach noch meine Kollektion. Das ist eine coole neue Kollektion. Haben wir schon bestellt, aber es ist noch nichts gekommen. Doch, Masken sind gekommen. Erst im November wird es ausgeliefert. Ja. Okay. Genau, Masken kommen sofort, aber da geht ein länger. Das Pinke könnte man noch stehen. Das ich glaube auch, ja. Ich habe extra feminin geschnitten für dich. Ich würde dann gerne dabei sein, wenn du zahlen ist. Ist das so der Moment in der Sendung, wenn man das Zeug auffahren, dass die Leute so wegzappen? Hast du das schon, genau. Hast du schon mal gesehen? Ich mache immer am Schluss Werbung, ich könnte es ja immer mal, wenn ja, nein, kommt. Das find ich gut. Nein, aber ich finde, unsere Werbeunterbrechung ist sexy und gut. Und das sind anständige genau. Produkte. Und da heisst es nicht so Risiken und Nebenwirkungen, sondern genau. Wenn ihr gut wollt, angelegt sein, geht ihr zum Strickershop genau. Oder jetzt auch zum Meme. Jo, dann nehmen wir aufs Labrunde, oder? Ich würde sagen, die was ist überhaupt für Zeit? Ja, es ist Überblick. 12, halb, 20 vor 12. Jesus Gott. Aber ich weiss, ich bin schuld, dass wir nicht früher schon eine zweite Sendung gemacht haben. Damals lassen wir sie immer so lange verstreichen. Und ich bin schuld, dass wir sie heute gemacht haben. Stimmt, der hat wirklich penetrant, aber ist gut. Es hat ja geklappt. Ja, super. Aber nächstes Mal ein Kerzchen auf den Tisch. Und von mir aus noch Flasche Wein oder Whisky. Ah genau, wie haben wir es nennen? Lagerkerz? Ich habe jetzt heute bei mir auf Instagram geschrieben, drei Männer am Lagerkerzchen. Ich habe genau. No Man für mich abgespeichert. Genau. Am Lagerkerzchen ist natürlich, ich kann mich noch nicht entscheiden. Ja, ja. So oder so. Ist echt kompliziert. Wir haben kein Mem da, das ist schon mal gut. Und ja, ich würde sagen, wir sind drei von den hellsten Torten. Im Corona-Wahnsinn, oder? Das können wir von uns beanspruchen. Von den helleren Kerzen auf der Torte. Ich kann aufgeben, ja, ich kann aufgeben. Eine LED oder normale Kerze, weiß ich nicht. Das beanspruchen wir jetzt einfach für uns. Dass wir im ganzen okay. Corona-Wahnsinn drei von den helleren Kerzen sind. Okay. Ja. Gut, danke vielmals fürs Zuhören und fürs Mitreden, euch beiden und fürs Zuhören zu Hause. Und bis morgen. Ciao miteinander. Schönen Abend.